Geil, einen wunderschönen guten Abend. Ich lese ja gerade den Chat, absoluter Wahnsinn. Vielen Dank, dass ihr alle wieder reinschaut, vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Ich habe mir noch nicht mal einen Kaffee geholt. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich bin gerade eben vor 2 Minuten hier rein, habe den ganzen Mist hier angeschmissen. Ich habe nicht die Zeit verloren, sondern wir hatten heute eine kleine Panne mit dem Auto. Und es hat etwas länger gedauert. Und deshalb sind wir ein bisschen liegen geblieben draußen irgendwo. Und ja, ich sag mal, es hat etwas länger gedauert, immer zu Hause waren. Normalerweise war planmäßiger Zuhause Ankunftszeit 19 Uhr. Jetzt ist es 1,5 Stunden später, muss man sagen, sehr, sehr sportlich. Und die waren super nett, super kompetent, kann man absolut nicht meckern. Überhaupt nicht. Super, super geil. Ich sag mal, ich würde mir jetzt noch eine ganz kleine Tasse Kaffee holen, extra, um das alles hier ein bisschen zu beschleunigen. Nicht meine Riesentasse, sondern eher eine kleinere Tasse. Noch ein bisschen Milch rein und dann geht's los. Okay? Dann gibt man mal bitte noch eine Minute oder wenigstens zwei. Und dann bin ich sofort da. Denkt bitte dran, holt euch was zu trinken. Es ist nicht gerade zu kalt. Und nicht, dass man hier dehydriert, irgendeiner. Seid so gut. Bis gleich. Das Haus Harlow hat keine Verwendung für dich. So, mein Lieben, seid ihr soweit? Und damit einen ganz, ganz wunderschönen guten Abend. Ich habe jetzt so ein ganz kleines bisschen das Setup mal hier schnell verändert, weil ich hier noch ein bisschen hin und her rennen musste. Wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen guten Abend, schönen Samstagabend, auch liebes Fienchen. Dich habe ich auch gerade im Chat lesen dürfen. Schön, dass du wieder reinschaust und schön, dass du wieder dabei bist. Wir drehen mal normale Spielgeschwindigkeit an. Bevor wir heute loslegen, und egal die Leute, die sich am Lurk befinden, mittlerweile sind auch ein paar Leute bei Twitch eingetroffen. Lieber Flatlegs übrigens, das ist einer unserer Moderatoren. Ich habe mir das bei Twitch mal angeguckt, da müssen wir nochmal drüber reden. Also ein paar Einstellungen verstehe ich noch gar nicht. Da habe ich lieber mal die Finger davon gelassen, aber da müssen wir mal dieser Tage, müssen wir da mal über Moderationsprivilegien auch mal bei Twitch reden. Ne? Jetzt ist unser Fienchen wieder da, da müssen wir mal so ein kleines Team-Meeting machen. Nur mal so viel dazu. Mein Lieben, bevor es losgeht, heute eine kleine Begrüßungsrunde. Ich begrüße als allererstes unser liebes Fienchen vom Urlaub wieder zurück. Welcome back, schön, dass du gesund wieder zu Hause bist. Freut mich mega, freut mich riesig. Lieber Flatlegs, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Ich habe auch selbstverständlich unseren Flottenadmiral Stefan nicht vergessen. Kein Problem. Da haben wir haben das gestern Abend mal ausprobiert, während des Zelda-Streams mal im Discord online zu bleiben und dann sich gegeneinander so ein bisschen mal den Ton auszuschalten. Und da kann man trotzdem im Discord drinnen bleiben, wenn man mal ein Problem hat. Könnte man auch da mal kurz in Kontakt mit anderen Leuten treten. Finde ich eine geile, kleine Variante. Lieber Gerhard, wunderschönen guten Abend. Auch lieber Helge, wunderschönen guten Abend. Helge, auf dich komme ich morgen nochmal zu. Ich habe da so ein kleines PC-technisches Problem, beziehungsweise habe ich eine kleine Frage. Auf dich habe ich eigentlich so ein bisschen gewartet. Wenn ich es morgen vergesse, dann hau mich mal bitte an und dann komme ich auf jeden Fall mit dir. Würde ich mich ganz kurz mal unterhalten, 5 Minuten oder so. Gucken wir mal rein, wer noch da ist. Ich habe bis jetzt noch gar nicht reingeguckt. Nur mal die, die hier schon im Chat hier oben, in dem großen Chat drin sind. Ich sag mal, unser Stefan ist da, unser Helge, unser Flatlegs, Fienchen ist da. Wen habe ich noch gelesen? Unser Gerhard
ist auch da unser Donald. Einen wunderschönen guten Abend. Entschuldige bitte, dass ich dich vergessen habe. Das geht ja so schnell, wenn ihr euch unterhaltet, dieser Chat. Das ist der absolute Wahnsinn. Also es ist kein Vergleich zu letzter Woche. Die letzte Stunde ist eskaliert. Aber das hier ist auch schon. Also ich komme da ja gar nicht mehr hinterher vom Lesen. Ne? Das ist absoluter Wahnsinn. Selbst wenn ihr im Discord den ganzen Tag schreibt und ich bin wirklich noch mit dem Handy dabei und vergebe mal so eine kleine Reaction da drauf oder einfach mal einen Daumen hoch. So. Ja, seid der Wahnsinn. Also was ihr da alles reinschreibt, wie ihr euch da unterhaltet. Also hammergeil. Hammergeil. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt wäre ich hier mal noch... Jetzt habe ich natürlich ja gleich mal vergessen, mein Headset anzudrehen. Deshalb habe ich ja keine Ingame-Musik. Ich hoffe mal, ihr hört trotzdem ein bisschen was. Habe ich noch irgendjemanden vergessen? Ja, genau. Unser Gerhard habe ich noch, habe ich gerade begrüßt. Unseren lieben Donald. Wenn sich, sind zurzeit schon ein paar Zuschauer mehr. Wenn sich die Leute, die im Lurk aufhalten, das ist kein Problem. Ich wünsche auch den Lurkern einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr eure Zeit hier ein bisschen parallel nutzt und mir ein bisschen zuschaut. Ich habe nämlich heute so ein bisschen was vorbereitet. Erstens, meine Lieben, versuchen wir heute mal uns in der neuen Welt so ein bisschen zu etablieren. Ich habe euch ja am Mittwoch die neue, diese Modification aus der Taludas Mod Collection habe ich euch vorgestellt, die Burrito Boom. Wenn ihr das nochmal wissen wollt, beziehungsweise was es da damit auf sich hat, diese Burrito Boom ersetzt im Prinzip bei den, ab den Obreras komplett diese Tortilla-Produktion. Und dieser Burrito Boom, der ist so extrem, dass es wie so ein kleiner Zwischengegner ist. Also schaut euch bitte mal diesen Produktionskreislauf an. Das ist erst Obrero. Das ist die erste Ware, die Obreros haben möchten. Also alleine das ist schon der absolute Wahnsinn. Ich mache hier oben mal noch das Ding weg. Linienschiffe kommen noch. Lieber Stefan, da habe ich dann auch gleich ein bisschen was vorbereitet. Und alleine die Burritos aufzubauen, macht alleine da schon einen riesen Spaß. Also es ist unglaublich, was man da hier nur durch Modifications alles anstellen kann. Vor allen Dingen, es gibt ja Modifications, die sich hier noch mit reinarbeiten. Ne, wie gesagt, die Glas, wie soll ich denn das sagen, der Taludas hat ja nicht nur diese Modification geschrieben, sondern der hat ja auch andere Modifications geschrieben, die dann hier einfach mit reinwirken. Zum Beispiel seine Hacienda-Mod. Die Hacienda-Mod beherbergt auch eine Gewürzfarm. Das heißt, diese Gewürzfarm muss man nicht in Enbesa erst anbauen oder kann man erst anbauen, sondern man kann über die Hacienda auch eine Gewürzfarm errichten. Achtung bitte, die Gewürze dauern dort dementsprechend länger. Das ist ein bisschen so ein Mali drauf, finde ich persönlich richtig geil. Gucken wir mal an, irgendwo hatte ich Gewürze hingestellt, schaut mal. Und eine so eine Gewürzfarm braucht halt 2 Minuten. Und das ist so ein bisschen Mali. Das heißt, man erlangt den Vorteil durch die Hacienda vom Taludas, dass man hier auch die Gewürze anbauen kann über eine Farm. Der Nachteil ist natürlich, dass er halt dementsprechend länger dauert und dass man halt dementsprechend mehr Farmen dazu aufbauen muss. Finde ich, also ich sag mal roundabout, wenn man das ganze Paket anguckt, finde ich richtig geil, dass man mehr Möglichkeiten bekommt, aber halt auch auf einiges verzichten muss. Ist wie im richtigen Leben. Ist eigentlich ganz genauso. Ne? Und hier unten ist halt die Wood Glass oder Glasswood Produktion. Das ist im Prinzip diese White Glass Produktion. Das ist auch eine kleine Mod von unserem Taludas und da hat er auch dieses Aschehaus mit eingebunden. Das ging ihm damals um die Glasproduktion mit allem drum und dran und da zählt auch das Aschehaus mit dazu, vom Holz über das Aschehaus und dann kann man mit der Pottasche und mit dem Mais, ich weiß noch nicht genau, wie das gemeint ist, kann man auf jeden Fall auch die Tortilla-Mühle, über die Tortilla-Mühle kann man die Tortillas bauen. Unser Mr. H. hat letztens in die Kommentare vor 2-3 Tagen hat er das genauso angesprochen gehabt und hat gesagt, er weiß auch noch nicht genau, für was die Pottasche da ist. Ich bin mir da auch noch nicht ganz sicher, aber vielleicht diese Tage denke ich mal dran. Und ich schaue mal unseren lieben Taludas mal an. So, die Pottasche ist ewig alle. Ja, genau. Lieber Stefan, wir schauen es uns heute mal an. Unser lieber Donald hat mich schon so ein bisschen angeteasert, was mich dann in der Karte von dem Cap Trelawney erwartet. Es sind nicht wenige Inseln, aber ich habe die Karte persönlich noch nicht gesehen. Ich habe mich noch mal berieseln lassen von so 2-3 Kommentaren von unserem lieben Donald. Dafür noch mal ganz, ganz herzlichen Dank. Und wenn ihr da alle Stricke reisen, kleine Roadmap hier, so bis 12:30, maximal um 1 heute. Okay, möchte ich vielleicht zum Schluss, wenn es irgendwie geht, mit euch zusammen und mit Linienschiffen, entschuldigt bitte, das war eine Fussel, möchte ich zusammen mit euch vielleicht, wenn wir es schaffen, mit dem Linienschiff Richtung Cap Trelawney, möchte ich die Expedition machen, wenn ihr Bock drauf habt. Ne?
Dazu ist natürlich zu sagen, dass wir uns erst einmal in der neuen Welt noch ein bisschen etablieren müssen. In der alten Welt brauchen wir dann noch ein paar Handwerker mehr. Ich weiß gar nicht, wer es von euch gesagt hat. Donald, warst du es auch? Bei 700 oder 750 Handwerker, berichtigt mich bitte. Ich bin da nie so gut in diesen Dingen. Aber gibt es, glaube ich, den Trigger, der dann sagt, Achtung, die Quest vom Archie ist freigegeben. Dann muss man ja zum Archie anfahren und der gibt dann die Quest, die König ist verschwunden. Und dann taucht, glaube ich, die Expedition auf. Ist das richtig? Wenn ich mich da noch so müde dran erinnern kann. Dann schauen wir es zumindest mal an. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Jetzt werde ich mal meinen Avatar noch ein ganz kleines bisschen nach links schieben, damit er dann 700. Okay, herzlichen Dank. So, und dann machen wir mal los. Wie gesagt, also 700 Handwerker müssen heute in jedem Falle stehen. Das hier ist die Insel, die habe ich auf jeden Fall auch Burrito Boom genannt, weil ich fand das so passend. Ich fand das irgendwie so passend. Und hier kann man eine kleine Produktion aufbauen. Hier kann man dann auch eine kleine Gemeinde aufbauen, wie ihr das gerne möchtet. Bevor es aber heute losgeht und mittlerweile sind 12 Zuschauer da, ich möchte mit euch jetzt noch ein bisschen was anders machen. Und zwar habe ich für die ersten paar Minuten etwas anders vorbereitet. Ich habe es zwar schon fertig getweakt und so weiter und so fort. Ich möchte aber euch heute mal, ich sag mal, meine Interpretation von iModio Anno zeigen. Und zwar ist es heute so, dass wir zusammen mal reingehen und wir, meine Lieben, zusammen mal die Hacienda von unserem lieben Taludas mal tweaken. Das heißt, nicht in den Assets über Notepad reingehen oder über den Editor oder so, ne, was ihr mir immer abgeraten habt und so weiter rein. Nein. Wir werden heute mal über iModio Anno zumindest reingehen. Dann werde ich euch mal einige Sachen erklären zu der Hacienda. Übrigens, das werde ich dann aufnehmen. Das wird dann so eine Folge, mal so zwischendurch, wenn ich mal eine Mod-Folge von Mittwoch nicht ganz fertig bekomme, dann kriegt er auch mal, oder die gerne nachgucken, kriegt er dann diese kleine Hacienda-Folge mal am Mittwoch zu sehen. Was machen wir da dafür? Wir drücken hier einfach mal auf Pause. Wenn das Spiel abstürzt danach, was ich ja jetzt provoziere, weil der Anno hat es nie gerne, wenn man mit vielen Modifications spielt, habe ich letztens festgestellt, und man tappt ja einfach raus. Wisst ihr, was ich meine? Das kann schon mal sein, dass das dann halt abstürzt. Seht mir es bitte nach, gibt es einen kurzen Pausenscreen und dann lade ich wieder das Spiel, wie eigentlich immer. Ne? Ganz normal. Und jetzt gehen wir mal rein, meine Lieben, und jetzt schauen wir uns einfach mal, denn das habe ich ein bisschen vorbereitet, schauen wir uns einfach mal hier iModio Anno an. Im Prinzip ist das die aktuelle Version 0,5 hier oben, ne? Version 0,5. Wir werden das hier mal schließen, weil das interessiert schon einige. Ich habe sehr viele Kommentare davon bekommen. Ich habe auch schon sehr viele PNs über unser Discord bekommen, dass ich das vielleicht mal kurz näher erläutern sollte und so weiter. Und das habe ich mir heute so ein bisschen zur Aufgabe gemacht. Und deshalb zeige ich euch das heute mal kurz. Das ist meine Interpretation. Ich glaube, die sich mit iModio Anno besser auskennen, machen das garantiert noch anders. Aber ich zeige euch heute mal meine Interpretation. Und übrigens, meine Lieben, ganz, ganz herzlichen Dank für die ganzen Likes, die ihr schon hinterlassen habt. Vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wirklich, das kommt von Herzen. Dankeschön, Dankeschön. So, ich mag dieses Tool. Ja, ich habe das Update von iModio Anno, das hat mir der liebe Taludas, hat mir das vorvorgestern hat mir das gesagt, ich soll das bitte updaten auf die Version 0.5 und dann sieht das mit iModio Anno schon ganz, ganz anders aus. Ich hatte ein Problem und zwar ließ ich die Hacienda nicht mehr tweaken. Die Hacienda ist mit die einzige Modification, die ich über iModio Anno tweake. Warum? Weil das super einfach geht. Super bequem, super einfach, macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und wenn die Modder dann noch ein ganz kleines bisschen mitdenken und hier da mit voller Mod-Unterstützung reingehen, braucht man nicht mal mehr in die Assets reingehen, wenn man so Hauptbestandteile einer Mod verändern will. Nein, man kann einfach hier in iModio Anno reingehen und kann über dieses kleine Mod-Tool, muss man sagen, wie es ist, kann man seine Modification verändern. Moment. So, denkt bitte dran, ich nehme das ab jetzt auf. Alles gut, ne? So, meine Lieben, und dann möchte ich euch iModio Anno mal zeigen. Das ist die Version 0,5 oder 0.5, wie man immer sagt. Die ist recht aktuell, die habe ich vorgestern runtergeladen, funktioniert auch einwandfrei. Wir machen es jetzt einfach mal groß. Herzlichen Dank für das Like. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Dankeschön, Dankeschön. Entschuldigt bitte, wenn gerade keine Hintergrundmusik ist. Das ist der Mitschnitt aus meinem Livestream jeden Samstag von Anno 1800. Wenn ihr da Bock habt, dann schaut auch gerne mal da rein. Und für die Leute, die nachgucken, dann werde ich etwas, ein ganz kleines bisschen das mit Musik untermalen. Wie immer halt, ne? Mit meinen Lieblingsstücken. So, jetzt gehen wir mal rein und viele, viele Leute haben mich gefragt, hey Zando, wie findest du überhaupt die Mod? Das ist ganz, ganz einfach. Ihr seht hier oben, und das ist ganz, da bin ich ganz transparent, ich habe zurzeit 153 Modifications aktiv. Davon sind insgesamt installiert 158. Ich habe insgesamt eine Modgröße von 12,3 GB.
Davon ist aber auch auszugehen, dass ich nur 2 Minuten 30 brauche, um das komplette Anno mit den ganzen Modifications zu laden. Das ist schon ziemlich schnell, ganz einfach deshalb, weil ich viele kleine Mods drin habe, eine große Mod-Collections, die sowieso in sich ein bisschen besser harmonieren, habe ich so festgestellt. Und wenn man Modifications findet, die auch zusammen sehr gut arbeiten, kann man auch die Ladezeit drastisch reduzieren. Und, liebes Fienchen, wenn man da dazu noch die Log-Datei benutzt und viele verschiedene Dateien dort rausfiltern kann, welche Errors da drauf sind und was man ganz einfach dort rauslöschen kann und ganz einfach deaktivieren kann, kann man auch, wie du dann immer schon zu sagen pflegst, sehr, sehr drastisch auch die Ladezeit reduzieren. Das muss ich immer mal hier so sagen. Ist wirklich so. Also das kann man so gar nicht, wie soll ich das sagen, das kann man am Anfang, ist das gar nicht abschätzbar, dass man von 5 Minuten Ladezeit doch tatsächlich runterkommt auf 3 Minuten oder auf 2,5. Es ist wirklich so. So, jetzt einen Moment. Leider nicht weit genug mit dem Verändern. Ja, das ist halt, es ist ein Anfang, lieber Stefan. Wenn du richtig drinne bist in diesem Modding-Thema und du weißt ganz genau, wo du was veränderst, dann würde ich niemals sagen, geh über Almo, Tyranno und so weiter, sondern du bist dann so weit, dass man dir im Prinzip schon als, nicht nur als Modder, sondern als Spieler, der die Mods wirklich nur nicht nur aktiv benutzt, sondern auch aktiv verändert, dass man dann sagen kann, du hast selbstverständlich alle freie Hand, ne, die du dir hier vorstellen kannst. Das ist kein Problem. Dann verändert die und sobald du halt merkst, dass irgendwas schief geht, kannst du ja immer wieder zurückgehen. Ne? Also ich glaube, ich sage es gerne immer wieder auch in meinen Streams, wenn ihr so viele Modifications habt, macht bitte immer ein Backup. Sobald ihr irgendeine Mod installiert oder sobald ihr irgendein Update installiert, ich kann es nur immer wieder appellieren, macht bitte von eurem Mod-Ordner immer ein Update. Das ist ganz, ganz wichtig, beziehungsweise ein Backup, kopiert euch das ganze Ding und legt es erstmal irgendwo ab. So habt ihr immer, seid ihr immer auf Nummer sicher, dass dieser Mod-Ordner immer noch funktioniert. Egal, ob da ein neues Update jetzt reingegangen ist oder nicht. Ihr habt mit diesem Mod-Ordner bis dahin gespielt, das heißt, der ist 100% safe. Wenn er den Mod-Ordner nimmt, baut den wieder in Anno rein, startet Anno, wisst ihr ganz genau, der Mod-Ordner funktioniert. Und das ist wichtig dran. Ne? Denkt bitte dran, immer mal ein Backup machen. Das wäre ganz, ganz lieb von euch. Okay, soweit dazu. Jetzt gehen wir mal rein. Normalerweise mache ich hier so 2-3 Schnitte rein. Ne? Wenn ich so in der Mod-Folge bin, dann klicke ich hier gerade mal drauf. Und dann, aber heute ist alles live. Heute probiere ich das alles mal ein bisschen anders. Hier hat man die Mod-Activation. Ihr seht hier bei Almodioano alle Mods. Und bei mir sind auch nicht alle hundertprozentig safe. Alle, die grün sind, sind alle toll. Bei den meisten, die rot sind, da fehlt manchmal irgendeine Modification. Manches wird auch nicht hundertprozentig korrekt von Almodioano erkannt. Aber Achtung, das möchte ich nicht den Moddern oder den Erfindern dieses Tools zuschreiben, sondern das ist wirklich 0,1% wird mittlerweile von Almodioano nicht mehr erkannt, sonst ist dieses Ding wirklich ausgereift. Also es macht echt Spaß, damit zu arbeiten. Jetzt gehen wir mal rein und dann ist es, Mensch, wo findest du das? Ihr seht hier auf der linken Seite 5 Reiter, das ist die Mod Activation, das ist Library. Da seht ihr zum Beispiel alle großen Mod Collections, die hier schon hinterlegt sind, die ihr einfach hier drunter installieren könnt. Ne? Ihr seht hier Spice It Up, bla bla bla, Select Archiv zu Install oder, ne, und so weiter. Da könnt ihr die Mod gleich hier runterladen, wenn ihr da Bock habt. Hier seht ihr zum Beispiel die aktuellen Downloads, hier seht ihr Tweaking und hier seht ihr die Settings. Ich sag mal, für uns ist jetzt wichtig hier Tweaking. Warum? Weil wir jetzt in Almodioano eine Mod verändern wollen. Und das ist die Hacienda. Wie findet man die? Ganz einfach, wenn ihr wisst, wie die Mod heißt, ihr müsst sie am Anfang runterladen und dann liest ihr dann immer irgendwas mit Hacienda. Und immer diese übergeordneten Worte sind immer ganz einfach, auch bei Almodioano diese Teile zu finden. Also Type to Search ist alles in Englisch gehalten, ganz normal. Aber dann gebt ihr hier ganz einfach ein Hacienda. So, jetzt habt ihr hier die Hacienda und schon seid ihr bei unserem lieben Taludas bei der Hacienda Overhaul drin. Und auf der rechten Seite seht ihr hier alle tweakbaren kleinen und großen Ordner und Dateien, die ihr hier mit Almodioano komplett ändern könnt. Das ist eine riesengroße Litanei. Ich gehe dann selbstverständlich mal ein ganz kleines bisschen durch, zeige euch das mal ein ganz kleines bisschen und so weiter und so fort. Beziehungsweise was mich dann an dieser Mod immer ganz besonders interessiert und was halt auch nicht. Ganz wichtig ist immer dran zu sagen, unser lieber Taludas hat das alles nochmal komplett aufgeschlüsselt. Der Kerl ist der absolute Brüller, also der arbeitet wirklich bis ins Detail. Grüße gehen raus, mein Lieber. Ich sag mal, der hat jeden einzelnen Reiter nochmal unten versehen. Du kannst hier oben, wenn du tweaken willst, seine Modification, dann musst du hier jeden Button erstmal einschalten. Ich zeige euch jetzt einmal anhand von von den Enable Modular Hacienda Range, zeige ich euch jetzt erstmal, wie man diese
wie man diese Modification zumindest im Radius, in diesem Kacheln, in diesem Abstand, wenn ihr mehr, wie soll ich das sagen, man baut die Hacienda hin und dann hat man ja so einen Anfangsradius. Und je nachdem, wie viel man Einwohner besitzt auf der Insel, wächst dieser Radius. Und auch diesen Radius kann man tweaken. Ganz am Anfang ist der für mich zum Beispiel sehr, sehr interessant, weil der Radius mir am Anfang, der reicht mir nie. Ich möchte am Anfang immer ein bisschen mehr spielen. Und das möchte ich euch zeigen. Wichtig ist beim Andrehen oder wenn ihr das tweaken wollt, schaltet bitte hier erstmal diese Schaltfläche an. Das ist ganz, ganz wichtig. Die ist normal so auf aus und so ist die an. Ne, ganz standardmäßig ist die hier, glaube ich, sind die hier, glaube ich, komplett alle an. Und das lasst auch bitte so. Und wenn es nicht an ist, bitte anschalten. Okay? Hallo Lutz, grüß dich, einen schönen guten Abend, macht es bequem. Wir sind gerade mal kurz bei iMod Joanno drin und ich wollte gerade mal den Lieben zeigen, beziehungsweise die immer so viele Fragen gestellt haben, gerade dazu, will ich dann halt mal kurz von iMod Joanno und der Hacienda vom Taludas zeigen, wie einfach es ist, hier so eine Mod zu tweaken. Und dann gehen wir gleich rein ins Gameplay. Ich hoffe, das Spiel ist noch nicht abgestürzt in der Zwischenzeit. Also, wir gehen mal hier rein, Enable Modular Hacienda Range. Um die ganz einfach zu finden, das guckt da einfach ein bisschen nach unten und immer diese übergeordneten Pfeile. Das sind immer seine großen Punkte, die er dann angepinnt hat. Ne? Features, hier Feature of Hacienda Overhaul, Missing Hacienda Farm. Hier zum Beispiel Modular Hacienda Fertilizer Woods. Hier könnt ihr dann, ne, mit Dünger ein bisschen arbeiten. Hier zum Beispiel hier oben könnt ihr dann die Extended Hacienda hinsetzen. Das sind im Prinzip sämtliche Rathäuser, also sämtliche Häuser, die euch Boni bieten. Ne? Also, ja, wie soll ich das sagen? Nicht nur die Rathäuser, sondern eigentlich alle Häuser außenrum gibt es auch nochmal im Hacienda-Style und die könnt ihr eigentlich auch nochmal hier, ne, komplett einbetten, könnt nochmal den Radius bestimmen und so weiter und so fort. Hier Hacienda Town Hall, Radius hier das Hacienda Guildhouse, so heißt es dann in Englisch. Hier unten könnt ihr dann zum Beispiel Modular Hacienda Range, das ist das, was ich euch gleich zeigen möchte. Hallo, grüß dich, Tombo Balin, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Tom Bombali, so meine ich das. Hier unten findet ihr dann Features of Hacienda Overhaul Modular Range. Das zeige ich euch gleich. Und ganz unten zum Beispiel möchte ich euch noch zeigen, unser lieber Taludas hat ja zum Beispiel hier Policies eingeführt. Das ist so ähnlich wie beim Palast. Das sind die verschiedenen Richtlinien. Die könnt ihr auch hier nacheinander, wenn ihr Bock habt, könnt ihr das hier auch einstellen, ne, wie ihr das wollt. Also da könnt ihr so verschiedene Stufen, verschiedene Attraktivitätsstufen oder verschiedene Attraktivitätspunkte, die ihr dann erlangt habt mit verschiedenen Stufen. Könnt ihr dann hier ganz genau einstellen, wann ja die Stufe 1 freigeschalten wird, die Stufe 2, Stufe 3. Das geht runter bis, glaube ich, das Stufe 5. Und ganz hier unten gibt es nämlich im Vanilla, gibt es das nicht, sondern das gibt es dann eigentlich nur hier. Auch die Wein, also die Hacienda, wie soll ich das sagen, der Hacienda Weinberg, nehme ich es jetzt mal, oder ne? Die Hacienda Weinfarm, die könnt ihr dann hier zum Beispiel auch noch einstellen. Zum Beispiel die Stückzeit, wie lange eine Tonne braucht, um produziert zu werden. Oder hier zum Beispiel Storage, heißt im Prinzip, wie viel die Farm lagern darf, bevor es halt von einem Marktkarren abgeholt wird und so weiter und so fort. Aber wir kommen jetzt erst einmal hier zur Hauptsache. Das sieht alles sehr, sehr kompliziert aus. Das ist wirklich ganz, ganz einfach. Wir machen jetzt Folgendes. Hier seht ihr ja, wenn ihr die Hacienda baut, das erste Mal in der neuen Welt, dann stellt ihr das Ding hin und dann habt ihr hier so einen blauen Radius außenrum. Ich möchte es nochmal kurz zeigen, bitte Spiel, stürzt nicht ab, wenn nicht, dann seht man es kurz nach und dann starte ich es nochmal neu. Ihr seht hier diesen Radius, diesen blauen Radius. Und erst am Anfang, wenn ihr die Hacienda erstmal hinstellt, ist der voll klein. Also ich glaube, der hat 15 oder 20 Kacheln einen Radius. Ich muss immer mal sagen, das ist für mich, wenn ich das volle Potenzial dieser Hacienda ausnutzen will, ist mir das viel zu wenig. Deshalb setze ich das aber so bei iMod Joanno. Ich setze immer diesen Hacienda Base Range, möchte ich euch mal kurz zeigen. Das ist der Anfangsradius, wenn er die Hacienda setzt, direkt auf dem Feld. Das ist der Base Range Radius, nicht der Durchmesser. Das ist der Radius von der Mitte der Hacienda, 55 Kacheln nach links und nach rechts, ne, hast du dann einen Durchmesser von 110 Kacheln. Das ist schon ein gewaltiger Anfangsradius, den ihr dort habt. Und es geht dann weiter, meine Lieben. Nach 300 Einwohnern, weil ich mache das am Anfang immer in 300 Schritten, erhöht sich der Radius um jeweils 20 Kacheln. Das heißt, ihr habt dann nochmal 40 Kacheln mehr. Das mache ich dann am Anfang immer bis, ich habe es mal bis 1500 geschrieben oder gab es 2000, bin ich gekommen. Immer in 300 Schritten, weil ich nie weiß, wie sich die neue Welt erstmal bei mir entwickelt. Deshalb mache ich es immer in 300 Schritten. Normalerweise sind es, glaube ich, 500 oder gar 1000 kann man auch machen. Und bei mir erweitert sich dann immer die Hacienda erstmal um 20 Kacheln.
Das ist erstmal bei mir so Standard, damit ich erstmal weiß, die Hacienda, wie groß die insgesamt wird, beziehungsweise füllt die dann auch fast die ganze Insel aus. Ich habe es gern, wenn ich mit der Hacienda spiele, dann möchte ich gerne das volle Potenzial der Hacienda auf der kompletten gesamten Insel genießen dürfen. Und da bin ich auch, ja, wie gesagt, da bin ich auch sehr eigen da dabei, weil ohne die Hacienda auf manchen Inseln mag ich dann so gar nicht spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deshalb drehe ich mir die so ein bisschen, wie ich es brauche, so ein bisschen, wie ich möchte. Kann jeder machen, wie er gerne will. Ihr könnt auch hier komplett runterdrehen. Diese Regler, ne? Jetzt gehen wir hier auf die Stufe 1. Wir können auch hier runterdrehen und dann erweitert sich nur der Radius bei einem Erreichen von 300 Einwohnern auf der Insel halt nur um eine Kachel. Das könnt ihr auch gerne machen. Na, also, wie ihr das möchtet, da könnt ihr euch ja austoben, 3 oder 5 oder 15. Ihr könnt auch direkt in die Mod reingehen. Also, es gibt ja hier nicht über iModuano, die ihr die Mod verändern könnt, sondern in den Assets drin und könnt da zum Beispiel nochmal einstellen, dass er halt diese Skala von 1 bis 50 verändern wollt. Das geht auch. Also es gibt jetzt sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber seid bitte so gut, übertreibt's nicht. Die Haciendas dürfen sich nicht überlappen. Das gefällt dem Spiel gar nicht. Da stürzt es nämlich gerne ab. Ne? Ich sage es nochmal so. Deshalb, mit viel Macht geht auch viel Verantwortung einher. Meine Lieben. Nein, Spaß beiseite, alles gut. Es ist wirklich so, seid so gut, ihr könnt jederzeit gerne mit diesen Reglern spielen, aber bitte übertreibt es nicht. Okay? 20 bei 10 Ranges ist wirklich genug. Überlegt mal, 20 mal 10 macht schon 200 Kacheln Radius. Das sind 400 Kacheln Durchmesser und das ist schon, müsste auch Manola komplett fast sein. Also davon gehe ich mal aus. Okay, das sind immer die Sachen, die ich hier ganz am Anfang immer so verändere. Für mich zumindestens, die für mich zum Beispiel ganz, ganz wichtig sind. Das habe ich ja euch gezeigt hier, ne, mit dem Dünger und so weiter und so fort. Hier gibt es zum Beispiel die Missing Hacienda Farms. Hier zum Beispiel hier oben gibt es hier zum Beispiel gibt es die Town Hall und so weiter und so fort. Das sind diese ganzen Rathäuser zum Beispiel, wie man das verändern kann. Hier zum Beispiel Hacienda Tapasco Brewery. Das ist im Prinzip eine Brauerei. Da könnt ihr festlegen, wie viel ihr Tonnage drin lagern wollt, Entschuldigung, bevor der Marktkarren kommt und das abholt, ist alles kein Problem. Das könnt ihr auch mit der Hacienda Spice Farm machen. Das ist eigentlich die Frage, die ich immer wieder von euch lese. Kann man die Zykluszeit der Hacienda Gewürzfarm reduzieren? Das habe ich euch ganz am Anfang gezeigt. Die Zykluszeit ist ja 120 Sekunden pro Tonne. Das ist ja der Nachteil davon, dass wir es über die Hacienda bauen dürfen, weil sonst müssen wir die Gewürze aus den Besa holen. Und selbstverständlich kann man das auch hier so tweaken, dass ihr hier runtergehen könnt auf 30 Sekunden pro Tonne. Selbstverständlich geht das auch. Also das ist alles kein Problem, ne? Aber ich sag mal, ich lasse es auf Standard, weil ein bisschen eine Challenge wollte ich ja auch haben. So, jetzt lese ich mal wieder in den Chat durch. Entschuldigt bitte, ich versuche wenigstens mal Step for Step so ein bisschen runter zu erklären. Es ist schade, dass der Kreativmodus nicht so gut zum Sachentesten ist. Da braucht man auch Mods, um einen realen Spiel schnell was. Ja, es gibt, es gibt bei Anno, gibt es aber zum Beispiel mittlerweile Modifications. Da kannst du dir über verschiedene Codes, kannst du dir verschiedene Materialien einfach so herholen und kannst diese Sachen zum Beispiel ausprobieren. Ja, im Kreativmodus geht nicht alles, das haben wir auch schon festgestellt. Wenn, dann auf jeden Fall. Also ich denke mal, jeder, der bis jetzt Anno 1800 gespielt hat, hat bestimmt den Spielstand irgendwo. Und wenn nicht, dann tauschst du dich mal aus oder kommst mal rein zu uns ins Discord oder so, ist alles kein Problem. Es gibt garantiert irgendeinen, der dir garantiert mal seinen Spielstand irgendwie zur Verfügung stellt, dass du da vielleicht Ingenieure hast oder Investoren oder vielleicht schon Gelehrte und dann einfach mal mit dem Spielstand weiterspielst zum Beispiel. Oder ich kann da auch meinen ältesten Vanilla-Spielstand geben, mit dem ist noch nie was passiert. Da habe ich sogar bis Gelehrte mittlerweile gebastelt. Dann gebe ich da einfach mal meinen Spielstand, wenn du Bock hast. Und dann kannst du da dort auch was ausprobieren. Da habe ich auch eine riesengroße Tonnageinsel drauf und so weiter. Also das, also ich glaube, wenn man sich da unter der Hand so ein bisschen, ich sag mal, in der Community ein bisschen austauscht, dann kommst du auch zu diesem Ziel, indem du einen Spielstand hast, wo du sehr viel Waren mittlerweile hast und dann einfach mit neuen Modifications ein bisschen was ausprobieren kannst. Das interpretiere ich dann hier in deine Aussage, ne? Lieber Topobalin. Ich denke mal schon, dass wir da auch zum Ziel kommen werden. Das auf jeden Fall. Also lass dir das gesagt sein, bis jetzt hat noch nie jemand hier irgendwie gemeckert, weil irgendjemand eine Frage hatte oder irgendwie. Und wenn es halt so drum geht, dass halt irgendeiner mal seinen alten Spielstand auspackt oder so, dann ist das auch kein Problem. Und wenn halt alle Stricke reißen, dann gebe ich da halt meinen alten. Das ist ein ganz normaler Spielstand, ganz normaler Vanilla-Spielstand. Der ist ziemlich alt, da sind schon etliche Stunden drauf und ne, auch schon viele Waren. Und da kannst du, wenn du da Bock hast, auf dem Spielstand mit neuen Modifications auch ausprobieren, wie das beliebt.
Also absolut kein Problem, ne? Also da brauchst du dich nicht schämen. Einfach ins Discord reinkommen, danach fragen. Überhaupt, das ist überhaupt im Prinzip mal eine neue Idee, vielleicht sich gegenseitig auch mal so mit Spielständen oder mit so Testspielständen oder so ein ganz kleines bisschen zu helfen. Das Thema hat man ja auch noch nicht, weil ja unser großes Thema eigentlich Modifications sind. Ne? Jetzt hab ich euch mal gezeigt, meine Lieben. Ich sag mal, es gibt hier noch viel mehr zu ändern. Es gibt alleine ein Lagerhaus über die Hacienda. Das möchte ich euch auch nochmal zeigen. Das ist der absolute Brecher, das Ding, weil das ist klein. Es ist klein und es ist klein, aber das macht unheimlich viel Spaß. Und zwar gehen wir mal rein und jetzt klicken wir mal direkt auf die Hacienda drauf, hier auf den Reiter. Und jetzt seht ihr ja hier unten sehr, sehr viele neue Knöpfe. Also das gibt es in Vanilla zum Beispiel überhaupt nicht. Und wenn er dann hier auf das Hacienda-Warenhaus draufklickt, dann ist das tatsächlich so ein kleines, niedliches Gebäude. Hier. Und stellen Sie etwas Sinnvolles Na, damit das ist an. das Hacienda-Warenhaus. Das ist im Prinzip ein Lagerhaus 2.0, möchte ich ganz klar mal behaupten. Eine Handvoll Dieses Bier. Lagerhaus 2.0 hat zwei ganz besondere Besonderheiten. Erstens ist es nicht upgradebar. Ihr könnt das Ding nur so hinstellen. Aber zweitens erhöht das die Tonnage auf der Insel um sage und schreibe 100 Tonnen. Das heißt, wenn ihr die Hacienda schon gebaut habt und ihr habt noch ein bisschen Platz und wirklich noch ein bisschen Kohle übrig, weil die Wartungskosten 250 sind nicht zu unterschätzen, ein Haus ist kein Problem. Aber 4 zum Beispiel, das geht dann schon richtig ins Geld. Das Geile ist halt dran, dass das halt schon 4 Laderampen hat. Das heißt, ihr könnt diese Warenhäuser egal wo hinstellen, Hauptsache im Einflussbereich dieser Hacienda, und ihr könnt da damit machen, was ihr wollt. Naja, das ist der absolute Hammer. Das ist unser lieber Taludas, der hat das noch hier mit eingepflegt. Probiert es, also wenn ihr schon die Modification drauf habt, dann probiert mal die ganzen Häuser aus. Ihr werdet staunen, was diese kleine Modifications alles. Alles kann, alles macht. Und das ist im Prinzip dieses Warenhaus. Das wollte ich euch noch schnell zeigen. 250, 50, 100. Merkt es euch mal, wenn ich jetzt noch mal kurz in den Pausenmodus reingehe. Und dann schauen wir mal hier bei iMotuano. Und das ist das Warehouse Loading Ramp Count. Dann habt ihr hier von 1 bis 4. Wir hatten ja gerade, hatte ich ja euch gerade gezeigt, das sind insgesamt 4 Laderampen, die uns zur Verfügung stehen. Dann haben wir die Storage-Kapazität von 100. Achtung, Achtung, ich möchte es noch ganz kurz zeigen. Moment. Ihr könnt es selber ausprobieren. Ja, das geht auch. Alles mit Vorsicht zu genießen, meine Lieben. Ich sag mal, wenn ihr da was verändern wollt, wenn ihr das tweaken wollt, übertreibt es bitte nicht. Es reicht auch völlig, wenn ihr zum Beispiel das Hacienda-Warenhaus von 100 auf 1000 hochschraubt. Als kleiner Tipp. Es ist kein Problem. Da könnt ihr euch in kürzester Zeit einen richtig schönen großen Warenpool auf die Insel holen. Na, das ist alles kein Problem. Hacienda-Warenhaus, Arbeitskräfteverteilung haben wir ja gesehen, sind 50 Arbeiterarbeitskraft. Das könnt ihr dann zum Beispiel auch nochmal könnt ihr dann auch noch mal ändern. Und hier unten könnt ihr sogar die Arbeitskraft von den verschiedenen, wie soll ich das sagen, die Arbeitskraft von den verschiedenen Bevölkerungsstrukturen nehmen. Also einmal Obreros, einmal Artistas und einmal die Jornaleros. Könnt ihr da machen, wie ihr wollt. Hier sind die ganz normal. Ich glaube, die Obreros sind hier eingetragen mit 50. Könnt ihr aber auch ändern. Ihr könnt auch hier reinschreiben 0. Ich möchte euch nur mal zeigen, dass euch das iMotuano hier wirklich freie Hand gibt. Ihr dürft euch testen, ihr dürft euch ausprobieren, habt da keine Angst. Ihr könnt hier nicht so viel kaputt machen, wie es den Anschein hat. Wenn ihr ein ganz kleines bisschen englischaffin seid, wenn nicht, benutzt den Google-Übersetzer oder kommt zu uns ins Discord und stellt halt ein paar Fragen dazu, ist alles kein Problem. Unser lieber Taludas, der Modder selbst dieser, oder ich sag mal, einer der Modder selbst von diesem kleinen Tool ist bei uns im Discord drin. Und ich denke mal, da wird schon die eine oder andere Frage hier schon da dazu mit beantworten können. Ja, also ihr braucht euch da überhaupt nicht schämen. Im Gegenteil, ich würde mich freuen da über so regen Zulauf. Und das war's, mein Lieben. Das wollte ich euch heute zeigen anhand dieser kleinen Hacienda. Ich hoffe mal, ich habe ein ganz kleines bisschen euch diese iMotuano über die Hacienda von unserem lieben Taludas mal näher bringen können. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe mal, ich konnte das live. Ich habe es versucht, genauso rüberzubringen wie immer am Mittwoch in meinen Mod-Folgen. Ne? Wenn ich noch was vergessen habe oder so, schreibt es gerne rein oder gerne in die Kommentare, wenn ihr es nachguckt oder auch gerne hier in den Chat. Na, alles kein Problem. Aber bitte nicht, während Anno noch im Hintergrund läuft. Ja, es stimmt. Wenn ihr das tweakt, Dankeschön, lieber Flatleg. Ich habe die Aufnahme auch noch nicht ausgedreht. Sehr, sehr geiler Einwand. Wenn ihr die Hacienda tweakt, macht es bitte so: schaltet Anno 1800 ab. Geht bitte in iMotuano. Dann tweakt es, wie ihr das gerne möchtet, wie ihr da Bock drauf habt. Und dann würde ich sagen, speichert es hier unten, ne? Safe, immer auf Speichern klicken. Dann steht ihr dort, Achtung,
wie soll ich das sagen, dieser Mod wurde mit dem Mod-Tool iModUAno verändert. Dann schließt ihr bitte hier den ganzen Spaß und dann geht ihr bitte erst rein ins Spiel, startet das Spiel, startet durch und dann könnt ihr hier anhand von der Hacienda zum Beispiel eure Tweaks dann sehen, was ihr verändert habt und so weiter und so fort. Ne? Also das ist alles kein Problem. Da unser Flatlex hat da wirklich recht, seid bitte so gut, dreht das Anno erst ab. Es ist nur zu eurem Besten. Vielen Dank. Sehr, sehr geil. Jetzt habe ich wieder so ein ganzes Stück erklärt, aber ich, wie gesagt, ich finde immer, dass ich euch da selbst in so einem Stream mal ein paar Informationen mal zukommen lasse, und zwar über die Kommentare, die mich da in der letzten Woche, letzten zwei, drei Wochen mal erreichen, dass ich das immer ein ganz kleines bisschen bündel und wenigstens mal ein Thema für euch ein ganz kleines bisschen auch beim Livestream am Anfang so ein bisschen abarbeite. Ne? Ich finde das schon wichtig. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Like. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön, Dankeschön. Übrigens, mittlerweile sind es auch 9 Twitch-Zuschauer. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Absoluter Wahnsinn. Übrigens, wer mich noch nicht kennt, ich bin Zanto von Zanto Spirit Gaming. Ich freue mich, dass ihr alle reinschaut und alle dabei seid. Ich weiß halt gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe Samstagabend, es sind 20 Zuschauer da. Das ist unglaublich für meinen kleinen Channel. Ich bin so ein kleiner Multistreamer. Ich stream gleichzeitig auf YouTube wie auf Twitch. Macht unheimlichen Spaß. Und ich habe mich auf Anno 1800 so ein bisschen nicht so spezialisiert, sondern ich habe mich eher auf so Mods spezialisiert. Ich stelle Mods sehr gerne vor. Ich spiele gerne, soweit es mir in meiner Macht steht, Spiele mit Modifications, auch mal Spiele ohne Modifications, aber meistens so Aufbauspiele, also Anno 1800, das, also ohne Mods mittlerweile, meine Lieben, sagt es mir oder sagt es mir nicht, also mittlerweile könnte ich mal Anno 1800 ohne Mods eigentlich nur mal vorstellen. Könnt ihr, wisst ihr noch, GU 17 oder der Übergang vom GU 16, wo diese 3-4 Tage dieser Modloader nicht ging, wisst ihr das noch? Ich schalte erstmal die Aufnahme ab. Wie gesagt, danke fürs Zugucken. So, jetzt sind wir wieder im richtigen Stream drin. Jetzt habe ich die Aufnahme mal beendet. Wisst ihr das noch? Bei der GU 16 oder GU 17, was da los war? Wie viele Kommentare wir abbekommen haben nach dem Motto, hey, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Das Anno mit Mods, das kann man nicht mehr starten. Wisst ihr das noch? Wie das war? Absoluter Hammer. Unglaublich, was ich da auch an wirklichen aggressiven, bösen Nachrichten bekommen habe. Ich habe dann mal nur ein paar vorgelesen, damals meinen Moderatoren, und die waren dann schon wirklich geschockt, was da schon damals geschrieben worden ist. Vor allen Dingen kann ich ja, beziehungsweise wir auch in unserem Discord, wir können ja so gar nichts dafür. Und wir haben probiert, diese Kommentare und dieses Zeug ein ganz kleines bisschen abzufangen. Aber ganz ehrlich, wir sind auch alles nur Menschen. Und wir können es eigentlich nur lesen und beantworten und versuchen zu beruhigen. Und ein paar Tage später hast du darüber nichts mehr gehört. Der Modloader ist gegangen, die ersten Updates für Spice It Up sind rausgekommen, Jacobs Collection und so weiter. Also kann ich mich nur noch wirklich noch dran erinnern. Und dann sind die Mods nacheinander abgedatet, kamen die Updates raus für die Mods und dann wurden die Leute nie wieder gesehen. Es ist einfach immer der Hammer. Wenn es was zu motzen gibt, dann ist man gleich da. Aber wenn es mal geht, um mal Danke zu sagen oder irgendwie, das sagen dann die wenigsten. Ist halt so. Mein Lieben, herzlichen Dank für die Likes. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wirklich, das kommt von Herzen. Dankeschön. Und wir spielen heute mal so ein ganz kleines bisschen weiter. Okay? Denkt bitte dran. Ich ermahne euch, bitte viel trinken. Auch zu der Zeit, auch wenn wir jetzt mal einen relativ kühlen Sommer vielleicht mal erwischt haben. Trotzdem viel trinken. Ganz wichtig. Nein, das heißt nicht nur, weil ihr jünger seid wie wir oder weil ihr jünger seid wie ich, dass ihr weniger trinken müsst. Im Gegenteil. Selbst als junger Kerl oder junges Mädel solltet ihr trotzdem viel trinken. Das ist ganz wichtig. Ich sage es noch immer wieder gerne, weil meine Kids, die vergessen das auch gerne. Und da bin ich Sispo. Ja, alles gut. Ja, das war GU 16. Genau, genau. Hallo Mr. H. Grüß dich. Schön, dass du reinschaust. Und schön, dass du mit dabei bist. Freut mich sehr. Freut mich riesig. Super. Dankeschön. So, bitte auch, Talu. Natürlich nicht mit Anno läuft. Ja, es stimmt. Es stimmt, es ist richtig. Und wie gesagt, ich bin auch nur ein Mensch und ich wollte es euch jetzt mal zeigen, nur noch mal ein bisschen. Aber es ist wirklich wichtig, ganz am Anfang, nicht nur das Backup erstellt von eurem Mod-Ordner, sondern wenn ihr sowas tweakt, schaltet bitte Anno aus. Es ist besser. Ja, das macht nichts. Das macht. Helge, kannst du dir vorstellen, das ist schon ein Stück her. Wir haben jetzt, was haben wir jetzt? Anfang August. Ich habe Anfang Mai unseren Ältesten, der schämt sich da wirklich dafür. Aber Achtung, unser ältestes Discord-Mitglied, vor allen Dingen das, was ich bis jetzt mitbekommen habe, die Nachricht habe ich mir auch abgespeichert, weil das glaubt ihr nicht. Unser ältestes Discord-Mitglied ist 86. 86 Jahre.
Und alleine mit 86 noch Anno zu spielen, Freude dran zu haben und sich hinzusetzen und noch versuchen, hier noch so mit ein bisschen Modding zu reisen, der hat nur Spice It Up drauf. Und er hat sich da wirklich geschämt, dass er so alt ist und Hilfe braucht. Da habe ich gesagt, hä? Was? Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Und ich hoffe mal, dass er noch da ist. Der ist schon die ganze Zeit offline. Ich gucke immer mal danach. Und ja, dann ist es halt so, wenn es irgendwas, ich hoffe mal, ihm ist nichts passiert, aber sobald er mal wieder da ist, dann würde ich auf jeden Fall, ich versuche mich da immer von der Seite an ihn mal ranzupirschen, dass er sich vielleicht auch mit seinem Alter auch mal anderen Leuten so ein bisschen öffnen sollte, weil das ist der absolute Hammer. Das ist egal, wie alt ihr seid, wir verfolgen alle ein Ziel. Anno 1800 mit Spaß, mit Freude, vor allem mit so kleinen Modifications und so weiter, das macht doch richtig Bock. Es macht doch richtig Bock, sich gegenseitig ein bisschen zu motivieren, sich gegenseitig ein bisschen aufzubauschen. Hey, was hast du für eine Mod? Was hast du für eine? Mit was spielst du? Mensch, du spielst Vanilla, schön und so weiter und so fort. Oder probier doch mal das, probier mal das. Selbst bei Vanilla gibt es teilweise noch Tipps, die andere Leute erst jetzt rausgefunden haben. Also es ist absoluter Wahnsinn, was immer noch dieses Spiel an Content bietet und was in Zukunft noch mit dem Spiel funktioniert oder was mit dem Spiel gehen wird. Alleine die New Horizons, ich sag's euch, alleine das grausam. Einfach nur grausam. Ich bin nur Speedrunner in 1800. Ja, was heißt Speedrunner? Also, selbst die genießen dann irgendwo und ganz klar ihre Daseinsberechtigung. Speedrunner heißt ja nicht, dass du halt das Spiel volles Rohr durchzündest. Vielleicht dann schon irgendwo. Aber irgendwo hast du dann auch deine Grenzen. Du kannst halt nur bis zu einer gewissen Bevölkerungsgruppe volles Rohr durchziehen, weil du musst dann umdenken. Alleine Richtung Ingenieure mit der Elektrik. Alleine das ist dann die nächste Challenge zum Umdenken. Alleine die Gelehrten über in Besa mit den Ältesten und so weiter und so fort. Dann mit dem Forschungslabor, dann und so weiter. Dann mit Luftschiffen, dann auch ein bisschen umdenken. Dann kann man die Luftschiffe ganz anders ansteuern. Dann kann man zum Beispiel das Forschungsinstitut, kann man dann zum Beispiel ganz andere Anlegestellen bauen. Nur mit speziellen Produkten, die es nur dort gibt zum Abholen. Dann über die Speicherstadt. Was macht man noch mit dieser Speicherstadt? Was kann man sich da noch erhandeln? Was kann man da verkaufen oder was kann man da wegtun und so weiter. Das ist, selbst dieses Vanilla ist so mittlerweile so super komplex geworden, aber auch so schön, dass es, egal mit wem ich mich darüber unterhalte, und es werden wirklich täglich immer mehr, egal mit wem ich da unterhalte, die fangen alle, da strahlen die Augen, da weißt du, die kommen nicht vom Fach, aber die haben so Bock auf dieses Spiel und die spielen das gern und die wollen auch deine Meinung dazu wissen. Und ich finde das echt toll, sich da hier auszutauschen, also Wahnsinn, Wahnsinn, also wirklich toll. Investoren ist unter 30 Minuten möglich. Das kann schon sein. Also ich glaube, wenn man das Hardcore betreibt, dann auf jeden Fall. Also ich denke mal schon, dass da irgendwo schon ein Weg reingeht. Das schon, auf jeden Fall. Ja. Bei 30 Minuten, wenn du weißt, wie es geht, wenn du die richtigen Items zum Beispiel hast oder wenn du dann genau weißt, über welche, zum Beispiel, wenn du einfach dann nur Stempel hast und arbeitest zum Beispiel auch gern mit den Stempeln, dass du dir über Stempeln einen Vorteil verschaffst, was heißt ein Vorteil, einen kleinen Bonus, da du ja schon wie so eine kleine nachhaltige Produktion aufbauen kannst, schon vor mehr Bevölkerung im Prinzip aufgebaut hast und so weiter und so fort, dann denke ich schon, sind Investoren in kürzerer Zeit auf jeden Fall möglich. Also das schon, auf jeden Fall, doch. Hallo 61 Elbufer, grüß dich. Weißt du, wann der Asia-Mod kommt? Nein. Es gibt sehr viele Gerüchte, es gibt super viele Gerüchte. Genau, unser Stefan sagt gerade, also die letzte Information, die ich auch gekriegt habe, sollte angeblich gegen Ende des Jahres stattfinden. Achtung, das sind nur Gerüchte. Ich sag's nochmal, bleibt da bitte ruhig. Wenn die Mod raus ist, ist sie raus. Es gibt garantiert davor wahrscheinlich eine Testphase, wo dann vielleicht mal ein paar andere Modder damit Zugriff dann haben und das bestimmt mal dementsprechend ausprobieren dürfen und so weiter und so fort. Wenn es da vielleicht irgendwann eine Seite gibt oder so, ich würde mich da auch mal sehr, sehr gerne bewerben. Auf der anderen Seite würde ich dann sagen, wenn diese Mod dann released ist und die ist draußen und wir zocken die alle, dann sind diese Gerüchte, diese Fragen, dieses Hin und Her, das ist dann alles vergessen. Wir zocken dann eine Modification, die eines DLCs, kompletter Vergleich ist. Und das ist komplett umsonst für uns Spieler gebaut. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist unglaublich. Unglaublich, was da einige Modder da kreieren mit ihren Ideen. Fantastisch. Absolut. Ich bin, wo ich damals das Video gesehen habe, ich bin immer noch da sprachlos. Was da noch auf uns zukommt. In Anno 1800. Was wir alle bis jetzt noch nicht mal denken, was da noch kommen kann. Ja.
Ja, genau, lieber Gerhard. Ja, genau, der hat eine neue Map in petto. Da hab ich einige vage Informationen drüber. Der baut gerade an einer neuen stabilen Map rum. Also das dürft ihr nicht denken, dass es so For Crowns ist oder For Manola oder wie das alles heißt oder Two Crowns oder diese kopierten 90 Grad verschiedenen gespiegelten Maps, die dann nach 3 oder 4 Stunden der Flittering-Effekt eintritt. Nee, wenn das unter Taludas macht, dann macht er das richtig. Der baut so eine richtig geile, stabile Map. Ich weiß nicht genau, was er machen will, aber so wie ich das mitgekriegt habe, ich glaube Manola in der alten Welt, kann das sein? Ich weiß es nicht genau. Also das ist von mir auch nur dumm dahergelabert, weil ich es wirklich nicht weiß. Ich glaube, ihr wisst da deutlich mehr. Ihr wisst da mehr Bescheid. Ja, das ist schön, dass ihr alles so, wisst ihr, was das Geile ist? Dass ihr das alles so rege verfolgt. Dass ihr diese Informationen, auch wenn sie ein bisschen vage sind, wirklich aufsaugt. Das ist im Prinzip besser wie jede Bildzeitung hier. Ja, wir können uns austauschen, wir können darüber diskutieren, wir können darüber offen diskutieren, wir können uns gegenseitig so ein ganz kleines bisschen hochpushen, Mensch, da freue ich mich drauf, da auch und so weiter und so fort. Ich finde das toll, ich finde das echt toll, also unglaublich, was sich hier so aufgebaut hat, ne, in der letzten Zeit, einfach nur toll. So, jetzt gehen wir auch mal weiter. Mein Lieben, unser heutiges erstes Ziel. Es sind, lieber Donald, du hast es vorhin nochmal gesagt, danke dafür, 700 Handwerker. Was machen wir für 700 Handwerker? Es entwickelt sich dafür, es gibt dann einen sogenannten Quest-Trigger. Der ist dafür da, dass wir dann bald in das Cap Trelawney reisen dürfen. Und zwar gibt es dann hier vorne beim Archie, sollte es dann hier an dem Leuchtturm eine Quest geben, die dann, glaube ich, da heißt, die Königin ist verschwunden. Mit dieser Quest heißt dann einfach, dass wir über eine Expedition in ein neues Land reisen dürfen, in eine neue Länderei. Dieses neue Land befindet sich, wenn man hier mal auf die Hauptkarte geht, befindet sich hier, ne, auf der rechten Seite, auf der östlichsten Seite mit, was es gibt. Sagen wir mal im Mittleren Osten. Das klingt jetzt auch ein bisschen schräg. Okay, auf jeden Fall östlicherseits befindet sich da das Cap Trelawney, ne? Und um da hinzukommen, brauchen wir sage und schreibe 700 Handwerker. Also gucken wir mal, dass wir uns die Handwerker irgendwie organisieren. Okay? Wir haben jetzt hier eine Arbeitskraft von 452 Handwerker. Das ist schon recht viel, wobei das eine ziemlich kleine Hut hier ist. Aber ich denke mal, 700 kriegen wir sehr, sehr schnell zusammen. 552. Braucht ihr vielleicht noch irgendwas? Wisst ihr, für was es Zeit ist? Lebensqualität. Wenn wir über die Handwerker ein Stück Lebensqualität hier reinholen. Schaut mal, Wolle. Oder über die Post. Oder hier, schaut mal, einfach nur Lehm. Die wollen einfach nur Lehm. Und da gibt es einen Handwerker zusätzlich. Schaut es euch doch mal an. Ich denke mal, da kommen wir vielleicht ziemlich schnell an diese Grenze von 700 Handwerkern, ohne dass wir irgendwas machen müssen. Also Wolle gibt es relativ schnell. Ne? Von der alten, diese benötigte Ware kann hier produziert werden, in der alten Welt. Dankeschön für das Like. Herzlichen Dank. Absolut, ihr seid verrückt. Also, ihr seid echt verrückt. Dankeschön. Noch keine Stunde gestreamt. Noch 10 Likes hier drauf. Dankeschön. Ihr seid echt irre. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, wenn die Handwerker über die Lebensqualität gehen wollen, dann würde ich am Anfang empfehlen, oder ich würde es einfach nur sagen, wir gehen auf Wolle. Warum gehen wir auf Wolle? Ganz einfach, weil sich Wolle relativ einfach produzieren lässt. Wir haben hier schon wie so eine kleine Wollmanufaktur hier rausgebaut, so ein kleines Wolllayout. Das ist das Einfachste, was es gibt. Wir könnten aber jetzt noch schauen, dass wir hier über eine Schäferei und über einen Silo zum Beispiel das noch ein bisschen reinboosten. Wenn ihr wissen wollt, wie viel wir jetzt, meine Lieblingstaste, habe ich mal auf die Y gelegt, Statistiken, ich stehe total auf die Statistiken, verbrauchen wir ja zurzeit, haben wir hier eine Versorgung von 16 Tonnen Wolle auf eine Nachfrage von 12. Das heißt, wir haben insgesamt noch 4 Tonnen Wolle frei, die wir benutzen können, um irgendwas anderes damit zu machen. Und wenn zum Beispiel in die Speicherstadt verhandeln oder handeln und erhandeln oder zum Beispiel geben wir jetzt hier unseren Handwerkern die Wolle frei. Zack. So, und jetzt sehen wir, was das bringt, dass die hier zusätzlich noch Wolle brauchen. Schaut mal, die ganzen Handwerker verbrauchen jetzt unsere Wolle und wir haben jetzt insgesamt 1 Tonne mehr als Ausgabe. Das heißt im Prinzip alles kein Problem und ich denke mal, das wird innerhalb von kürzester Zeit, wird hier dann unsere Wolle schon so ein bisschen aufsteigen, beziehungsweise werden unsere Handwerker auch schon ein kleines bisschen mehr werden. Wartet mal ab, das geht gleich los. Ne? Es dauert ein Stück, ehe sich das aufgebauscht hat und dann wären wir erstmal bei der Wolle. Jetzt muss ich mal die Musik ein bisschen lauter machen. Ich mag die unheimlich. Die Anno 1800, die ist so passend. Ist unglaublich. Als nächstes gehen wir mal rein in den Lehm. Warum Lehm? Weil der ganz einfach hier herzustellen ist. Es ist hier einfach über die oberflächlichen
Rohstoffvorkommen kann man sich ja ganz einfach Lehm, kann man sich ja ganz einfach Lehm holen. Ne? Einfach Ziegelsteine, die Lehmgrube rein. Der eine oder andere wird jetzt sagen, aber Zando, du hast doch in Taludas seine Flussbaumod drin. Dann kannst du doch hier auch so ein Teil nochmal einbauen und kannst dir sagen, alles klar, machen wir noch eine Lehmschöpferei und holen dort unser Lehm. Ne? Alles kein Problem. Hier gehen wir mal rein. Sie, was das Beste ist. So, ne, da haben wir hier Lehm. Schaut mal, das ist sowieso voll, unser Lager. Und wir könnten dann zum Beispiel hier unten, könnten wir dann gleich auch das Lehm abholen und ein schönes Lagerhaus daneben gestellt. Und schon geht das hier los. Ne? Dann machen wir es so, dann geben wir jetzt den Handwerkern, geben wir jetzt Sie auch als nächstes Einfluss gewonnen. Das Lehm frei. Ganz einfach. Jetzt gucken wir mal. Schaut mal, und schon wächst unsere Bevölkerung. 555, 556, 547. Der ein oder andere wird jetzt sagen, Zando, das geht viel schneller. Du weißt, dass es schneller geht. Ich weiß, dass es schneller geht. Ne? Ja, es geht schneller. Klar, ich wollte es euch halt nur mal zeigen, weil der ein oder andere spielt mittlerweile gar nicht mehr da damit mit der Lebensqualität. Obwohl sie es irgendwann mal eingeführt haben. Ich habe schon nur böse Worte drüber gehört, über Lebensqualität. Aber es macht, also mir persönlich macht es immer mal Spaß, dort reinzuhauen. Ne? So, die KI-Schiffswerft ist jetzt zum Bau verfügbar. Das ist eine Modification, die nur bei der Spice It Up exklusiv verfügbar ist. Unter dem Kragen. Da kann man tatsächlich über eine KI-Schiffswerft neue Gegner auf die Karte holen. Es ist tatsächlich so. Der das alles nicht weiß, beziehungsweise der erst mit Modding angefangen hat, der würde sagen, hä, wie neue Gegner? Es ist wirklich so. Baut diese Werft raus. Und dann könnt ihr euch auswählen, welche Gegner ihr zusätzlich bei euch auf die Karte holt. Das machen wir jetzt mal nicht. Ich weiß aber, dass diese Option, ne, das ist auf jeden Fall verfügbar. Ich weiß gerade gar nicht, zum Beispiel wo. Ich glaube hier irgendwo in den Häfen muss das irgendwo gewesen sein. Hier, Leuchtturm, hier, ne? KI-Schiffswerft. Produziert Schiffe für diplomatische Partner, die diesen erlauben, sich im Sektor anzusiedeln. Und die machen das genauso wie ein richtiger Gegner. Die siedeln sich an, treiben Handel. Dann können wir mit denen Frieden schließen oder wir können gegen die in den Krieg ziehen. Das ist ganz genau wie ein richtiger Gegner anzusehen. Ne? So könnt ihr immer ein ganz kleines bisschen eine Challenge. So könnt ihr euch immer zum Beispiel neu erfinden, neu ausprobieren und so weiter und so fort. So, jetzt gehen wir mal rein in die Diplomatie. Oh, im Krieg. Guckt mal. Lieber Jean Lafontaine, hier haben wir ja noch einen Waffenstillstand für 1,17. Du auch noch. Dürfen dir vielleicht ein Geschenk anbieten. Gib es einfach her. Okay, vielen Dank. Danke, liebe Anne. Wir haben ja ein Ziel. Ich sehe, Sie haben verstanden. Wir wollen ja unser Bier andrehen. Handelsrechte unmöglich. Schaut mal, warum unmögliche Handelsrechte? Nicht Angriffspakt. Ja, wir haben Frieden. Brauchen wir nicht Angriffspakt. Einschmeicheln, leichter heute Geschenk anbieten für 55.000, aber nahezu sicher. Vielleicht gebe ich gleich den Straßenkindern ihren Anteil. Dankeschön, liebe Barry. Wirklich herzlichen Dank. Dankeschön. So, und jetzt haben wir 786. Und jetzt ist die Quest freigeschaltet. Jetzt bin ich mal gespannt. Schaut mal. Jetzt haben wir endlich Zugriff auf Linienschiffe. Lieber Stefan, es geht jetzt langsam los. Ich habe ja extra nochmal eine Kanonenmanufaktur extra gebaut. Und jetzt mit den Linienschiffen werden wir auf jeden Fall hoch ins Kap Trelawney fahren, beziehungsweise in den Osten rein. Wir werden versuchen, eine Expedition zu starten. Dafür müssen wir erstmal zum Archie an den Hafen. Und ich würde dann auch sagen, dass wir uns 2-3 Schiffe danach hier postieren. Direkt hier unten vielleicht. Und dass man, wenn wir die Karte erkundet haben, gleich ins Kap Trelawney hinterherfahren. Okay? Ganz wichtig. Ja. Und schon kann man weniger Schiffe bauen. Wie sind die? Selbstverständlich, lieber Stefan. Ja, genau. Im Singleplayer kann man bis hier Vollgas gehen. Also da kann man richtig reinholen. Ich spiele normalerweise mit normaler Spielgeschwindigkeit. Einige, das ist super. Also, ihr habt es ja gerade gelesen. Also die wirklich so Speedrunner sind oder so, die hauen ja richtig rein. Ich denke mal, die werden hier die doppelte oder dreifache Geschwindigkeit annehmen. Rekordbauer zum Beispiel, bei denen habe ich gelernt, Rekordbauer haben dann genau diese Geschwindigkeit. Weil die Karte so voll ist, voll irgendwelchen Routen, voll irgendwelchen Schiffen, Luftschiffen und so weiter und so fort, dass die da völlig den Überblick verlieren würden, wenn die da mit normaler oder mit doppelter Geschwindigkeit spielen. Es ist wirklich so. Unglaublich. So, hier haben wir das Bergungsschiff, das brauchen wir erstmal nicht. Okay, ein paar Ziegel nehmen wir gerne mit. Und wir, meine Lieben, wir bauen hier erstmal unser erstes Linienschiff. Ganz wichtig. Ich glaube, jetzt sogar ist die Möglichkeit da, dass unser Archie auch Linienschiffe anbietet. Oder war das die Isabel?
Also irgendeiner von denen bietet jetzt uns auch diese Linienschiffe an. Na, übrigens, unser Stefan hat das letzte schon gesagt, wenn ihr hier diese Slots, also Archie bietet euch ja immer Schiffe an, und wenn ihr diese Slots wieder frei machen wollt, sodass ihr im Prinzip wieder andere Schiffe hier zur Verfügung habt, die ihr kaufen könnt, kauft euch einfach dieses Schiff. Das ist von großer Bedeutung. Moment, kauft euch einfach dieses Schiff, fahrt bitte hier an das Konto direkt ran oder so nah wie möglich ran und verklingelt das Ding dann gleich einfach wieder. Na, verkauft es dann einfach wieder und dann habt ihr hier eure Einflusspunkte wieder reingeholt und ich glaube die Hälfte von der Kohle. Und diese Slots sind wieder frei. Das ist das Wichtigste von allen. Diese Slots sind wieder frei. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Gehen wir mal runter zu Isabel. Die ist ja echt weit ab vom Schuss, ne? Unglaublich. Aber die hat mal wieder eine Quest. Das war mir klar. Die Bewegung braucht neue Helden. Was ist denn ein Röster? Das ist nicht mal für die Kaffeerösterei. Ist der neu? 6-7, eine Abholaufgabe für 6.700. Isabel. Hä? Komm jetzt nicht. So, dann gehen wir mal hierher. Was hast denn du, George? Was hast denn du auf dem Herzen? Wenn sie nichts ändern, macht es kein anderer. Boah. Ein hydraulischer Kran für alle Schiffswerften. Eine Lieferaufgabe. Was möchtest du denn haben? Gehen Sie. Beweisen Sie sich. 10 Tonnen Baumwolle und 14 Tonnen Schnaps. Also das könnte man in jedem Falle organisieren. Baumwolle und Schnaps. Haben wir hier irgendwo noch Schnaps auf Lager? Ich glaube, irgendwo hat man Schnaps. Ach ja, mittlerweile können wir ja auch suchen. Moment. Ne, hier haben wir keinen Schnaps am Start. Sehr schade. Das ist aber kein Problem. Ich glaube, hier oben ist auch keiner drin. Ne, schade. Na, dann macht doch nichts. Dann holen wir den ganz einfach aus der alten Welt. Und schippern den mal schnell runter in die neue. Das ist kein Thema. Schnappen wir uns hier so ein Kanonenboot. Machen das Ding voll. Ab, runter, neue Welt. Ja, Burrito Boom oder nee, komm, Santo Domingo. So, dann darfst du schon mal losschippern. Dann hätten wir etwas Schnaps unten und dann besorgen wir uns mit Schnaps und mit Wolle. Machen wir dann die Quest fertig. Ich hoffe mal, wir denken noch dran. Beziehungsweise ich vergesse das immer. Ich bin da so ein... gut. Bereit für den Einsatz. Was brauchst du an Wolle? Der barmherzige Samariter. Gehe ich gerne mit dem Titel mit. Danke. 10er Baumwolle. 10 Tonnen Baumwolle. Gucken wir mal. Ja, Baumwolle. Haben wir die Fruchtbarkeit hier am Start? Haben wir eben nicht. Aber das ist die Hacienda. Vielleicht haben wir Glück. Vorsicht, Reffe. Mach dir deine protzigen Schuhe. Vielleicht haben wir Glück, weil mit der Hacienda können wir ja diese Fruchtbarkeiten hier können wir ja umgehen. Das ist ja das Positive hier dran. Und guck mal, eine Minute Verarbeitungszeit. Wenn wir da hier 3 solche Dinger hierher bauen, dann haben wir das super schnell produziert. Wichtig ist, dass wir halt mit denen im Einflussbereich der Hacienda drin bleiben. Was anders will die Hacienda gar nicht. Ja, ganz einfach. Hallo Kai, ich grüße dich. Einen schönen guten Abend. Mach das bequem. Freut mich, dass du da bist. Freut mich, dass du reinschaust. Ja, ich bin hier voll drin. Entschuldigt bitte. Archibald betet. Das habe ich gemeint, lieber Stefan. Das habe ich gemeint, dass der mit den freien Schiffslots dann einen irgendwann auch tatsächlich diese Linienschiffe anbietet. Und wenn man auch die Möglichkeit hat, diese verbesserten königlichen Dinger zu bauen, dann hat er auch die Möglichkeit, diese verbesserten Schiffe anzubieten. Das ist ja richtig der Hammer, ne? Da kann man nicht nur diese normalen Linienschiffe kaufen, sondern auch diese anderen, diese verbesserten königlichen Linienschiffe, wie auch immer das hieß. Den hydraulischen Kran, ja, machen wir auf jeden Fall. Die Quest möchte ich gerne machen. Nee, lieber Lutz, Schnaps ist noch nicht da. Du weißt doch, das kommt erst. Im Laufe der Zeit holen wir uns dann den Schnaps auch ran. Gut Ding braucht Weile. Wir wissen sowieso, dass die in der neuen Welt, die haben ja Durst wie die Hölle. Also die vernichten ja rum. Das ist ja wie Brot. Und Schnaps, da haben sie jetzt auch mittlerweile Durst. Ne? Also wenn man hier mal über die Hacienda geht, dann wollen die hier auch Schnaps. Ne? Wenn man jetzt noch in die Lebensqualität reingeht, dann wollen die auch, die wollen dann halt auch schon Klamotten haben, ne? Und so weiter und so fort. Und das sind hier nur die Jornaleros. In die Zufriedenheit rein und rum. Ja, genau das ist es. Genau das ist es. Aber gut, so soll es sein. Königliche Galeone, genau.
Man braucht 4 bis 5 Items. Und ja, das hast du letztes Mal schon erzählt. Genau, dann kann man so verschiedene Items kann man sich dann kaufen oder erwirtschaften oder questen oder so. Und dann kann man sich einfach dort die, dann kann man sich dort einfach, ich glaube, die über die Werft die Schiffe bauen. Die kosten dann kein Geld mehr, sondern die kosten dann eigentlich nur noch die Baustoffe oder nur noch die Materialien. Ist so ein ziemlich geiler kleiner Bonus, kann man sich einen Haufen Geld sparen. Gerade am Anfang vom Spiel macht sich das schon bemerkbar. Gerade wenn man hier, wie wir zum Beispiel, das erste Mal auf dem Schwierigkeitsgrad Silber unterwegs sind, ist schon nett ohne. Ne? Gerade mit der Bilanz, die wir wirklich ganz, ganz weit runter gemacht haben und auch mit den Einflusspunkten, die nicht mehr so üppig ausfallen wie im normalen oder im einfachen Schwierigkeitsgrad. Okay. Man will ja nicht meckern. Wir wollten es ja so. Also, 10 Tonnen Baumwolle. Schaut mal, 7 haben wir schon rausgebaut. Ist kein Problem. Übrigens sind sich auch ganz, ganz viele Leute einig. Online-Status nicht verfügbar. Ist nur nicht verfügbar, weil man zu viele Mods auf seinem... weil man mit zu vielen Mods spielt. Wenn man einige Mods rauslöscht oder zum Beispiel mit der Spice It Up nur spielt, ist das schon möglich, auch im Multiplayer wieder mit Mods zu spielen. Man darf halt nicht zu viele installiert haben. Das wurde letztens wieder in den Kommentaren ganz klar oder wurde im Prinzip klar gemacht, weil das tatsächlich so ist. Irgendwie ist da noch, entweder ist das noch ein kleiner Bug oder irgendwie, es gibt zurzeit nur ein gewisses Kontingent, was man über Modding ins Multiplayer mitnehmen darf. Es weiß keiner warum, das liegt wahrscheinlich wirklich am Ubisoft dran, aber die arbeiten ja zurzeit an einer Lösung, beziehungsweise habt ihr das ja bestimmt schon alle mitgekriegt, gestern und heute. Die haben dann auch mit einer anderen Modding-Seite zusammengearbeitet und werden dann auch demnächst eine dritte Mod-Seite rausbringen. Ich bin mal gespannt, wie das ankommt bei der Mod-Community. Bin ich echt mal gespannt. Da freue ich mich auch drauf, mal wieder da was komplett Neues zu sehen. So, es mangelt an Arbeitskraft. Warum denn? Ach, weil ja die Schiffe, genau, die Schiffe, wenn die gebaut werden. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, ja, alles kein Problem. Dann gehen wir mal hier komplett rein und dann sehen wir mal zu, dass wir ein ganz kleines bisschen Arbeiterarbeitskraft wieder ranholen, oder? Was meint ihr? So, ist doch okay, oder? Ist doch okay. Ja, das neue Lebenssymbol hier. Also dieses neue Lebenssymbol hier, ja, das, was heißt neu? Das sieht halt nur ein bisschen anders aus. Das kommt auch durch den Taludas seine Mod. Ja, das kommt auch durch die, ich glaube, Mindslot Unification. Ich glaube, das ist diese Modification, die Mindslot Unification. Die zeigt ja im Prinzip dann hier an, oberflächliche Rohstoffvorkommen. Dann steht nicht mehr dort explizit Lehm, sondern auch zum Beispiel bei den Rohstoffvorkommen, die es an den Bergen gibt. Da steht zwar vielleicht noch dran, dass es Vereisen gibt oder dass es halt das Eisensymbol ist, aber man kann auf dieser Mine jedwede Mine bauen, die man selber gerne möchte und die man freigeschalten hat. Also wenn du da drauf eine Kupfermine installieren willst, dann kannst du da drauf eine Kupfermine bauen. Das ist alles kein Problem. Das stellt er die Mod ein bisschen so in Aussicht. Da kannst du dann machen, was du willst. Ja, also da musst du keine Eisenmine mehr reinsetzen, als Beispiel. Ja, gut. Jetzt werden wir mal hier warten, bis hier das Linienschiff frei ist. Und dann werden wir mal reingehen in die Expedition und dann schauen wir uns das mal ganz in Ruhe an. Hier haben wir im Prinzip noch ins Land der Löwen. Das wollten wir auch noch zusammen fertig spielen. Die ganze Questreihe fertig machen für Waha Descher. Wenn ich mich daran erinnern kann, haben wir das schon gemacht. Für den Ketema müssen wir es noch machen. Fische müssen darauf achten, mit für den Ketema müssen wir es noch machen, beziehungsweise für den Archie. Und wir müssen es noch unten für die Piraten machen, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt. Ne? Für Waha Descher haben wir den Spaß schon komplett durchgezockt. Mit allem drum und dran. Es gibt übrigens eine Mod, da braucht ihr keine Quest mehr in Enbesa zu spielen. Es gibt jetzt eine Modification, die habe ich letztens gelesen. Es gibt eine Modification für Enbesa, da ist alles komplett zu Ende. Da ist alles komplett ausgebaut und ihr habt von den Quests und von der Story in dem Besa, die ja eigentlich sehr, sehr schön geschrieben ist, habt ihr die absolut besten Gegenstände schon bei euch im Inventar drin. Ne? In der Hauptinsel, genau in der Mitte. Beim Ungeke-Thema. Da gibt es auch mittlerweile schon eine Modification dafür. So, und jetzt gucken wir mal kurz bei den Gegnern vorbei. Warum? Weil ich euch zeigen will, dass die nach wie vor, schaut mal, die bauen wie die Wilden. Guck mal hier, ne? Ingenieurshäuser sind schon rausgebaut. Ich warte nur drauf, bis der hier wirklich die ersten Schlachtschiffe präsentiert, unser George. George hat ja so ein übles Schicksal, der hat ja seinen Papa verloren bei so einem ich zeige in der Mine. Ihnen meine Wertschätzung. Und wie es aussieht, hat er halt immer nur noch eine Segelschiffswerft. Und schaut euch mir bitte an, was der hier an Apparaten dort stehen hat, an Kanonen. Aber der hat nur hier unten besetzt, ne? So wie es aussieht. Gucken wir mal hier rein.
Eine Quarzgrube ist am Start. Schon zwei, sehr, sehr viele kleine und große. Eine Hafenmeisterei, schön. Da boostet er so ein bisschen seine Gebäude durch. Und hier, ja, das ist so ein ganz kleines bisschen. Ja, also ich baue ja manchmal auf, ja war, aber das sieht ja auch lustig aus, was der hier manchmal so aufbaut. Hier gibt es dann Kohleminen, hat er hier am Start. Also die Insel ist hier noch nicht so weit ausgebaut. Und ich denke, die hier unten, wie unser lieber Donald immer zu sagen pflegt, aus strategischen Gründen hat er genau diese Insel hier besetzt. Denke ich mal, wirklich, um hier nur etwas Präsenz zu zeigen. Und schaut mal, was der hier alles hingebastelt hat, ne, an Minen. Also unglaublich, ein kleines Dörfchen rausgebaut und mit der Arbeitskraft von den normalen Bauern und von den Arbeitern hat er dann hier die Minen und so weiter gebastelt. Hier oben sind, glaube ich, nochmal Jagdhütten drauf. Sehr geil. Das ist George. Er hat ja mal richtig rausgehauen, ne? Also unsere Prinzessin Quing, die ist eher noch so ein bisschen im Hintertreffen hier. Und auch unsere Barry hat schon drei Inseln relativ groß besetzt. Hier oben, das ist ihre Hauptinsel. Und die hat auch schon Ingenieure. Schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Also man merkt auch, die Modifications insgesamt, auch die 12,3 GB, funktionieren wirklich in sich harmonisch. Zum Glück. Da habe ich echt lange gebraucht, ich das rausgefunden habe, welche Modifications das sind, die hier dafür sorgen, dass zum Beispiel die Gegner nicht mehr weiterbauen. Ja, das war echt krass. Bei dieser Embesa-Mod stürzt bei mir das Spiel ab. Ah, okay. Keine Mordermeier, nur noch Einflusspunkte. Okay. Ah. Da kann man schon reinschauen. Das sieht recht gut aus. Gerhard, wie heißt die? Mod.io Mod Browser. Okay. Ja, genau. Die wird ja schon released. Da kann man schon reinschauen und sich seine Mods oder so, je nachdem, welche Mods dort eingepflegt schon sind, favorisieren. Und sobald die Seite online geht oder so richtig an den Start, kann man sich dort auch schon seine Mods reservieren und auch an dem Tag, wo es losgeht, schon runterladen. Mit allem drum und dran. Das geht schon, ja. Stimmt. Wenn er's drauf hat in Besa Trader. Elbufer, hast du in der Speicherstadt. Hast du die Speicherstadt gemoddet? Wenn ich dich mal so blöd fragen darf. Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. So, wie sieht's jetzt aus hier? So, das Ding ist gleich durch. Jawohl. Okay, dann sind wir so gut wie es geht gleich fertig. Dann fahren wir hoch und werden hier oben dann dementsprechend das Schiff ausstatten. In der Zwischenzeit würde ich Folgendes machen. Wir nehmen unser Flaggschiff und fahren mal zum Archie und holen uns zumindest mal die Quest. Hier gibt es wieder nur so eine Fregatte. Willst du mich veräppeln, Archie? Na gut. So, dann mal ab in die neue Welt. Sind wir hier schon? Hier kommt's. Schaut mal. Also, Lutz. Schnabel ist am Start, 100 Tonnen, damit kommen sie mal ein Stück aus, oder? Was meinst du? Also die nächsten Minuten sind sie zumindest mal glücklich, da können sie mal so eine richtige Sause machen, nehme ich mal an. Hier haben wir 36 Tonnen, das passt, 10 und wir brauchen 14 Tonnen Schnaps und die restlichen paar 80 Tonnen, die tun wir hier einfach Santo Domingo zur Verfügung stellen, oder? Was meint ihr? Da dürfen unsere Bewohner jetzt mal richtig Party machen, richtig reingehen. Und da können sie mal richtig einen drauf machen. Schaut mal, 8 Journaleros gibt es da dazu pro Gebäude. Und nochmal 9 Münzen. Das macht schon was aus. Das macht schon was aus. Gut, hier unten haben wir so ein bisschen Mist gemacht. Das müssen wir mal stoppen. Wir sind dann mal à la sombra. Genau, ihr seid mal Pause machen. Macht mal Mittag, seid so gut. Und wir müssten hier unbedingt mal noch eine Hacienda-Gewürzfarm anlegen. Reicht da eine Kleinigkeit? Ich habe wirklich eine Kleinigkeit vergessen. Und zwar ist es so, die Hacienda braucht ja 2 Minuten, um zu produzieren. Das habe ich euch vorhin gezeigt beim Zwiegen bei Almo Giovanno. Aber diese Chili-Soßen-Fabrik braucht nur 1 Minute. Das heißt, pro Chili-Soßen-Fabrik brauchen wir ja 2 Farmen, um die optimal auszulassen. Ich habe es beim letzten Mal, habe ich es falsch rum interpretiert. Neue Ziele? Ja, neue Ziele haben wir. Wir sind nämlich hier gleich da. Hört mal, hier fahren wir noch lang. Und da sind wir schon da. So, jetzt gucken wir mal, was hat denn diese kleine Insel hier noch zu bieten? Zum Beispiel hier sehr viel Öl. 8 ganze Ölvorkommen auf der Westseite, sehr schön. Das ist von großer Bedeutung. Ja, das machen wir gleich. All die sagenhaften Länder existieren. Sie ist da, mein Lieben, sie ist da. Wir dürfen sie angehen. Mein Lieben, seid ihr dabei bei der Expedition. Wer neu zuguckt, dem macht's gar nichts, erkläre ich kurz. Bei den Expeditionen kann ich noch enger mit euch zusammenarbeiten, weil wir treffen zusammen bei den Expeditionen die Entscheidung. Es gibt immer verschiedene Auswahlmöglichkeiten, die während einer Expedition getroffen werden können. Und bei uns ist es immer so, wir gehen rein, lesen uns die Story kurz durch
Und ihr dürft dann anhand eures Auswahlverfahrens, im Prinzip eurer Antworten, 1, 2 oder 3 ist es meistens, dürft ihr dann entscheiden, oder beziehungsweise stimmen wir dann demokratisch zum Schluss ab, welche Antwort wir hier dann nehmen. Es gab schon Antworten, die das sind wirklich größtenteils den Bach runtergegangen, wenn ihr euch an den letzten Stream erinnern könnt. Wisst ihr noch? Aber es gab auch Antworten, die haben uns wirklich schon richtig geilen Loot beschert. Muss ich auch dazu sagen. Manchmal muss man einfach an. Herzlichen Dank für das Like. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön, Dankeschön. Genau, liebe Perry, du hast recht. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt kann ich nochmal zurückgehen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Das ist gut. Hier haben wir unser erstes großes Linienschiff. Schaut mal. Oh, das ist ein mächtiges Teil. Und heißt Korallkette. Gut, dann fahren wir mal hoch. So, okay. Habe ich gerade nochmal refreshed. Entschuldigt bitte. Oh, das ist aber nicht schön. Also, meine Lieben, wenn ihr schon ein Dislike da lasst, dann sagt bitte dann wenigstens auch, was ich falsch gemacht habe. Das wäre ganz, ganz nett von euch, weil wenn ich so ein Dislike schon bekomme, was in so einem Livestream relativ selten der Fall ist, dann sagt mir bitte, was ich falsch gemacht habe. Ne? Oder was ich nicht erklärt habe oder so, weil, ja, wie gesagt, ich versuche wirklich die Informationen, die ich bekommen habe, beziehungsweise die ich mir selber angeeignet habe, euch so ein bisschen mitzugeben. Und wenn ich so ein Dislike bekomme, dann weiß ich meistens nicht, wie ich darauf antworten soll, weil meistens da kein Kommentar dazu geschrieben wird. Dann sagt mir bitte, was ich falsch gemacht habe, und das ist alles kein Problem. Na, das ist immer noch freiwillig zum Zugucken, zum Dabeisein, zum Mitmachen. Ich zwinge da niemanden dazu. Also lasst uns diskutieren. Es ist kein Problem. Na, ist wirklich kein Problem. Dankeschön. So. Okay. Jetzt warten wir mal noch auf das Linienschiff, meine Lieben. Dankeschön für die Likes. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Das ist nur mal eine ganz... Entschuldigt bitte. Das ist wirklich nur mal eine Ausnahme. Normalerweise ist das hier überhaupt nicht so. Ihr soll auch keinen animieren, hier einfach das Däumchen zu klicken, nur wenn es euch gefällt. Und wenn ihr euch ein bisschen abgeholt fühlt und euch gut unterhalten fühlt, dann auch gerne ein Like dalassen. Das ist alles kein Problem. Das ist wie im richtigen Leben. Ja? Wenn ihr euch gut unterhalten fühlt oder so, dann sagt ihr auch, Mensch, das hast du geil gemacht oder so. Aber wie gesagt, wenn ihr schon ein Dislike dalasst, dann ist es auch bei mir so. Ich versuche mich auch da weiterzuentwickeln und zu wachsen. Und das ist auch bei jedem von euch so. Wenn ihr auf Arbeit mal so einen kleinen Anraunzer kriegt, dann ist das mies. Sondern wenn der Chef dann da auf euch zukommt und dann sagt, hey, pass auf, das und das kannst du besser machen, ist es immer besser, wenn er Feedback bekommt und am Anfang mal einen Anraunzer, wie wenn er euch dann halt komplett im Regen stehen lässt. Und so ist es im YouTube oder beim Streaming halt ganz genauso. Ne? Ich glaube, das ist jedem von euch auch bewusst. Zumindest fast jeden. So. Okay. Jetzt warten wir mal, jetzt kommt ihr unser... So, jetzt geht's los, mein Lieben. Seid ihr soweit. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Finch. Ja, jawohl. King's Grove war einer der Modifications, die ich leider löschen musste. King's Grove ist tatsächlich eine Multiplayer-Map. Das steht auch explizit nochmal ganz, ganz unten in der Beschreibung drin. Wer von euch King's Grove installiert, der absolute Hammer. Der Modder hat Folgendes geschrieben. Kann ich euch auswendig aufsagen. Ihr installiert King's Grove, fahrt in diese Insel, und macht es bitte so, dass alle, die den Multiplayer spielen, dieses King's Grove installiert haben. Und dann sollt ihr bitte danach dieses King's Grove wieder deinstallieren. Anscheinend wäre das so, dass die Map trotzdem vorhanden bleibt, aber so, dass ihr die Map ganz normal benutzen dürft oder ganz normal benutzen könnt. Ihr sollt bitte keine KI mit über diese Insel jagen, beziehungsweise über diese Länderei jagen, weil das kann immer Probleme geben. Und es gibt tatsächlich Probleme. Die KI baut einfach nicht weiter. Es ist unglaublich. Na, es ist so. Es ist wirklich so. Das kann ich euch auch noch mitgeben. Ich habe es letztes Mal wirklich, vor 2 oder 3 Wochen habe ich hier meine Mods aussortiert. Da war, glaube ich, das liebe Fienchen dabei. Unser Donald war dabei und noch einige andere. Und das habe ich auch so ein bisschen niedergeschrieben bei uns im Discord. Da könnt ihr auch jederzeit reingucken, bei uns in die Anno-Mod-Ecke rein. Und da habe ich dann immer reingeschrieben, welche Kandidaten ich aussortieren musste. Wirklich weinenden Herzens, und da war auch die große Multiplayer-Map King's Grove mit dabei, weil die hat schon einiges an, nee, Schaden nicht verursacht, sondern die Map hat tatsächlich einiges verursacht, was ich nicht wollte. Zum Beispiel, dass die KI weiterbaut. Die KI hat durch diese Map nicht weitergebaut. Es ist tatsächlich so. Ja.
Nee, wir erleben zusammen einen wunderbaren Stream. Ich lasse mich da überhaupt nicht ärgern, aber wenn schon sowas verteilt wird, dann möchte ich trotzdem dann sagen. Ist ja kein Problem, ich gucke da während des Streams dann immer mal rein. Ich möchte mich ja ganz herzlich bei euch immer bedanken für die Unterstützung. Also gucke ich dann auch mal rein, wenn man halt ein Dislike hinterlassen worden ist, was halt mal der Fall ist, dann ist es so. Und dann diskutiere ich da auch offen drüber und spreche das auch an. Eine andere Möglichkeit habe ich das sowieso nicht. Ne? Weil meistens die dann halt mal auf Dislike klicken, dann ist entweder ein Versehen oder die hauen dann gleich wieder ab. Und das ist halt ganz traurig. Aber es ist halt so. Okay, das seit heute Morgen. Ach was. Dankeschön, lieber Donald. Kingsgrove kann, wenn die KI beim Handwerker ist, dazu geschaltet werden. Okay, da habe ich gleich mal eine Frage dazu, lieber Donald. Da müssen aber, wenn du mit drei Gegnern zum Beispiel spielst, müssen drei Gegner dann komplett bei den Handwerkern sein. Davon gehe ich jetzt mal aus, richtig? Und die nächste Frage wäre, was da dazu kommen würde. Wenn du jetzt bei der Spice It Up mit der KI-Werft spielst und du kreierst dir einen neuen Gegner, der sich einfach hier rausfahren darf, der sich ansiedeln darf und so weiter und so fort, musst du da zwischendurch die Map auch wieder rausnehmen? Das wären so Fragen, die ich dann so hätte, also die mir jetzt einfach so einfallen, die mir dann einfach so rausgeploppt kommen. Die würde ich, also das wäre mein brennendes Interesse, ne? Nee. Ich glaube, das ging es auch drauf, ja. Nein! Nein, ich komme da gar nicht mehr hinterher beim Lesen. Fleddy, niemals. Würde ich niemals machen. Ich habe Modifications aussortiert. Vier Stück. Es waren vier Stück zum Schluss. Und ihr zwei wart nicht dabei. Niemals. 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 Und bei mir baut die KI. Okay. Ich habe diese Map installiert und bei mir baut die KI. Nee, ich hab's runter. Entschuldigung. Ich hab's runtergenommen, Fienchen. Helge, das. Wie soll ich denn das sagen? Überleg mal, du kommst hier rein, hast einen schlechten Tag gehabt, guckst du einen Streamer zu, der auch noch ein bisschen was erklärt, der kein Gameplay zeigt, sondern wirklich mal 20, 25 Minuten was erklärt, was eigentlich wirklich trockener Theoriestoff ist. Und dann passiert das halt mal. Dann ist es halt so, lieber Helge. Ist egal, das sind wirklich Einzelfälle, da lasse ich mich auch nicht runterziehen, lasse ich mich auch nicht ärgern. Wir gehen jetzt zusammen in die Expedition rein und schauen erstmal, ob wir anhand von den Items und den Sachen, die wir so auf Xanthopolis haben, dass wir zumindest mal die Expedition dahin organisieren dürfen. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie es losgeht. Also, gehen wir mal rein. Expedition, und zwar auf den Spuren Ihrer Majestät, mein Lieben. Es geht los. Schauen wir uns mal an. Ich bin bereit. Mein Lieben, die Königin ist verschwunden. Sir Archibald bittet Sie auf... sie auf Land und See zu verfolgen und herauszufinden, was in aller Welt sie vorhat. Wenn ich mich alleine schon an den Satzbau dieser kleinen Story-Quest hier zwischendurch erinnere, dann wird wieder mein Mund so ein bisschen... Okay, was braucht man da dazu? Wir brauchen Jagdklick, wir brauchen Redegabe und Navigation. Ja, die Redegabe braucht man ganz sicher, weil wir müssen uns durch so eine kleine Feier durchfragen, wo die Königin hin ist. Und Jagdklick braucht man auch, weil zu dieser Feier wird, glaube ich, auch noch irgendwas passieren. Dann weisen wir mal das Schiff zu. Ich glaube, gucken wir mal an. Hier, unsere Korallkette. Also, lieber Erzähler, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber vielen Dank, meine Lieben, viel trinken. Es ist jetzt tatsächlich mal Kaffee heute. Auf euch, ich trinke auf euch auf diesen wunderschönen Abend. Prost, auf euch alle. Danke, dass ihr da seid. Dankeschön. So, mein Lieben, jetzt machen wir es mal so. Wir starten jetzt mal unser Schiff auf, und zwar so gut es geht. Nicht vielleicht optimal, aber zumindest mal so gut es geht. Dankeschön für das Like. Herzlichen, herzlichen Dank für die Unterstützung. Wirklich, Dankeschön, 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 Dankeschön. So, und jetzt gehen wir mal rein. Wisst ihr, was das ich Geile ist? Ich wollte meine Täubchen bemühen, aber jetzt bist du ja da. Abschuss, wir haben kein... Die Augen waren... Ja, entschuldige. Also, wir gehen jetzt mal... Moment, bevor wir es machen. Halt. Wir müssen noch die Quest abgeben. Wir müssen unten noch die Quest abgeben. Auftrag? Hier ist das Kanonenboot. Rein mit dem Schnabis. Dann laden wir hier den Schnabis schnell auf. Was hatte der gebraucht? 6 Minuten 46. 14 Tonnen Schnaps. Gucken wir mal. Die habe ich. Ich habe sie vergessen. Ich saß ja. Ich habe sie wieder vergessen. 14 Tonnen. So, und dann kommt ab der Fisch. Steuermann. Wo müssen wir hin? Von da oben nach ganz unten.
In 6 Minuten. Ah, schauen wir mal. Sehen wir mal, ob wir es schaffen. Herzlichen Dank für das Like. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Dankeschön, Dankeschön. So, und jetzt gehen wir es aber an. Das Linienschiff, jetzt können wir sowieso nichts mehr machen. Wir gehen jetzt wieder rein in die Expedition. Was wir jetzt haben, wollte ich euch gerade zeigen. Und zwar, ja, das ist ein gemoddeter Spezialist. Den gibt es über dieses Modpack und so weiter und so fort. Aber Jacques-Yves Cousteau, der kann es einfach. Und wisst ihr warum? Der hat Jagdklick. Der hat Navigation. Und der hat Geschick. Und der ist Merkmal Taucher und der ist Merkmal Zoologe. Also bei dem kann man eigentlich nichts falsch machen. Müssen wir zwar ein Bergungsschiff ausrüsten, aber hier kommt er wenigstens in einen normalen Slot rein. Schon richtig, richtig geil. Bietet sehr, sehr viele Punkte. Können wir eigentlich nichts falsch machen. Aber wie gesagt, die Entscheidung obliegt immer noch bei uns. Dürft ihr nicht vergessen. Wenn wir hier noch weiter reingehen in die Items, würde ich jetzt gerne mal in die Schiffs-Items reingehen. Schaut mal, Geschick und Navigation. Redegab. Wow. Verfechterin des freien Marktes, die Lala Matzik. Den nehmen wir gerne mal mit, direkt fürs Schiff. Und dann gucken wir mal, wer noch ein bisschen Redegabe hat. Schaut mal, der hat noch Redegabe und Jagdglück. Ich denke mal, mit dem Frank von Levenstein, den Gastronomen, ich glaube, können wir nichts falsch machen. Dazu, meine Lieben, Folgendes. Ich würde jetzt vorschlagen, entweder wir nehmen mit eine ganze Ladung Schnaps. Bietet nämlich auch noch Heilkunst. Nummer 1. Nummer 2. Eine ganze Ladung Brot. Da hätten wir mir noch ein kleines Stück Glaube dabei, wenn ihr noch da Bock habt. Bier haben wir nicht, ne? Ah, das ist sehr, sehr schade. Wir könnten zum Beispiel auch noch einfach so Paprika mitnehmen. Oder, was ich ja speziell mitnehmen würde, mein Lieben, wie wäre es denn mit einer ganzen vollen Ladung Schnaps? Entschuldigt bitte, Rum. Also, Rum, wenn ihr Bock habt, dann vielleicht ein bisschen Schnaps oder Brot. Was würdet ihr mitnehmen von den Sachen oder von den Waren, die wir da haben? Ich würde sagen, Wurst vielleicht, nee, Wurst, ach, das ist immer dasselbe. Wurst ist dann irgendwann, hängt es einem zum Hals raus. Außerdem, ihr wisst ja, wenn man ein bisschen nachhaltig reagiert, dann isst man mal nicht so viel mehr Wurst und so weiter und so fort. Deshalb würde ich eher sagen, wir gehen mal direkt aufs Brot oder Schnaps oder Rum. Jetzt warte ich mal kurz, dann schaue ich mal rein in den Chat und dann bin ich mal gespannt, wie ihr entschieden habt. Geil. Nein, liebes Fienchen. Nein, liebes Fienchen. Langsam, langsam. Das hat er garantiert anders. Das hat er garantiert anders gemeint. Das weißt du doch. Ne? Dein Skorpionstachel. Du weißt schon. Genau. Genau. Schnaps. Ist es doch schöner, wenn jemand etwas langsamer klärt, sodass man nicht jedes Mal zurückspulen muss? Natürlich. Wenn ich es zu schnell erkläre, dann sag mir bitte Bescheid. Also normalerweise, manchmal ist es wirklich so, also ich versuche wirklich in kurzer Zeit viele verschiedene Informationen zusammenzustapeln. Natürlich ist es so, dass ich für einige zu schnell rede. Selbstverständlich. Da bin ich auch offen und ehrlich. Natürlich. Wenn du was nicht verstanden hast, Helge, schreib das gerade und ich sag's gerne nochmal. Ich sag's auch gerne ein bisschen langsamer. Alles kein Problem. Es hat jeder Mensch eine andere Auffassungsgabe. Also das muss jedem klar sein. Also dann schreib's nochmal bitte rein. Da musst du nicht zurückspulen, im Gegenteil, sondern ich kann es auch gerne nochmal erklären. Also, ne? Kein Problem, alles gut. Genau. Ja, kein Problem. Du meinst, lieber Helge, was wir mitnehmen? Du meinst, lieber Helge, was wir jetzt mitnehmen wollen, zu essen oder zu trinken? Ein Konkurrent hat eine Siedlung als allerletzte Ware, als allerletztes Material. Hast du das gerade gemeint? Ich hatte damit gemeint, wenn wir hier auf Expedition gehen, brauchen wir ja hier oben... Nein, es ging um die Videos, die ich mache. Dass sie ein wenig langsam sind. Oh, was? Meinst du? Okay, jetzt gucke ich mal rein. Schnaps, Brot und Rum. Rum. Okay, das ist eigentlich, die meisten sind bei Rum. Schnaps ist noch dabei, Rum ist gut. Lecker Wurstbrot. Macht mich einfach fertig. Wurstbrot. Genau. Mein Vater würde jetzt sagen, so Wurstbäm. Nein, du hast mich jetzt missverstanden. Alles gut.
Ach, reden wir morgen nochmal drüber. Ist doch kein Helga, kein Problem. Kein Problem. Bacardi und Chin, ihr macht mich alle wahnsinnig. Ihr macht mich wahnsinnig. Ich werde jetzt hier bei Rum einslotten und dann nehmen wir mal so einen ganzen Fuffi mit. Und wer Bock hat, der kann gerne trinken. Und wer keinen Bock hat, der setzt sich da gerne vor dieses Fass und lässt sich einfach unten von dem Hahn ein ganz kleines bisschen berieseln oder legt nochmal einen Finger drunter oder macht irgendwas, was er gerne wollt. Ich glaube, mit Rum haben wir eine sehr gute Chance, dass unsere Leute so lange wie möglich mit voller Motivation Richtung Cap Trelawney segeln. Und das, so gehen wir jetzt rein und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Ich hätte gerne ein Fleischkäsebrötchen, ihr macht mich fertig, ihr macht mich alle. Ein Fleischkäsebrötchen. Brötchen gibt es noch nicht in Anno. Es gibt Brot, es gibt Tortillas, es gibt Burritos, es gibt viele verschiedene Waren. Kartoffeln. Wenn man Bock hat, kann man sich sogar eine Pizza mal drunter laden. Aber Semmeln gibt es noch nicht. Vielleicht guckt hier irgendein Modder zu. Expedition beginnt. Los geht's. Auf Ihren Befehl. Gut, was wir noch als nächstes machen, meine Lieben. Ich würde noch Folgendes vorschlagen. Wenn wir das Kap dann besiegelt haben, ich glaube, da kriegen wir ja dann oben noch ein Schiff dazu. Ich würde zusätzlich Holz, also wirklich eine volle Ladung Holz, eine volle Ladung Ziegel oder sogar zwei volle Ladung Holz, dann würde ich ganz gerne noch ein bisschen Metall mit reinnehmen und vielleicht, wenn alle Stricke reißen, schon ein paar Fenster. Warum? Dann könnten wir gleich... Sie mögen also keine ehrliche Arbeit. Ah, Mist. Gerade so. Ja, ist okay, ist okay. Ei. Doch, wir mögen ehrliche Arbeit. Wir haben es bloß nicht geschafft. Es war knapp. Es war knapp. Lieber George, es war wirklich knapp. Entschuldige bitte. Neue Befehle, Admiral. Gut, komm dann. Wir fahren nach Hause. Komm, wir drehen einfach rum und fahren wieder nach Hause, mein Lieben. Was ich jetzt noch sagen wollte, ich würde gerne dann ein Schiff wirklich nochmal komplett mit Ware voll machen und würde das dann auch gerne hier irgendwo postieren, mein Ding hier oben an der Insel. Und dann starten wir gleich von hier aus ins Cap Trelawney. Ich glaube, das ist gleich hier unten östlich die Karte raus und dann fahren wir gleich hier hinten so in einem kleinen, schönen Bogen ins Cap Trelawney rein. Da würde ich gerne, nicht nur ein Schiff würde ich da gerne chartern, sondern ich würde mir tatsächlich zwei Schiffe würde ich mal gerne gönnen. Und schaut mal, es ist hier zum Verkaufen noch ein Clipper. Wie immer, den nehmen wir uns. Den Clipper nehmen wir uns. Das würde ich nochmal mit dem Clipper genauso machen wollen. Ne? So, du hast nochmal eine das Quest. Das ist von großer Bedeutung für Königin. Für die Eiscreme-Fabrik brauchen wir eigentlich noch nicht, aber bietet sehr viel Potenzial beim Verkaufen. 450.000 Original-Paravin-Werbung beeinflusst alle Einkaufspassagen. Brauchen wir eigentlich auch noch. Der gute stählerne Rumpf, meine Lieben, den würde ich gerne behalten. Den würde ich mal gerne aufheben. Eine Lieferaufgabe, was willst du denn haben? Ach, wie wir uns nach dem Meer gesehnt haben. Ja, es ist immer dasselbe. Was will der Archie? Jetzt will er plötzlich Kanonen. 21 Tonnen Kanonen. Ab geht die Post. Wenn ich mir diese kleine Flapsigkeit erlauben darf. Allererstes Sahne. So, wo steht denn dein... Wo steht denn dieser Schoner? Segel! Ist das normal? Ist ja nicht euer Ernst. Okay, unsere Queen hat auch noch eine Quest. Wer selbst wachsen will, muss auch andere wachsen lassen. Das stimmt. Das ist ein ganz, ganz geiler Spruch. Da hast du völlig recht. Eine Bauaufgabe. Was willst du bauen? Es geht nichts über den Versuch. Oh Gott, schön Bau. Pavillon. Den muss ich wieder suchen. Hä? Verschönerungsmenü. Kennt ihr das? Kennt ihr ein Verschönerungsmenü? In der Season kenne ich es noch nicht. Pavillon. Das muss ich wieder suchen. Pavillon, Pizzabänke, Zeitungsstand, Denkmal, Stadtgarten, Pavillon. Ich glaube es nicht. Habe ich das Ding tatsächlich schon gefunden? Wo bauen wir das hin? Ich würde mal eher sagen, irgendwo hier unten, ne? So, hier schön an das... Hier schön an die Schiffswerft dran. Haben wir doch gemacht. Am Fluss. Empfohlen, am Fluss einen Pavillon zu errichten, um die Ruhe und den Frieden zu genießen, den sie von zu Hause her kennt. Errichten sie die angeforderten Gebäude auf einer ihrer Inseln. Haben wir getan, meine liebe Quing. Oder wir müssen es tatsächlich... Na, das vielleicht ist der falsche Pavillon. Kann auch sein. Es ist tatsächlich der falsche. Ich glaube, das ist der falsche. Müssen wir es mal durchgehen. Müssen wir mal suchen. Brunnen, das sieht aber auch so aus. Also das sah wirklich so aus. Die Kuppel in der Mitte. Bereite Schiffe vor. Ja, dankeschön, lieber Stefan. Machen wir. Es gibt doch keine Eier in Anno. Stimmt.
Ey, es gibt so viel in Anno, auch so viele Gerichte, wisst ihr, über die Cafés, über die Restaurants und so weiter und so fort, was man da alles abrufen kann. Alleine das Schnitzel oder das Trockanoff oder ich weiß gar nicht, was es da alles gibt, die Cocktails und so weiter. Aber Eier gibt's auch nicht. Hast du recht. Eigentlich die schon wichtigen Grundnahrungsmittel. Das hat man ja. Nee, das haben wir nicht. Ist es wirklich das Teil? Sie haben Xin gezeigt. Integrität. Integrität. Preisgekrönter Brauer. Wenn wir jetzt hier mal hier rangehen. Wo wäre der denn dann, der preisgekrönte Brauer? Schaut mal. Ich also manchmal, diese Quest Befehle? Verstehe ich tatsächlich manchmal nicht, weil ich weiß nicht, wo diese Items dann abgelegt werden. Schaut mal. Hier. Auch nichts. Wo werden diese Quest-Items abgelegt? Ist auch kein Item drin. Manchmal, ich verstehe es nicht. Der steht bereit. Kann okay, nur die Ruhe. Nur die Ruhe, das bringt eh nichts, sich hier aufzuregen. Irgendeiner kauft hier immer von Madame Kaina den Rum auf. So viel steht mal fest. Und ein bisschen Attraktivität könnten wir uns auch mal für unsere Insel holen. Also mittlerweile gibt es ja auch schon die blauen Items, habe ich vorhin schon mal gesehen. Ah, das bringt schon was. Aber gut, so viel Kohle haben wir noch nicht. Gut, egal. Also, das ist Clipper Nummer 2. Mit dem würde ich genau dasselbe machen wie mit Clipper Nummer 1. Konsejo. Byuen Konsejo. Das ist doch ein komischer Name. Wer weiß schon, was das heißt. Bestimmt Spanisch, nehme ich an, ne? Also, einmal Holz, dann gar zweimal Ziegel und einmal Stahl. Ich würde sogar sagen, das ist eine Empfehlung auch vom Doma, glaube ich, gewesen. Ich weiß gar nicht, entschuldige bitte. Ja. Wenn ich mir diese kleine Flapsigkeit erlauben dürfte. Wir besiedeln als erstes im Kap Trelawney nicht Crown Forts. Wisst ihr warum? Weil die Insel sowieso uns gehört. Wir konzentrieren uns erstmal auf eine Linie nach Crown Forts, dass wir da 2-3 Inseln erwischen, die wir erstmal entdecken dürfen. Das ist schon mal Fakt. Und zweitens würde ich dann zugeben, dass wir dann, wenn wir schon eine größere Insel irgendwo haben, gerade auf dem Weg nach Crown Forts hoch, dass wir die dann erstmal zumindest anfahren und besiedeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Dazu ist es jetzt nötig, uns noch ein paar mehr kleine Einflusspunkte einzuheimsen. Wie machen wir das? Zeige ich euch das eigentlich ganz, ganz einfach. Wir haben ja diese Mod drauf, die Old Town Mod. Was macht die? Ganz einfach, die bietet uns die Möglichkeit über andere Häuser und so weiter und so fort, bietet uns die Möglichkeit, Einflusspunkte hier noch zu verdienen. Und das ist ganz einfach die Häuser bauen. Ne? Das ist wirklich einfach. Schaut mal, und da gibt es immer 5 Punkte pro Haus. Das ist tatsächlich so gemacht bei dieser Mod. Ich habe es extra nochmal geguckt, ob sich da eine Mod mit einer anderen beißt. Nein, diese Häuser geben in der Old Town Mod direkt 5 Einflusspunkte. Und das nehme ich auf jeden Fall mit. Das hat nur den Hintergrund, dass man halt so viele Einflusspunkte wie möglich am Anfang haben möchte, weil ihr wisst ja, mehr Einflusspunkte können wir mehr Inseln besiedeln. Und ich glaube schon, dass wir einige Einflusspunkte gerade im Kap Trelawney brauchen, um da die ein oder andere größere Insel uns einzuheimsen. Wisst ihr, was ich meine? Ich würde das dann schon probieren, dass wir dann halt so an die, ich schätze mal, 150 Einflusspunkte, so gut wie es geht, rankommen. Wir könnten auch schauen, dass wir hier unsere Hut noch ein kleines bisschen weiter. Na, ganz einfach hier noch so ein kleines Eck mit dran gebaut. Schauen wir mal. Einfach mal ganz entspannt, so gut wie es geht. So ein bisschen nach hinten. Und dann gucken wir mal hier so ein bisschen rein. So. Dann lassen wir mal hier das Gebäude in der Mitte stehen. Vielleicht so hier, würde ich sagen. Ja, 2 Felder brauchen wir eh Platz. Also vielleicht so hier. Da bauen wir unsere Hut noch ein ganz kleines bisschen aus. So viele Häuser wie möglich hier rein. Und dann würde ich sagen, hier unten auf die letzten paar Flecken würde ich dann ganz gerne wieder mit diesen Altstadthäusern basteln. Ganz einfach, weil wir noch ein bisschen Einflusspunkte brauchen. Wie mir scheint, sind wir hier unerwünscht. Was? Niemals. Du bist hier immer willkommen. Das hast du nur gerade ganz falsch verstanden. So. Das nehmen wir noch weg und dann können wir hier noch 2 integrieren. Bam, bam. Dann brauchen wir da hier noch einen Altstadtmarkt. Ja, es gibt auch einen Altstadtmarkt hier. Bauen wir gleich hier rein, oder?
Von der Reichweite her sollte das doch eigentlich gut gehen. Dann ziehen wir hier noch die Wege weg. So, hier oben müssen wir noch die Pflasterstraße anbringen. Denkt dran bitte, Verhältnis Feldweg zu Pflasterstraße. Pflasterstraße hat ungefähr 40% mehr Reichweite der angrenzenden Dienstleistungsgebäude. Ich bin zuversichtlich. Ist beim Modding genauso wie beim Anno Vanilla. Ist wirklich genauso. Ne? Ich soll dem. Der Stefan sagt, ich soll nicht so viel in den Zeitungen drin rumkritzeln. Stefan, ich nehme nur mal die 10% Mali raus und ersetze die einfach nur durch ein bisschen Kohle, okay? So was lese ich. Linke Seite fasse ich nicht an. Ich veröffentliche gleich, okay? Und ist diese Last das Gefühl der Schande? Und schon haben wir knapp 200 Einflusspunkte. Ich denke, dass wir das auf die ersten Inseln, dass das erstmal reichen sollte. Okay. Ich muss erstmal wieder euren ganzen Text durchlesen. Wahnsinn, was ihr schreibt. Wahnsinn. Absolut geil. Ich finde, man kann Kassler reinmodden, sagt unser lieber Mr. H. Das Rentierfleisch sieht schon so aus. Produktionszeit so schwer. Ja, warum nicht? Der Teufel fordert seinen Tribut. Schön war mit Schiffen. Das größere 3x3 Pavillon ist gemeint, denke ich. Das war's, ne? Tatsächlich. Nee. Das war das andere. Es gibt ja zwei verschiedene kleinere Pavillons, lieber Donald. Ich bin da nicht gut drin in diesen Quests, aber ich gebe zumindest alles. Na, und ich suche auch gerne, ist kein Problem. Wir machen es gleich, ich möchte nur noch euren Chat lesen und dann gehen wir gleich rein in die Expedition, okay? Gebt mal kurz noch eine Minute. Ach übrigens, ich erinnere euch immer wieder gern dran, bitte viel trinken. So, meine Lieben. Normalerweise Hauptinsel, ja. Dann wollen wir, Mod weiter basteln. Oh ja, wenn man sich so mit einer Mod direkt beschäftigt, da muss man viel reinhauen. Da muss man viel basteln. Das macht aber dann auch unheimlichen Spaß, wenn man weiß, dass das dann zum Schluss irgendwo funktioniert und dass man das selber mitentwickelt hat und selber gebaut hat. Also das geht ja dann runter wie Öl. Und da kommt man ja aus dem Grinsen dann auch nochmal raus, oder? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber also, wenn ich dann noch so eine Modification finde, zum Beispiel hier die Flussbauplätze vom Taludas oder wie letztens die Burrito Boom, wo ich dann einfach sage, ich muss das euch zeigen, weil das glaubt mir sonst keiner, dass es bei den Obreros, dass es schon am Anfang die Tortilla-Produktion komplett nur mehr gibt, die durch Burritos ersetzt wurde und das im Prinzip so eine riesengroße Produktionskette ist. Da nochmal, ne, rein mit Avocados und so weiter, das gibt es ja normal gar nicht im Anno Vanilla. Und das fand ich so geil, das musste ich euch einfach zeigen. Das sind halt so dann solche Eingebungen, wo ich sage, ja, da gibt es ja keinen Weg dran vorbei. So, das Schiff ist auch ausgerüstet. Dann fahren wir das hier hoch. Und jetzt gehen wir rein. Seid ihr soweit? Das ist die erste kleine Quest. Ich bin gespannt. So, machen wir uns locker. Und rein hier. Auf den Spuren Ihrer Majestät. Step 1. Das ist, glaube ich, dieser kleine Hinterhof oder was das war, ne? Ein königlicher Fortschritt, meine Lieben. Es ist kein Zufall, dass die Rosenspur im Kielwasser Ihrer Majestät in diesem hübschen kontinentalen Städtchen endet. Was kann Sie dazu veranlasst haben, eine Meerenge, klatschmondbedeckte Felder und märchenhafte Flusstäler zu überqueren. Sie ist nicht wegen der guten Luft hierher gekommen, nein. Dies ist das Herz des Landes ihrer Familie mütterlicherseits. Und sie ist aus einem ganz, ganz bestimmten Grund hier. Mein Lieben, sie ist eine Königin. Irgendwo muss eine Spur von ihr zu finden sein. Also wir sind auf jeden Fall schon auf der richtigen Pferde. Wir müssen sie bloß erstmal so antatschen, ne? Wir müssen erstmal suchen. Einen anständig aussehenden Einheimischen fragen, ob er eine flüchtige Königin gesehen hat. Also es gibt hier mehrere Auswahlvarianten. Die eins ist irgendwie selbsterklärend, ne? Also ich sag mal, selbst der Boni, der ist selbsterklärend. Wir können aber auch einen anständig aussehenden Einheimischen fragen, ob er eine flüchtige Königin gesehen hat. Selbst da gibt es eine zusätzliche Erfolgschance von ganzen 55%. Und hier nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für das Like. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für die Unterstützung. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ihr habt 18 Likes da gelassen. Ich möchte es mal hier mal kurz ansprechen. 18 Likes auf YouTube innerhalb von einer anderthalben Stunde. Wisst ihr, was das für mich ist? Das ist ein Danke. Ein vielen Dank von euch allen. Dankeschön. Das kommt wirklich von Herzen. Dankeschön. So, sie ist eine Königin und einen anständigen Einheimischen fragen. Die zwei Varianten gibt es. Und ihr habt alle schon abgestimmt. Ihr seht schon, ihr seid mittendrin, ne? Ihr habt alle die Eins genommen. Also sie ist eine Königin. Irgendwo muss eine Spur von ihr zu finden sein. Das heißt, wir begeben uns alleine auf die Suche nach der Königin auf Spurensuche.
Da draußen sind wilde Bestien. Ein Schloss oder ein Land ist in der Nähe. Natürlich, sagen wir. Wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, bleibt die Wahrheit übrig. Wie der Detektiv sagt, oder CSI Anno 1800, wie der Detektiv sagt, und die Königin würde sich nie damit begnügen, in der Stadt abzusteigen. Sie gehen davon aus, dass sie nicht mehr als 2 Tage hinter dem Tross der Königin her sind. Siehst du, ich hab's ja gesagt, wir sind schon dahinter, aber es dauert noch ein Stück, ehe wir sie einholen und können somit alle halbwegs königlichen Aufenthaltsorte auf der Karte einkreisen. Jetzt bleibt nur noch die Frage, welchen Verwandten sie hier besuchen will. Und wieder gibt es 2 Auswahlvarianten, meine Lieben. Erstens, mit Hilfe ihres Wissens über die Familie der Königin eine Vermutung anstellen. Also selber rekapitulieren von den eingekreisten Sachen. Oder wir schlussfolgern gleich, wen die Königin besucht. Was meint ihr, meine Lieben? Ohne jetzt mal die prozentualen Wahrscheinlichkeiten aufzuzeigen, was würdet ihr aus dem Bauch raus entscheiden? Ich würde mit Hilfe ihres Wissens über die Familie der Königin eine Vermutung anstellen. Das würde ich machen. Aber schauen wir mal, wie ihr entscheidet. Dankeschön, Helge. Dankeschön. Also, ihr seid alle wieder dabei. Ihr seid alle wieder bei A1. Okay. 55% ihrer Vertrautheit mit dem teutonischen Dynastien macht sich bezahlt. Daheim wird das Geflüster über die Feier der Königin immer lauter und ihr Cousin Ernest scheint zu den Favoriten zu gehören. Sie besuchen den unverblümten Prinzgemahl in seiner efeu umrankten Burg und nachdem sie ihn einen Brief von Sir Archibald persönlich überreicht haben, nickt er und führt sie durch die Räume mit vergoldeten Kandelabern unter den niedrigen Kreuzrippengewölben und Leinwandporträts an den Wänden. Wenngleich durchaus freundlich, scheint der Prinz ein wenig nervös zu sein. Aus welchem Grund denn? Jetzt fragen wir ihn mal, hey Freund, warum bist du denn so nervös? Wir sind doch eigentlich gekommen, wir wollen doch nichts von dir. Wir wollen doch eigentlich nur die Prinzessin. Oder die Königin, entschuldigt. Oder wir wollen doch einfach nur helfen. Wir wollen dir wirklich nur helfen. Wir wollen dich nicht nervös machen oder so, sondern wir wollen dir unter die Arme greifen. Wir wollen auch wirklich die Königin finden. Also es ist kein Problem. Mein Lieben, was machen wir? Versuchen wir das zu erraten? Oder versuchen wir wirklich direkte Konfrontation, direkt auf die Schulter? Hey, bleib ganz ruhig, entspann dich mal, komm mal runter, bleib locker. Wir sind auch nur hier, weil wir der Königin helfen wollen. Was würdet ihr tun? Wow. Ich glaube, wow. Also, einen wunderschönen guten Abend, lieber Michael. Schön, dass du reinschaust. Schön, dass du dabei bist. Also, so viele Leute haben hier noch nie mitgemacht. Also, das ist der absolute Hammer. Also, da krieg ich Gänsehaut. Also, so viele Leute haben, weiß Gott, hier noch nie mitgemacht. Wirklich nicht. Und ich gehe auch mit rein. Wir klopfen ihm auf die Schulter und sagen, entspann dich, Freund. Komm runter. Stay cool. Wir sind wirklich nur da, weil wir auch der Königin helfen wollen. Nun gut, willigt der Prinz ein. Nachdem sie ihre überzeugende Ansprache gehalten haben, das war eigentlich nur ein ganz kurzer Satzbau, meine werte Cousine hat mich um Hilfe bei der Erstellung unserer gemeinsamen Ahnentafel gebeten. Um die Rechtmäßigkeit gewisser Ansprüche zu belegen, die sie durch ihre verwandtschaftlichen Verbindungen mit La Corona hat. Er entfernt eine Karte des Kontinents von seinem ordentlichen Schreibtisch. Ihre diplomatische Immunität könnte sich in den nächsten Tagen noch als wichtig erweisen, meint er. Was sie vorhat, könnte sie aber in Gefahr bringen. Er seufzt. In Monegasque findet ein Maskenball statt. Dort werdet ihr sie finden. Also gut, meine Lieben, wir wissen Bescheid. Wir wissen jetzt den direkten Aufenthaltsort unserer königlichen Majestät. Und nochmal an euch ganz, ganz vielen Dank fürs Mitmachen. An jeden Einzelnen vielen, vielen Dank. Es macht so einen verdammten Spaß. Ist unglaublich. Dankeschön. So, weiter geht's. Das war ja erstmal Step 1. Und ihr seht, am Moral, wir haben keinen Moralverlust. Das heißt, wir haben wirklich sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen. Sehr, sehr nachhaltige Entscheidungen. Und haben wirklich mit Grips gehandelt. Also, sehr toll. Nochmal Kompliment an euch alle. An euch komplett alle. Und jetzt bin ich mal gespannt, was uns erwartet im Step 2. Ich bin echt mal gespannt. So, wo ist denn hier das andere Schiff? Achso, das kommt hier. Alter, ist das Ding langsam. Okay, komplett gegen den Wind, ne? Komplett gegen den Wind mit voller Beladung. Gut, das verstehe ich. Gut, das ist klar. Steuermann. Okay. So, wir gehen dann mal wieder. Ich würde gerne mal wieder dann in die neue Welt reingucken wollen. Und wir lassen mal gucken, was die Isabel dann so zu bieten hat.
So, entschuldigt bitte. Gut, also, ein mittlerweile haben wir schon ein paar Schiffe hier da. Ja, ich weiß, es hat nicht zum Erfolg geführt. Das ist, weil wir es wieder vergessen haben, ist es klar. Auf die alte Dame ist es ist meistens so, die Unterpreneurin, die hätten wir eigentlich auch verkaufen können. Das Kanonenboot, das darf eigentlich wieder in die alte Welt zurückfahren. Wir brauchen es zumindest erstmal nicht hier. Du darfst wieder abwackeln. Jetzt schauen wir erstmal, was die Isa so im Portfolio hat. Schaut mal, mittlerweile gibt es 2 Schiffe hier zum Verkaufen. Eine Fregatte in der neuen Welt ist halt schon mal ein geiles Zubrot. Gerade wenn es hier zum Beispiel um so eine Zerstörungsquest oder so geht. Und wir haben ja, ihr seht es ja, wir haben ja hier nicht so viele gute Schiffe da. Deshalb würde ich mal sagen, wenn wir schon auf Schiffe am Anfang gehen, dann gehen wir halt mal so auf 4 oder 5 Fregatten. Die sind am Anfang schon, gerade in der neuen Welt, gar nicht so schlecht. Es gibt bessere, ich weiß. Aber jetzt erstmal zum Einkaufen ist das erstmal, ne? Nice to have, sag ich mal. Dann werden wir uns hier noch das Teil kaufen. Das fahren wir dann erstmal nach Hause, wobei, bleib mal kurz stehen. Bleib mal kurz stehen, mein Freund. Mal gucken, was die Isa noch so zu bieten hat. Die hat noch Alu zu bieten. Ein bisschen Zuckerrohr hätte sie noch anzubieten. Kakao und Zucker, das brauchen wir erstmal nicht. Genau, und die Frau hat es ganz gerne, wenn wir ihr Kanonen verkaufen. Das könnte man dann zum Beispiel über die Speicherstadt erhandeln im späteren Spielverlauf. Ich sag nur Dampfmaschinen. Das geht immer. Also Dampfmaschinen, könnt ihr sagen, was ihr wollt, das ist immer ein Bombengeschäft. Ja, es ist schon geil. Schraubenpropeller, hier gibt es dann, ne? Die ersten, wie gesagt, die ersten blauen Items für den Zoo und so weiter und so fort. Hatte Isabel schon, schaut mal, schon die ersten legendären Teile. Klar, kostet alles sein Geld. Aber wie gesagt, gibt es schon den Gartenbauer Hermann. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geile Items gibt es hier schon. 12 Pfünder Haubitze, da könnte man schon unsere Schiffe immens verstärken. Auch die Segel können wir schon schneller machen. Hier zum Beispiel, ne? Verstärkte Schotten. Ihr kennt euch aus. Auch hier schon. Boah, super geile Teile gibt es schon. Kathi von der Quinoa. Burrito-Manufaktur, Chalea, Küche und Tortilla-Mühle. Weniger Arbeitskräfte erforderlich. Okay. Oh, ja. Ich guck nimmer. Ich guck einfach nimmer. Es bringt bei mir nichts. Wenn ich einmal gucke, dann gehe ich auf Shoppingtour. Und dann gebe ich alles aus. Da gebe ich alle Kohle aus. Und wir haben uns gerade 1 Million, haben uns gerade verdient. Wir haben uns gerade 1 Million erwirtschaftet. Aber es ist halt so. Die Insel wollten wir haben, ne? Hier von der Queen. Schaut mal. Die Insel wollten wir haben. Ich flehe sie an. Und schaut mal, was die Insel jetzt mittlerweile wert hat. Schaut es euch mal bitte an. 87 Millionen Kohlen. Das ist schon nett ohne. Aber dadurch, dass wir hier immer wieder ihre Anteile wegkaufen, ist es für uns so, schaut mal, Anteilseinkommen 2500 plus. Das heißt, wir haben zwar eine Stange Geld ausgegeben, aber es macht sich auch bemerkbar. Das ist das Wichtige dran, ne? Und schaut mal, wie die hier baut auf der kleinen Insel. Das ist übrigens eine der wenigen Inseln, wo tatsächlich keine Flüsse drauf sind. Ich weiß, einige von euch mögen das gar nicht so mit Flüssen zu spielen. Die anderen feiern das einfach nur. Und ja, so ist es halt, ne? Gut, wir kümmern uns jetzt erstmal daran, dass wir vielleicht noch ein ganz kleines bisschen mehr Kohle verdienen. Wie machen wir das? Ganz einfach. Wir versuchen ja mal, das mit der Seife noch ein bisschen zu optimieren. Ihr wisst ja, wir haben ja die Parfümeure und Brunella am Start. Mittlerweile haben wir hier sehr, sehr viel Pottasche schon produziert. Na, hier gibt es dann das sogenannte Aschenhaus. Hier gibt es dann die Glashütten. Und mit der Pottasche lässt sich halt ganz, ganz viel, mittlerweile ganz, ganz viel herstellen. Und ich sag mal, wenn wir jetzt hier über Holz und Pottasche gehen, dann könnten wir schon dafür sorgen, dass wir hier nicht nur eine Siederei mal ans Laufen bringen, sondern schon mal 2 oder 3. Wisst ihr, was ich meine? Gehen wir einfach mal rein und gucken mal, was an Pottasche und Holz noch in Reserve da ist. Gucken wir mal. Also, Holz, 8 Tonnen. Wird er eigentlich laufen? Gucken wir mal an der Pottasche hier unten. Das Ding ist ausgelastet. Okay, das Ding, das braucht auf jeden Fall Verstärkung in Form von noch mindestens einem Gebäude. Ist aber eigentlich auch totaler Quatsch, ne? Wir brauchen Holz und Pottasche für Seife. Das heißt, mit Holz produziert man ja Pottasche. Das ist ja der Hammer. Das heißt, eigentlich ist es eine, wie soll ich das sagen, eine Produktionslinie, mit der wir halt Seife produzieren. Ist eigentlich gut. Das macht halt nur, die Parfümeure und Brunella. So, also noch eine Siederei. Stellen wir gleich mal doppelt so viel Seife her. Schon mal Fakt. Jetzt gehen wir mal noch rein und holen uns hier noch ein nächstes Gebäude. Ein nächstes Aschenhaus. Würde ich dann gerne hier irgendwo mit installieren wollen. Wir haben aber leider nichts mehr im Einflussbereich. Ne? Sehr, sehr schade. Hier oben den Holzfäller, den könnten wir vielleicht mal noch ein Stück wegschieben. So ein ganz kleines Stückel hierher.
Dann könnte man den Weg gerade mal noch ein bisschen weiter basteln. So hier. Reißen wir das gerade mal weg. Und dann nehmen wir hier unten. Mist. Passt nicht her. Schade. Schade. Dann machen wir es anders. Dann werden wir das gerade mal wegreißen. Hier kopieren wir den Weg hin. So. Sehr schön. Dann haben wir wenigstens noch eins im Einflussbereich hier drin. Supergeil. Okay. Mein Lieben, es geht weiter. Mein Lieben, seid ihr soweit? Step 2. Auf den Spuren ihrer Majestät. Es geht weiter. Wisst ihr noch, wo wir sind? Auf dem Maskenball. Jetzt bin ich mal gespannt. Los geht's. Wie wird der Preis berechnet zum Kaufen einer Insel? Bebaute Fläche? Ja. Ja, und zwar der Preis wird komplett berechnet mit allen Dingen, die drauf sind. Also inklusive Gebäude, dann inklusive Wert der Waren und so weiter und so fort. Und ich denke sogar, je nachdem, welches Level bzw. welche Bevölkerung auf der Insel schon ansässig ist. Wir wissen ja, das letzte Mal, wo wir hier drauf waren und die Anteile von der Queen kaufen wollten, da weiß ich, dass die Insel noch nicht über die Stufe 2 ausgebaut worden ist. Das heißt, hier war noch keine Stahlindustrie drauf, wie du siehst. Hier war noch keine Schweineindustrie drauf, weil die baut ja mittlerweile auch schon Wurstwarenfabriken. Also die Low-Tier Production Buildings, die baut die schon selber. Sehr, sehr geil. Das hat alles noch gefehlt. Und zwar ist es tatsächlich so, dass mit dem Wert, also mit dem Wert der Waren und mit dem, ich sag mal, Wert der Insel, klar, das halt alles steigt. Aber je mehr Gebäude und je mehr, ich denke immer, je mehr Technologie hier drauf kommt und je mehr sich dieses entwickelt auf der Insel, desto mehr ist es dann halt zum Schluss wert. Also, wie soll ich das sagen? Wenn das hier noch Handwerker werden, dann schwöre ich euch, kommt diese Insel auf 100.000. Das schwöre ich euch. Also ich denke mal, zurzeit liegen wir dann bei 87 Mille, guckt mal. Und wenn dann hier die ersten Handwerker rauskommen, wobei das eigentlich eine Seiteninsel von der Queen ist, die baut meistens nur auf den Hauptinseln, baut die eigentlich nur ihre Bevölkerung bis oben raus. Wenn hier Handwerker reinkommen, dann schätze ich mal, ist die Insel schon 99 Mille oder sogar noch mehr wert, auf jeden Fall. Inklusive Einwohnerverschwendungsbau. Das kommt auch noch mit dazu, die Attraktivität dieser Insel, das kommt auch noch mit dazu. Ja, das kommt auch, diese Punkte, na, das kommt auch noch mit dazu. So, meine Lieben, wir machen uns locker, rein geht's, Step 2, Quest geht weiter. Ich habe schon gedacht, die ist zu Ende. Der Monitor, der Bildschirm sah gerade so aus. Okay, meine Lieben, Maskerade in Monegask. Dankeschön, lieber Flatty, Dankeschön nochmal fürs Einblenden. Vielen, vielen Dank. Wenn jemand auf dem aktuellen Seed mitspielen möchte, ne, und so weiter, die ganzen Voraussetzungen, über die ganzen Voraussetzungen so sich einen kleinen Überblick verschaffen will, haben wir bei uns exklusiv auf dem Discord so ein kleines Community-Event erstellt, so Anno 1800. Da seht ihr einige der Mods, die ich benutze für die Season 4. Da seht ihr zum Beispiel den Einstieg. Ich habe schon einige Stempel von mir mit eingepflegt. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr 1:1 nachvollziehen, welcher Seed, welche Gegner und welche Eigenschaften ich dazu benutzt habe, um hier unsere 1581 mit der Seed-Nummer und so weiter und so fort zu starten. Ja, da könnt ihr gerne mal reinschauen und ihr könnt sogar, wenn ihr Bock habt, komplett hier selber mitspielen und könnt es auch schon bei meiner oder auf unserem Seed könnt ihr das nachspielen. Kein Problem. Ihr seid hier auf der 3 unterwegs. Okay, Maskerade in Monegast. Sie folgen Prinz Ernests Rat und fahren mit dem Zug die glitzernde Côte Turquoise entlang, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, entlang bis zu einem großen Bahnhof im mondänen Fürstentum Monegasco. Das ist so geil geschrieben, ich liebe das. Die Straßen sind seit 6 Jahrhunderten von der Familie Piedmont regierten Fürstentums in voller Licht und Farbe, denn heute ist die große Eröffnung seines allerersten Casinos. Das Verkleidungsthema lautet Tiere. Und sie sehen eigenartige pelzige und gefiederte Kostüme an jeder Ecke. Sehr praktisch für eine Königin, die inkognito reist. Stimmt. Prinz Ernest hat ihnen zwar seine Einladung für das Casino mitgegeben, doch dafür benötigen sie noch ein Kostüm. Meine Lieben, wie gehen wir vor? Wollen wir uns in Unkosten stürzen für ein schickes Kostüm? Bedenkt bitte, wenn wir das machen, dann müssen wir was anbieten von unseren Ressourcen, die wir auf dem Schiff haben. Wollen wir selber ein Kostüm anfertigen? Das ist schon eine relativ gute Erfolgschance. Oder wollen wir ganz ungeniert ohne Kostüm dort einfach auftauchen und einfach sagen, hey, wir kommen vom König, die Königin ist verschwunden, wir sind auf der Suche nach der Königin. Ja.
Geil. Geil. Zur Zeit, meine Lieben, ist ganz klar, ihr habt die 3 mit angewählt. Also jeder von euch hat die 2. Okay. Oh, mittlerweile geht es dann Richtung 2. Bin gespannt. Finchen auch wieder 3. Geil. Ich lasse mal noch ein kleines bisschen. In der Zwischenzeit nehme ich mal einen Schluck aus der Pulle. Ich kann es auch, wie gesagt, euch nochmal empfehlen. Seid so gut und trinkt bitte. Boah, das wird ein ganz knappes Ding. Boah, das wird ein knappes Ding. Derzeit sind 6 Leute bei 3. 2, 2, 2. Haben wir 4. Ah, das. Die 3 ist noch in der Mache. Die 3 ist noch da. Aber sie schwächelt. Sie schwächelt. Ich bin gespannt. Ich lasse noch ein ganz kleines bisschen laufen und dann zähle ich einfach von 3 runter und dann ist zu Ende. Okay? Machen wir so. Okay, Kilian nimmt auch die 3. Jetzt wird das eher wieder ein bisschen präsenter, das ganze Thema. 3 sieht gut aus. Okay, dann würde ich sagen, ich zähle jetzt runter und dann 3, 2, 1 und Entscheidung vorbei, meine Lieben. Wir tauchen dort ganz ungeniert ohne Kostüm auf. Los geht's. 55% zusätzliche Chance. Ich bin gespannt. Unsichere Gewässer. Sie ziehen einige Blicke auf sich, doch die Pförtner halten sie nicht auf. Ich bin ein Ehrengast der Piedmont-Familie, erklären sie mit einem gewinnenden Lächeln, während sie die Einladung von Prinz Ernest vorzeigen und soll bedeutende Summen beisteuern. Also können sie sicherlich über meine schlichte Garderobe hinwegsehen. Einer der Pförtner reicht ihnen eine schwarze Augenmaske, die zweifellos für außergewöhnliche Umstände dieser Art vorgesehen ist und die sie nun überstreifen. Drinnen angelangt überlegen sie, wie sie es anstellen sollen, die Königin zu finden. Es stehen wieder 2 kleine Entscheidungen aus, mein Lieben. Wie sieht denn es aus, wenn wir uns unter die gehobenen Kreise mischen? Ob wir da die Königin finden? Oder ist die Königin so clever und sie mischt sich, das ist jetzt nicht böse gemeint oder auch nicht abwertend, oder sie mischt sich unter das gemeine Fußvolk? Ja, wie es damals so war. Gibt jetzt 2 Entscheidungen, sich unter die gehobenen Kreise mischen oder an den Spieltischen nachher suchen. Was würdet ihr machen? Okay, wow. Okay. 1, 1, 1, 2, 1. Viele, viele für die 1. Sich unter die gehobenen Kreise mischen. Unser Mr. H, der geht voll rein. Der nimmt die 3. Der mischt sich wahrscheinlich dann wirklich unter das gemeine Fußvolk. Grüße gehen raus, mein Lieber. Ja, ich würde auch sagen, wir gehen rein in die 1. Mein Lieben, vielen Dank fürs Mitmachen, gell? Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Auch gerne an die Twitch-Zuseher und Zuseherinnen, die sich im Lurk befinden. Wenn ihr da Bock habt, kommt ruhig mit rein. Schreibt einfach rein eure Entscheidung. Antwort 1, Antwort 2. Ich freue mich wirklich über jeden, der mitmacht. Das ist so eine mega geile Zusammenarbeit. Es macht so einen Spaß, mit euch hier zu interagieren. Einfach nur geil. 1. Es geht los. Nee, mit dem. Nee. Überleg doch mal. Es gibt ja auch Piraten. Es gibt ja auch Piraten, die zweifelsohne schon so einen Ruf genießen, dass sie schon gehobenes Niveau haben. Egal, ob sie Piraten sind oder nicht. Und die sich eben dementsprechend auch gepflegt verhalten können. Also, es geht auch. Aber wir mischen uns unter die gehobenen Kreise. Los geht's. Ihre Kenntnisse in Bezug auf den Hochadel lassen Sie nicht im Stich. Wie sollte es denn auch anders sein, mein Lieben? In einem Kreis der vornehmst gekleideten Gäste erspähen Sie einen wunderschönen paillettenbesetzten Elefanten, der ein Glas mit einem widerlichen Gemisch aus rohem Wein und Mordwhisky hält, dem Lieblingsgetränk der Königin. Ihre Blicke treffen sich und ihre Augen werden immer größer. Sie lässt ihr Glas fallen und ein Raunen durchläuft den Saal, als sie zum Ausgang eilt. Bis sie sich den Weg nach draußen gebahnt haben, ist ihre Kutsche bereits unterwegs. Sie winken eine Droschke heran und steigen ein. Mein Lieben, jetzt geht's los. Jetzt wird's lustig. Der nächste Step, da kommt's drauf an. Und schaut mal, wir haben wieder größtenteils sehr, sehr geile, sehr, sehr nachhaltige Entscheidungen getroffen. Unsere Moral ist auch beim zweiten Step nicht großartig gesunken. Sehr schön. Weiter geht's.
Nee, also ja, schlechte Erfahrung. Also normalerweise ist es so, wenn man dann zum Beispiel, wenn ich streame, ganz am Anfang, wo ich angefangen habe mit Streamen, habe ich festgestellt, bei so 4 oder 5 Stunden Streams, ich habe auch schon liebend gerne, ich streame ja schon, ich weiß gar nicht, vielleicht so ein Jahr oder so, habe ich dann festgestellt, nachdem ich den Stream abgeschaltet habe, brauche ich selber erstmal so eine halbe, dreiviertel Stunde zum Runterfahren. Und ich habe dann gemerkt, dass ich nach dem Stream immer so einen richtigen Durst habe. So mega, mega. Und vor allen Dingen ist es öfters mal so, dass auch mittlerweile ein paar Leute einmal vergessen, dass man immer mal trinken sollte. Und um das immer wieder ins Gewissen zu reden und immer wieder, erinnere ich dann einfach so die Leute dran. Das mache ich übrigens auch auf Arbeit. Das ist zwar nicht, weil ich es muss, sondern ehrlich gesagt, weil ich es gerne will. Man muss trinken. Man sollte viel trinken am Tag. Selbst wenn man erwachsen ist, 2,5 Liter sollten auf jeden Fall gehen. Und wenn ich zum Beispiel meine Arbeitskollegen angehe, wir haben dann solche Glasflaschen auf Arbeit, so 0,7er oder so, und die bouldern dann nicht mal 2 Stück hinter, muss ich dann sagen, eine Flasche für so 8-9 Stunden ist dann schon derbe wenig, finde ich. Und deshalb erinnere ich dann immer mal dran, hey, sei so gut, trink mal einen Schluck und oder viel trinken, ne, und dann machen die das. Deshalb sage ich ihr immer wieder, bleibt hydriert, immer viel trinken. Oh, meine Lieben, ich bin kurz weg. Ich drehe mal kurz auf Pause. Mein Kleiner ist gerade reingekommen. Moment. Thank you.
Okay, mein Lieben, entschuldigt bitte. Entschuldigt bitte. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Follow. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, wenn mein Kleiner reinkommt, dann tut mir es wirklich leid, aber dann muss ich mal schnell raus. Ja, dann hat er manchmal nicht so gut geschlafen oder und so weiter und so fort. Also, ich denke mal, ihr kennt das selber. Mein Lieben, wir machen weiter. Wir warten auf den nächsten Step. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin echt gespannt. Und wie gesagt, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für das Follow. Vielen, vielen Dank. Und herzlich willkommen bei uns. Was machen wir als nächstes? Wir haben zwei Schiffe hier voll ausgerüstet, sind auch an der Paprika-Insel dran. Wie gesagt, wir sollten jetzt schon mal die Hut, die wir gerade erweitert haben, sollten wir vielleicht noch ein ganz kleines bisschen hier noch weiter ausbauen, würde ich sagen. Dann nehmen wir die ganzen Häuser mal mit rein, dass wir ein paar mehr Einflusspunkte bekommen. Dann gerne nochmal den Marktplatz mit rein. So, und dann hätten wir hier schon mal für die westliche Seite bei uns auf der Insel schon mal ausgesorgt. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Und dann müssen wir halt mal gucken, wie es weitergeht. Ne? Als nächstes gibt es dann die Nähmaschinen, respektive dann die Pelzmäntel. Und dann hätten wir nur noch die Universität. Und dann, meine Lieben, sind wir schon bei den Ingenieuren angelangt. Ist im Prinzip gar nicht mehr so viel. Wir sollten dann hier vielleicht noch ein eigenes kleines Schiff basteln. Hat nur den Hintergrund, dass man hier mit diesen Stoffen für die Pelzmäntel, dass man hier immer dann zwischen der alten Welt und der neuen Welt hin und her pendelt. Dann holen wir uns gerade die Stoffe und dann können wir schon Pelzmäntel basteln. Das wäre alles kein Problem. Die findet man hier, ne? Das ist die alternative Kleidung über Jacobs Collection. Und hier über die Baumwollweberei und dann hier über die Jagdhütte können wir dann ganz normal über die Schneiderei hier Klamotten herstellen. Ne? Das ist dann relativ easy. Und hier oben die Nähmaschinen, das ist auch ganz einfach, weil man könnte hier zum Beispiel noch eine Eisenmine zusätzlich anschließen. Dann könnte man hier über nochmal in den Hochofen mit reingehen und könnte dann zusätzlich halt jetzt Nähmaschinen produzieren. Wir können es auch anders machen. Wir nehmen noch eine kleine Mod mit rein. Lucia Production Buildings schaltet sich frei bei Handwerkern. Ihr seht schon, die große Fischerei oder hier hinten der eigens kreierte Button dafür. Und dann gucken wir mal, was hier der große Hochofen zu bieten hat. Dafür bräuchte man halt etwas mehr Arbeiterarbeitskräfte. Aber beim großen Hochofen ist es tatsächlich so, dass der doppelt so schnell arbeitet. Das heißt, wir brauchen weniger Platz. Ne? Weniger Platz. Ja, das Ding ist schon etwas größer, weil das ist ja der große Hochofen. Aber weniger Platz, doppelt so viel Effizienz. Und ich sag mal, von den Arbeitskräften her sind es ein kleines bisschen mehr. Guck mal, wie eigentlich jetzt der Hochofen. Der Hochofen hat 100. Und der große Hochofen hat halt 150, aber das ist kein Problem. Deshalb nehmen wir das hier weg. Und wir hauen gleich dieses, schaut mal, dieses Riesenteil, hauen wir gleich mal mit dir her. Das ist ein Modding-Gebäude. Hey, das ist unglaublich. Hammer. Also einfach nur geil. Und jetzt können wir richtig in die Vollen gehen, meine Lieben, denn jetzt basteln wir dann einfach hier an unseren, Nähmaschinen. Dann gucken wir mal, hier gibt es auch wieder die Alternativbedürfnisse und so weiter und so fort. Und hier für 150 Handwerker Arbeitskraft können wir dann hier gleich daneben stellen. Eine riesengroße Nähmaschinenfabrik. Übrigens, ich glaube, für die Nähmaschinenfabrik habe ich einen Stempel. Der ist schon etwas älter, aber ich glaube, der ist immer noch gut zu gebrauchen. Gehen wir gleich mal hoch. Ich glaube, dafür hatte ich schon den Stempel mal eigens gebaut. Hier, ne? Nähmaschinenfabrik. Das ist ein riesen Stempel. Das Ding ist sogar noch Vanilla. Also wer das gerne haben will, der meldet sich gerne bei mir auch oder bei uns gerne im Discord. Das ist kein Problem. Dann stelle ich euch auch nochmal den Nähmaschinenstempel hier zur Verfügung. Hat sehr viele Lagerhäuser außenrum und bietet auch, ich glaube, insgesamt, ich weiß nicht mehr genau, insgesamt 14 Nähmaschinenfabriken, die sehr gut angesteuert werden und wo er dann innerhalb von kürzester Zeit, wenn er dann noch ein paar Spezialisten damit reinholt und Elektrizität und so weiter und so fort, könnt ihr dort richtig was rausreißen. Also das ist alles kein Problem, stelle ich euch auch gerne zur Verfügung, wenn ihr da Bock drauf habt. Ist rein freiwillig, okay? Du kannst auch die... Ja, stimmt, entschuldige Fienchen, das wollte ich auch noch zeigen. Achtung, wir gehen gleich rein in den Step 3. Macht euch bereit, meine Lieben. Lotier Production Buildings hat ja hier den eigenen Button. Und die bieten halt nur immer einige Gebäude. Es gibt aber zum Beispiel hier vorne über die Nähmaschinen bzw. über die alternativen Bedürfnisse gibt es dann hier auch diese sogenannte kleinere Nähmaschinenfabrik. Warum kleiner? Ganz einfach, weil die nicht so viele Arbeitskräfte bedarf und im Prinzip alles nur ein Drittel. Das heißt, das Dreifache an Produktionszeit. Das heißt aber auch ein Drittel nur am Arbeitskräfte. Na, also das könnt ihr so oder so sehen, wie ihr das gerne wollt. Die kleine Nähmaschinenfabrik braucht halt 1,30 zum Herstellen einer Tonne von Nähmaschinen, braucht aber auch nur 50
Handwerker, Arbeitskräfte. Das ist wieder was anderes, ne? Und die Wartungskosten sind deutlich günstiger. Hier schaut man, Nähmaschinenfabrik, Wartungskosten dreimal so viel. Arbeiter, also Arbeitskräfte dreimal so viel, aber halt auch die Produktionszeit, ne, ist halt auch nur ein Drittel. Also könnt ihr euch dann dementsprechend selber ausmalen, was das schon hier an Effizienz zu bieten hat, der ganze Spaß. Was ich jetzt gerne noch machen wollte, ist hier vielleicht noch einen Holzfäller hier herstellen. Wir brauchen halt unbedingt noch einen, der hier, wir brauchen unbedingt noch ein Item, der den Radius dieser Holzfäller ein kleines bisschen reduziert. Da wird wir hier noch ein paar mehr Holzfäller hinbringen, würde ich so mal vorschlagen. Und dann, meine Lieben, es ist soweit. Meine Lieben, es geht los. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Moment, entschuldigt bitte. Weniger Platz, ja. Stimmt, du hast recht. Hochofen, da fällt mir die DRP-Mod für 1701 ein. Sein Teil ist schneller als die Eisenschmelze. Das war doch die, das war nicht die Schönbau-Mod für 1701. Das verwechsel ich. Für 1404 habt ihr damals gequatscht, gab es eine Schönbau-Mod. Und für 1701, das war die Continent-Mod, richtig? Die DEAP. Ist das richtig oder bin ich wieder falsch? Leider ist die Mod sehr instabil. Ja, gut. Ja, okay. Das mag halt jeder so, können wir halt ausprobieren. Das kann man testen. Kein Problem. Wow, ihr seid verrückt. Vielen, vielen Dank für das Like. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Dankeschön, 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 Dankeschön. So, und jetzt, meine Lieben, klappen wir es mal auf und es geht los. So, das Kap Trenon. Die Königin ist eilig aus dem Casino geflohen und ihre Droschke ist weit zurückgefallen. Ihr Fahrer glaubt, sie folge der Küste vielleicht zu einem Schiff. Sie können entweder die Verfolgung fortsetzen oder zu ihrem eigenen Schiff zurückeilen, das im Hafen von Monegasque warten müsste, falls der Kapitän ihre Befehle befolgt hat. Mein Lieben, das ist eine Entscheidung, die keine Fähigkeit bedarf, sondern das ist eine Entscheidung, die wir selber aus dem Bauch heraus ganz einfach fällen müssen. Wenn ihr da Bock drauf habt, gerne. Ich warte auf euch. Ne? Und dann zum Schluss mache ich einen Cut. DAP ist eine sehr gute Mod. War Content 1701. Sehr gut. Gibt es Geld? Das ist gut. Also, sehr gute Kommentare habe ich gerade gelesen. Für 1701 gibt es keine Schönbau-Mod. Ist schon mal geil. Und für 1701 ist das eine Content-Mod. Das sind zwei Sätze untereinander. Die lese ich richtig gerne. Nein, Spaß. Schönbau hat durchaus auch seine Berechtigung. Muss ich sagen. Übrigens habt ihr von dem kleinen kommenden DLC gehört. Von dem kleinen Schönbau-DLC. Da dürft ihr jetzt eigene Seen in euren Inseln, die keine Seen bieten, dürft ihr jetzt als Schönbauer eigene kleine Seen kreieren. Hm? Nur mal so. Alle die zwei. Wir allen. Okay, zu ihrem Schiff allen. Wir treiben ab. Ihr Schiff wartet tatsächlich im Hafen. Schnell wecken sie den Kapitän und die Mannschaft und lichten den Anker. Kurz darauf liegt das glitzernde Monegasque hinter ihnen und in der nächsten Bucht sichten sie ein beeindruckendes Schiff in der Ferne. Wie zum Geier ist es ihr gelungen, den Hafen so schnell zu verlassen. Sie können entweder die Verfolgung ihrer Majestät fortsetzen oder ihr mit ihrer Signallampe eine Friedensbotschaft übermitteln. Und das, meine Lieben, obliegt wieder uns, wie wir uns darüber entscheiden. Entweder wir setzen hier ganz laut die Verfolgung fort oder wir versuchen sie diplomatisch etwas, wie soll ich das sagen, diplomatisch bei uns etwas entgegenzuwirken, indem wir sagen, hey, wir sind nicht dein Feind. Wir sind dein Freund, wir versuchen dir nur zu helfen, wir möchten dir beistehen. Wir sind nicht dein Feind. Punkt. Ganz einfach. Die Entscheidung obliegt wieder euch. Wenn es wieder zu einem 50-50 wird, kein Problem, dann gehe ich hier auch gerne rein und hake dann meine Antwort mit rein. Na, kein Thema. Habe ich jetzt nicht gesagt, liebes Fienchen, aber genau darauf wollte ich hinaus. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn, also Wahnsinn, wie ihr alle hier mitmacht. Ist der absolute Koffer. Es ist unglaublich. Ich werde jetzt hier noch ganz kurz warten, bis ich wirklich vielleicht die zum Schluss noch, die relativ unsicher sind, gerne hier dazu noch mit reinkommen können. Also ist kein Problem. Auch die Leute bei Twitch, die sich hier im Lurk befinden und so weiter und so fort. Kein Problem. Hakt ruhig mit rein, was ihr gerne wollt. Etwas andere Produktionsgebäude. Okay. Asiatengebäude. Geil. Okay, dann würde ich sagen, meine Lieben, es geht los mit 3, 2, 1. Und der ganze Spaß ist erledigt. Meine Lieben,
Wir übermitteln ihr, beziehungsweise versuchen ihr jetzt eine Botschaft zu übermitteln. Wir sind gespannt, ob das zum Erfolg führt. Es kann aber auch die totale Katastrophe werden. Ne? Ihr wisst Bescheid. Die Königin nimmt sich die Zeit zu antworten. Sie haben mit der Aldis-Lampe will Majestät nur helfen. Signalisiert und als Antwort folgen sie uns, mein Lieben, ein Erfolg erhalten. Die Fahrt geht nach Trelawney, dem südlichsten Punkt in der alten Welt, wo der heldenhafte Admiral Nadaski vor weniger als 15 Jahren einen großen Seekrieg über La Corona errungen hat. Die Ehrenrunde erwartet sie dort und sie werden von der Königin herzlichst an Bord empfangen. Sie können sie nun endlich fragen, warum sie davongelaufen sind. Nicht hier, um der innenpolitischen Unzufriedenheit zu entgehen, sondern um sie zu beheben. Unsere Nation hat ihren Stolz verloren, doch Stolz kann wiederhergestellt werden. Am Cap Trelawney hat unser Vater die größte Schlacht gegen La Corona gewonnen. Wir konnten die Schlacht als Sieger verlassen, doch ruhen seither all die Schätze seiner Zeit in den Tiefen von Poseidons Schoß. Lange Zeit hat das Capaun-Zepter seinem Träger unangefochtene Autorität verliehen. Doch es ist zusammen mit La Coronas Flotte in den Fluten versunken. Hier am Kap von Trelawney ist Vaters Sieg allgegenwärtig, seine größte Tat. Mit dem Fund des Capaun-Zepters, einem Privileg unseres Sieges, können wir an den Ruhm vergangener Tage gemahnen und das Vertrauen in die absolute Monarchie erneuern. In Gedenken an die wundervollen Wasserfälle dieser Insel werden wir hier das neue Zentrum unserer Macht errichten. Crown Falls, mein bisher größtes Vermächtnis. Bringt das Zepter zurück in unseren Besitz und wir ernennen euch zum Gouverneur dieses Eilands, dem Cap von Trelawney. Ist vielleicht noch ein bescheidener Außenposten, aber er verspricht, die größte Metropole unseres Königreichs zu werden. Meine Lieben, wir haben es geschafft. Wir haben es zusammen geschafft. Neues Spielgebiet freigeschaltet. Wir sind zusammen ab Cap Trelawney angekommen. Segel setzen. Wir haben es echt geschafft. Sehr, sehr geil. Wir werden jetzt gleich die Schiffe nehmen, hier in der alten Welt, und werden gleich diese zwei Clipper, werden die gleich ins Cap Trelawney mit segeln lassen. Macht bitte, dass ihr Gas gebt. Macht bitte, dass er mit vorwärts kommt. Wir werden, denke ich mal, hier gleich anlanden. Schiff vom Stapel gelaufen. Und unser Stefan hat ja noch gemeint, dass wir bitte noch ein Linienschiff bauen sollen und dann beim Archie mal vorbeischauen sollen. Ja, das habe ich mir vor uns noch gemerkt. Hi. So. Und dann, wie gesagt, hat man ja noch die ein oder andere Produktionskette. Also das, was ich heute schaffen wollte, habe ich heute tatsächlich geschafft mit eurer Hilfe. Es hat riesen Spaß gemacht. Absolut geil. Absolut auch geile Questreihe. Tolle Entscheidung. Und wir haben es geschafft. Wir sind jetzt am Cap Trelawney angekommen. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. In der neuen Welt. Okay. Okay, da ist er jetzt angelandet. Alles klar. Das ist, wie es aussieht, unsere... Ja, das ist, wie es aussieht, unsere Barrel. Ist aber auch nicht schlimm. Alles gut, kein Problem. Wir haben ja noch Manola, wir haben hier noch eine Insel frei. Alles kein Problem. Nur die Ruhe. Das kriegen wir schon hin. So, übrigens, das hier ist unser Baumwollstoff. Na, das ist unser Baumwollstoff für eigentlich das, was wir ganz so dringend brauchen. Jetzt gehen wir noch mal rein. Jetzt wollte ich noch mal gucken. Was kann ich für mit dem Baumwollstoff könnten wir ja hier... Eigentlich so gut es geht, nichts mehr produzieren, aber in der alten Welt könnten wir ja diese, genau, Baumwollweberei. Wir brauchen dann noch eine Baumwollweberei und dann könnten wir hierher fahren und könnten über die Schneiderei Klamotten produzieren. Genau da wollte ich drauf hinaus. Gehen wir mal in die Obreros. Und dann gucken wir mal. Melonen, bla bla bla, eine Boxkampfarena, Kaffee wird dann verlangt. Wir müssen noch etwas weiter basteln, meine Lieben. Ja, wir müssen noch ein bisschen weiterkommen. Und hier gibt es dann Pelzmäntel. Ne? Also hier gibt es dann die Baumwollweberei. Die würde ich dann gerne hier unten mal ein oder zwei Baumwollwebereien würde ich dann gerne mit hier reinbasteln wollen. Bauen wir gleich mal zwei Stück hin. Und dann könnte man nämlich mit dem Stuff in die alte Welt fahren. Aber jetzt. Es wäre klug anzunehmen. Ja, das Problem ist dran, wir haben nicht so viel... Wisst ihr, was wir machen? Wir werfen das gerade mal über Bord.
Kurs setzen. Dann fahren wir erst einmal hierher, bauen einen Kondor. Das sollte eigentlich reichen, das Material. Und dann nehmen wir gleich die Waren, die wir hier, genau, die Waren, die wir hier fallen gelassen haben. Achtung, Admiral anwesend. Die holen wir gleich dann mal ran. Wir teilen die Vision. Wow. Eine glänzende Metropole im Gedenken an unseres Vaters Glorreichens. Alle Phasen des Monumentbaus, schaut mal, was es hier gibt. Alle Schreinereien und Fensterfabrik. Das ist ja geil. Okay, dann machen wir Folgendes. Wir werden jetzt hier mit unserem... Manchmal braucht man einen Plan B. Dann werden wir hier anfangen und mit unserem Linienschiff erstmal... Volle Segel! Hier die näheren Inseln erkunden. Moment, wir machen es gleich so. Wir nehmen gleich ein bisschen Stuff mit. Weil eh unsere Clipper hier hochgefahren sind, können wir das versuchen, ein kleines bisschen zu optimieren. Sind unterwegs. Fahren wir einfach mal an und ich hoffe, dass wir wenigstens eine große Insel finden. Das sehen wir gleich. Also, wir nehmen mit... Stahl, Holz und ein paar Ziegel. Volle Segel. So, dann dreh mal und dann fahren wir mal hier unten mal so eine kleine Kette ab. Jetzt bin ich mal gespannt. Das Ding wird nochmal richtig spannend jetzt. Wartet mal ab. Vom Deck aus konnten wir einen sonderbaren alten Mann beim Plündern der Wracks erblicken. Er könnte unseren Absichten zugetan sein. Ja, das ist der mit der Stimme wie ein Reibeisen. Das ist er. Wir klicken immer noch nicht an, weil der sagt dann, hey, wie geht's dir und alles und bla. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir erblicken. Das ist ja im Prinzip alles Kap, ne? Wir könnten ruhig die Spielgeschwindigkeit, die können wir ruhig ein kleines bisschen erhöhen mal. Es wurde eine neue Insel entdeckt. Schon mal gut. Eher ein bisschen kleiner. Aber umso kleiner, umso gemütlicher, sage ich immer. Kein Problem. Dann fahren wir mal weiter. Wenn ihr so eine Art Patrouillenmodus bei euch mal im Anno machen wollt und ihr habt das bis jetzt noch nicht ausprobiert, haltet einfach, klickt da einfach ein Schiff an, haltet die linke Shift-Taste gedrückt und dann klickt da einfach auf die rechte Maustaste und so fährt das Schiff nacheinander die ganzen Punkte ab. Ne? Ist auch eher nur eine kleine Insel. Bietet aber schon Rohstoffvorkommen. Schon gar nicht so verkehrt. Also die hier, muss ich ganz ehrlich gestehen, die würde ich dann eher nicht nehmen. Besteht aber geil. Also auf so schroffen Felsen. Wenn das Wasser hier unten so ran klatscht. Wahnsinn. Sind bis jetzt erstmal zwei ganz kleine Inseln gewesen. Ist okay. Schaut mal, hier ist auch ein Schiff zerschellt. Ach, das sieht so genial aus, dieses Wasser. Also, kann man sich, also manchmal guckt man einfach nur Anno zu und genießt einfach und ist erstaunt. Neue Befehle? Es geht aber weiter. Okay, das war so nur noch so eine ganz kleine, so eine ganz kleine Sandbank und nee. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Wahnsinn. Wahnsinn. Hier kommen wir auf die erste große Insel. Schaut mal. Okay, das ist die erste größere Insel. Okay, hier sind die Clipper. Ja, Wahnsinn. Der hat gleich mal eine große Insel und hat gleich mal komplett... Die Waffenruhe wurde beendet. Gleich mal komplett, ne? Der Waffenstillstand zwischen Lafontaine und Beryl wurde beendet. Jetzt gehen wir mal rein in die Diplom... Oh! Wir haben nur noch 5 Minuten, meine Lieben. Wir haben nur noch 5 Minuten Waffenstillstand. Geht es für uns dann auch gleich weiter. Und übrigens, wer ist denn auf der Insel drauf? Unser George. Unser George hat sich auf der Insel breit gemacht. Ist okay. Kein Problem. Alles gut. Ich habe ja gesagt, wir wollen erstmal so ein bisschen erkunden. Erstmal vielleicht haben wir Glück und wir finden hier noch irgendwo eine größere Insel. Dann ist das auch cool. Und die habe ich extra mit so viel Material ausgestattet, dass wir die Clipper jetzt so ein bisschen aufteilen dürfen. Und die fahren jetzt hier mal zwei unterschiedliche Routen lang. Und sobald wir hier eine schöne Insel für unsere Zwecke entdecken, einfach besiedeln. Ne? Du bist keiner, der sich die Hände schmutzig macht. Leider. Ja doch, liebe Beryl. Also, mehr als bereit. Ach, machen wir doch schon. Also ein Problem ist es nicht. Okay, wir fahren direkt zum alten Nate vorbei. Ich glaube, hier oben wird es keine Insel mehr geben. Stell
Verstanden, Herr Admiral. So, die machen weiter. Die haben jetzt ihre eigenen Routen. Die werden sich jetzt hier aufteilen. Auf Ihren Befehl. Passt. Steuermann! Dann fahren wir beim Nate einmal rum. Rüber runter in Frankreich, oh Gott. Warte mal, 1701, geile Themen. Natürlich ist das genau dann. Und das Problem, die KI sieht die komplette Map. Ja, du. Du, dann ist es so. Dann ist es ganz einfach so. Damit, lieber Stefan, damit wären wir auch fertig. Weißt du das? Das kriegen wir hin. Wir kriegen das hin. Na, das gibt dem Leben doch erst die richtige Würze. Qualitätsgetreide sagt gut, eine Geleitschutzaufgabe. Wir haben leider nur Clipper da und ein Linienschiff. Ich weiß nicht, ob wir hier... Klar, es gibt halt Ruf. Ei. Aber ganz ehrlich, nee, erstmal nicht. Schiff vom Stapel gelaufen. So, die zwei sollten sich hier endlich mal aufteilen. Jawohl. Die finden so, wieder so kleine Inseln. Sieht ganz so aus, als wären deine Leute zum Kämpfen bereit. Jo, sind sie auch. Sind sie auch. Hier sie unten tun, kommt dann... was nötig ist, um Haus und Hof zu schützen. Die Waffen. Warum fahren denn die hoch? Ich wollte doch eigentlich... Schiff unter Beschuss. Setz die Segel. Eines ihrer Schiffe wird die angegriffen. Waffenruhe warum? Wurde beendet. Ei. Okay, das ist die alte Welt, wie es aussieht. Machen wir gleich mal Diplomatie. Machen wir gleich mal Waffenstillstand erbitten. Du findest, das war ein Und hier Sturm? Machen wir das genauso. Das war nicht. Sie haben recht. Gehen wir noch ein. Ohne Geld. Wir haben hier das geschafft, einen Waffenstillstand ohne Geld auszuhandeln. Das heißt, er wollte keine Kohle von uns. Schoner okay, das ist mal genial. Okay, hier gibt's jetzt... Was sie mag hübsch aussehen, aber sie zielt unter die Gürtellinie, wenn übel. Es sein muss. Okay, das ist richtig krass. Also die kommt hier tatsächlich schon mit Luftschiffen rein. Haha, die Barrel! Die Barrel haut's raus. Okay, das ist wieder eine kleinere. Ja, dann ist es so. Vielleicht haben wir dieses Mal, haben wir nicht so viel Glück gehabt im Cap Trelawney, dass wir vielleicht da keine so große Inseln hier auf der Karte haben. Kann auch sein, durchaus. Die KI ist ein Typ, ja. Nee. Danke. Dankeschön, lieber Helge. Ja, wissen wir schon. Haben wir gerade eben versucht, ein bisschen entgegenzuwirken. Wie gesagt, das passt schon. Jetzt haben wir wieder 2 Stunden Waffenruhe. Es ging aber nicht darum, um die Waffen und den Waffenstillstand eigentlich zu erzeugen, sondern es ging darum, eigentlich Ruf bei den 2 Piraten-Fraktionen so ein bisschen zu erarbeiten, weil ich glaube, den Friedensvertrag, guckt mal, absolut sicher beim La Fontaine. Damit meine Tochter wieder lachen kann. Das Ding hat 100 Punkte jetzt. Und wenn wir, und wenn alle Stricke reißen, ein Konkurrent bekommen hat eine wir Siedlung jetzt errichtet. Handelsrechte. Wir mögen keine Allianz mit dem eingehen, wir sondern einfach nur Handelsrechte, weil der, ich sehe, Sie haben ein Herz. Der nimmt jetzt unser Bier. Außerhalb des Einflussbereichs der Hacienda, warum? Ah, hier ist die Bevölkerungszahl ein Stück zurückgegangen, schaut mal. Okay, es mangelt hier schon an gebackenen Bananen, wow. Alles klar. Wir haben jetzt schon ein kleines Defizit an gebackenen Bananen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. 4? Ja. Guck mal. Wir müssen hier nochmal Gas geben. Hier müssen wir nochmal rein. Aha, unser Hafenbereich hat sich verkleinert. Wie drum denn das? Okay, hier stimmt irgendwas nicht. Hier gab es bei irgendeiner Mod gab es hier ein Update. Das sehe ich gerade. Irgendwo gab es hier ein Update. Ich weiß zwar nicht genau was. Entweder die Spice It Up. Schätze ich mal jetzt vom Hafenbereich oder so. Oder direkt die große. Oder direkt die große Military Mod. Irgendeine Modification sehe ich hier, ne? Guckt mal den Hafenbereich an. Der hat sich deutlich verkleinert. Hat hier irgendwo noch ein Update letztens bekommen. Das sieht man darum.
Das ist es absolut geil gerade. Das kann ich euch auch mal zeigen. Das Spiel geht trotzdem weiter. Wir wissen aber, dass in dem Spiel irgendwas nicht stimmt. Unsere letzten Gebäude, die wir gebaut haben, sind hier. Der Hafenbereich von der Spice It Up ist aber eigentlich, der wäre aber eigentlich hier dem angepasst. Wenn man aber jetzt hier reingeht und guckt mal nach den Gebäuden, dann ist der Hafenbereich, guck mal, dann ist der viel kleiner. Das ist der, ich glaube sogar, das ist der Vanilla-Hafenbereich. Könnte sein, dass das der Vanilla-Hafenbereich ist. Wenn nicht, dann ist das zumindest der Hafenbereich, der großen World War Mod. Vielleicht kann auch sein. Vielleicht hat die noch ein Update bekommen. Das sehen wir mal. Das sehe ich dann morgen. Na, gucken wir mal. Also es lässt sich ja trotzdem weiterspielen. Das ist alles kein Problem. Da müssen wir halt nur mal den Hafenbereich ein bisschen verkleinern. Ja, aber hier, ihr seht, normal ist der Hafenbereich so groß. Der ist wirklich so groß. Das lässt sich alles wieder einstellen. Alles kein Problem. So, was wir jetzt brauchen, ist eine Fischölfabrik. Dann sollten wir mal reingehen und müssen wir in jedem Fall noch eine Bananenplantage bauen, mein Lieben. Und dann müssen wir auch noch eine dritte Küche basteln. Ne, die ist ganz, ganz wichtig. Die könnte man schon hier haben, wobei da fehlt dann ein Weg. Auch nicht schön. Dann bauen wir lieber die Küchen hierher. Dann bauen wir gleich so nachhaltig. Hier machen wir eine Blaupause rein. Zack. Und hier könnten wir dann... Beides sind genug Lagerhäuser hier oben. So. Die basteln an neuen Schiffen. Das ist Vanilla und nicht gut. Nee, das ist alles gut. Donald, das ist kein Problem. Macht doch darüber keine Gedanken. Das ist irgendeine Mod, die ein Update braucht. Nee, darüber mache ich mal relativ wenig Gedanken. Unser Taludas zum Beispiel hat auch letztens für die Hacienda, das ist erst ein paar Tage her, hat er auch wieder ein kleines Update rausgebracht. Also alles gut, kein Problem. Lieber Dennis, ich wünsche dir eine gute Nacht, schlaf gut und ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Und dagegen, meine liebe Tippimon, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du reinschaust und schön, dass du dabei bist. Freut mich riesig. Die Minenfelder am Kap Trelawney, sonst verlierst du ein Schiff. Die Minenfelder am Kap? Die Minenfelder? Die sind doch am Anfang, sind die noch nicht aufgebaut, oder? Die Minen... Boah! Stopp. Hier, kannst gleich anfahren, mein Freund. Kannst gleich anfahren. Die Insel, die holen wir uns in jedem Falle. Hier unten hätten wir noch so eine kleine. Ja, das ist natürlich eine riesengroße, ne? Die Barrel hat sich wieder so eine der großen geschnappt. Ist aber auch nicht schlimm. Alles gut. Meine Lieblingsinsel gibt es leider hier nicht, wie es aussieht. Also die hier werden wir uns holen und ich würde mir dann... Doch, die werden wir uns mal angeln. Zack. Erwarten neue Horizonte. So, dann gib mir mal wieder mein Material. Du stehst nun schon eine ganze Weile am Anfang. Jo. Ruder übernehmen. So, dann hätten wir hier noch eine kleine, aber feine. Ja, könnten wir, muss ich ehrlich gestehen, könnten wir wirklich. Aber ob sich das hier lohnt, dann würde ich eher hier so eine Insel in der Mitte nehmen. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Ich wollte gerade sagen, das ist Holiday Island gewesen. Das hier ist Holiday Island. Hier haben wir angefangen und hier oben zum Beispiel hat man dann die Hotels draufgebaut. Aber unsere Prinzessin Queen war hier schneller, das war mir sowieso klar. Ich würde dann Folgendes machen. Wisst ihr, was wir tun? Achtung, wir werden hier vorne, wenn wir das schaffen, noch die Insel besetzen. Die ist gleich gegenüber vom Kap. Schaut mal. Ja, die ist gleich hier gegenüber. Da können wir mal schön hin und her tüdeln. Kein Problem. Dann hätten wir die hier. Wir hätten die und dann machen wir tatsächlich, dann nehmen wir die hier noch ein. So. Fenster nehmen wir gleich wieder mit, die Ziege, das Holz und wir nehmen auch gleich... Manchmal braucht man einen Plan B. Genau, dann nehmen wir auch gleich wieder alles mit. Dann fahren wir hier hinten mal noch ab. Vielleicht haben wir Glück und wir finden noch irgendwas. Ich glaube es zwar nicht, aber egal. Weltenlenker, jetzt haben wir glaube ich überall 200 Arbeitskräfte umsonst. Wahnsinn. Sehr geil. Donald, du warst doch immer der Fan davon. Du warst doch immer Fan davon, diese kleinen Inseln auch einzunehmen, ne? Gerade hier die im Westen, das weiß ich noch, ne? Du warst ja der Fan, auch diese kleinen Inseln da einzunehmen. Gerade wenn es dann Richtung alte Welt, neue Welt geht, die fahren die ja, glaube ich, alle hier raus. Und ich glaube Richtung Enbesa fahren sie, glaube ich, hier unten raus.
im Südwesten. Aber sonst fahren sie alle erst, glaube ich, so westlich wieder raus. Richtig? Ja, ja, Waffenruhe beendet. Das wissen wir alles schon. Ist kein Problem. 13 Punkte hätten wir wieder dazu. Ja, und dann müssen wir halt mal ein bisschen anfangen zu basteln. Ne? Hier bräuchten wir ein ganz kleines bisschen Holz. 40 Tonnen bräuchten wir mal hier. Auf Ihren Befehl. Warum fährt der Clipper hier hoch? Ich wollte doch, dass der Clipper hier hoch fährt. So eine kleine Route noch dreht, so eine kleine Runde. Und dann eigentlich hier vorne anlandet. Das habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden. Aber gut. Da ist doch. So, Konto bauen. Okay, das hätten wir jetzt. Lasse ich aber mal auch die... Ja, 30 Tonnen Holz sind es leider nur. Das können wir aber doch hier lassen. Und können wir hier zumindest schon mal eine Kleinigkeit basteln. Hier gibt es Rohstoffvorkommen und auch... Lehm. Das ist kein Problem. Gibt es auch Getreide und auch Hopfen. Also zumindest die Stufen, die ersten beiden Stufen sind schon mal gesichert. Es fehlen Kartoffeln. Das fehlen hier. Und hier fehlt halt Holz. Also zum Weiterbauen fehlt im Cup definitiv Holz. Ein neuer Auftrag. So, okay. Wie gehen wir denn vor, meine Lieben? Wir haben zumindest mal einen großen Teil vom Cup Schwellani mal eingenommen. Alle drei Fraktionen sind hier auch mit eingetroffen. Alle drei Fraktionen haben zumindest mal eine Insel eingenommen. Gut, ist okay. Der letzte Clipper fährt hier nochmal ein bisschen die Routen ab. Ich werde jetzt Folgendes machen. Bevor wir dann hier wirklich uns final aufbauen, würde ich tatsächlich hier vorne noch die zwei kleinen Inseln holen. Ich weiß nicht warum, aber ich gehe jetzt einfach mal danach, dass es vielleicht irgendeinen Vorteil bringt, wenn wir hier diese zwei kleinen Inseln uns noch holen. Da mögen wir was draufbauen oder nicht, ist erstmal völlig egal. Wichtig ist, dass wir hier vorne erst einmal so einen kleinen Kreis unseren eigenen nennen dürfen. Ne? Ist schon mal wichtig. So, dann besuchen wir nochmal die alte Welt. Gehen mal rein zur Queen. Schaut mal, die hat uns mittlerweile schon wieder einen Anteil abgeluchst. Ich bitte euch, bedenkt, welche Schande über mich hereinbrechen würde. Ich weiß schon, dass wir das machen sollen, aber glauben wir es, ehe wir 87 Millionen zusammenbringen, dauert es schon ein Stück, meine liebe Prinzessin. Und deshalb bist du hier noch eine Weile safe. Der Michael muss sich leider auch verabschieden. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Oh, Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank, dass du so lange dabei warst, lieber Michael. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Einen schönen Start in den Sonntag und wenn man sich wieder sieht, vielleicht mit dem Podcast nächste Woche, selbe Stelle, selbe Welle hier an den digitalen Empfangsgeräten 20.30 Uhr, Anno 1800. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Ciao, ciao. Und auch der Helge geht auch schon. Dann wünsche ich auch dir, lieben Helge, einen wunderschönen Abend, eine schöne gute Nacht, schlaf gut, schönen Sonntag und ganz wichtig, auch dir, lieber Helge, gesund bleiben. Ich werde mich demnächst bei dir melden. Okay, ich hätte da mal noch ein, zwei Fragen. Dann, ciao, ciao. Mach's gut. Alles gut. Danke, lieber Helge. Super. Dankeschön. Danke, dass du dran gedacht hast. Kann das so gedruckt werden? Ja, das weiß ich. Pass auf. Boah, guck mal, Stefan. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Ein Konkurrent hat in der alten Welt eine Siedlung errichtet. Unsere Queen hat sich hier unten nochmal die Insel gekrallt. Hier oben, die könnten wir zur Not noch nehmen. Ja, und dann wären halt dann auch fast alle Inseln auch in der alten Welt besetzt. Das ist im Prinzip auch nochmal Holiday Island in der alten Welt. Ja, so eine kleine Session, also so eine kleine Schönbau-Session möchte ich auch noch machen. Da hat der René damals den idealen Tipp gehabt, wie dann dieses Viertel dieser Insel genannt werden sollte hier. Hier oben, wo wir dann diese zwei exklusiven Hotels hingebaut haben. Eigentlich in der alten Welt geht es eigentlich. Klar, wir haben nur drei Inseln, ist alles nicht so, das ist auch alles nicht so ohne. Aber ich muss euch ganz ehrlich gestehen, wenn ich nochmal Gas geben würde, dann würde ich das hier gerne machen. Gerade in der neuen Welt. Da müssen wir vielleicht nochmal gucken. Schaut mal, hier ist der Bereich auch nicht so groß, ne? Hier ist der Hafenbereich auch tatsächlich nicht so groß. Da muss ich echt nochmal reingehen und muss dann mal gucken, an welcher Modification das hier liegt. Warum der Hafenbereich hier nicht so groß ist. Entweder liegt es tatsächlich an der Spice It Up oder... Stefan, du sagst, dass die World War Mod, dass die kein Update erhalten hat, oder? Vielleicht habe ich auch letztens ein bisschen an der Spice It Up umgebaut. Vielleicht habe ich auch diesen vergrößerten Hafenbereich einfach mit rausgelöscht. Das kann auch sein, dass ich den mit rausgenommen habe. Fälschlicherweise. Kann alles sein. So. Gut.
Oh, siehst du, ich muss nochmal refreshen. Entschuldigt bitte gerade für die Qualität. Gerade hackt das Internet ein ganz kleines bisschen bei mir. Wenn nicht, refresht nochmal. Seid bitte so nett. Weil das immer so schwankt zwischen 480 und HD. Ich weiß auch nicht, was zurzeit los ist. Anscheinend ist die Qualität zwar hervorragend, aber das Bild, das schwankt immer mal bei mir ein bisschen. Seht mir das bitte ein bisschen nach, entschuldigt. So. Dann versuchen wir mal hier, die hier zu einem bisschen besseren, zu einem besseren Leben zu verheben. Wir haben ja hier noch den Ferras drin gehabt. Ich würde jetzt mal Folgendes vorschlagen. Also die Schiffe, die fahren jetzt erstmal hier raus. Die brauchen wir erstmal, die Fregatte brauchen wir erstmal hier alle nicht. Was wir jetzt hier noch machen können, ist hier mal noch einen Schritt weiter. Schnaps, Chili-Soße, Bedarf kritisch, das klingt auch nicht schlimm, das klingt auch übel. Versorgung 2 Tonnen und Nachfrage mittlerweile 3 Tonnen. Also die brauchen mittlerweile richtig, richtig viel hier. Hier ist kein Weg angeklemmt, weil der liebe Zando wieder den Weg vergessen hat, wie immer. Machen wir es mal so, wir machen mal hier. Wir klemmen hier mal noch eine Farm an und hier unten könnten wir noch probieren. Damit wir hier den Platz noch ein bisschen effektiver ausnutzen, legen wir dann gleich mal hier noch ein bisschen Weg an. So hier. So, dann brauchen wir hier 64 Module. Ach, das ist so schön, ne? Wenn man nicht direkt diese ganzen Module an die Farmen anbauen braucht, sondern ehrlich gesagt nur daneben oder irgendwo in dem Einflussbereich. Wir werden immer noch nicht gebraucht. Doch, doch, ihr werdet jetzt wieder gebraucht. Wenn so, eine können wir noch wegpacken. Schon Mittagspause? Dann fehlt hier noch einmal Waren, meine Lieben. Das könnten wir dann auch mit dementsprechenden Ziegelsteinen, könnten wir das dann auch aufwerten. Das wäre kein Problem. Jetzt haben wir angeklemmt 3 Farmen, die 3 Tonnen produzieren. Und auch Versorgung 3 Tonnen und Nachfrage 3 Tonnen. Das heißt, das müsste wirklich aufgehen. Ich bin mal gespannt. Die Versorgung ist noch nicht hundertprozentig stabil hier, weil hier einfach noch Waren fehlen. Das kriegen wir aber noch hin. Ich hoffe mal, dass wir zumindest mit Gewürzen erstmal hier safe sind. Ne, dass hier das Pensum wieder ein bisschen steigt. So, dann gucken wir mal. Zufriedenheit. Da ist alles okay. Ich habe nie daran gezweifelt. Ja, und Burritos. Burritos sollte ich dann mal hin und her fahren. Das Geile an diesem Burrito-Boom ist, dass wir hier oben den Buff bekommen. Und zwar, sobald wir hier Burritos haben, werden zusätzliche Einwohner bei uns in die Gebäude rein transferiert. Das heißt, normalerweise ist es so, dass man mit diesen Tortillas nur 5 Bewohner pro Gebäude dazu bekommt. Aber mit dem Burrito-Boom, mit der kleinen Modification vom Taludas, bekommen wir jetzt 9 neue Bewohner in diese Gebäude rein. Ja, das macht sich schon bemerkbar. 10 Gebäude ist halt nicht so viel, ne? Das sind vielleicht nur so 30, 40 Bewohner. Aber jetzt überlegt mal, wenn ihr 50 Gebäude habt oder 100, was alleine das ausmacht. Aber denkt dran, die müsst ihr auch versorgen, ne? Hier oben hat man ja dann den Burrito-Boom installiert. Und wir sehen dann hier halt immer mal, dass hier trotzdem noch Waren fehlen. Hat ganz einfach den Hintergrund, die Avocados haben hier eine ganz andere Herstellungszeit wie die meisten anderen, Plantagen. Hier schaut mal, also die Maisplantage hat eine Minute, die Gewürzfarm hätte auch dann 2. Die Bananen hat 30 Sekunden, ne, und das merkt man schon. Und hier zum Beispiel die Rinderfarm hat auch eine Minute. Also wenn wir das wirklich richtig machen wollten, dann müssten wir hier die Avocado-Plantage mindestens doppeln. Ne, die bauen wir dann hier doppelt aus, dass hier das Verhältnis richtig hergestellt wird. Und jetzt hätten wir, ne, Mais, Avocado und Rinderfarm, hätten wir jetzt roundabout überall eine Minute pro Tonne. Das würde jetzt passen. Dazu zählt auch die Gewürzfarm. Die müssen wir dann mal nochmal umstellen. Na, hier brauchen wir ja noch Gewürze dazu. Da ist auch immer 0. 0, 0, 0. Gut, dann müssen wir die Gewürzfarm. Sollten wir dann auch nochmal mit rein basteln hier. So. Sehr schön. Okay, noch ein Lagerhaus hier unten hin. Na komm. Gut. Sehr gut. Sehr, sehr schön. So, dann hätten wir hier hoffentlich mal die optimale Auslastung von den Burritos. Leider ist es so, dass wir von den Burritos hier noch nicht genug produzieren. Ja, wir haben eine kleine Überproduktion, aber hier haben wir ja auch schon Obreras mit drin. Und das heißt, die wollen auch schon Burritos haben. Das heißt für uns, wir müssten halt
diese Produktionskette, die hier auf der Insel gerade ist, die müssen wir doppeln. Also die müssen wir wirklich verdoppeln. Die Manufaktur braucht auch eine Minute und die wartet halt immer auf dieses Guacamole. Und das haben wir ja gerade zum Glück etwas verbessert, etwas optimiert. Ne, gerade mit Avocados und Gewürzen, da kommen wir jetzt summa summarum überall auf eine Minute, auf eine Tonne pro Minute. Und das müssten wir jetzt alles doppeln. Alles. Komplett. Und damit könnten wir auch hier unten jetzt dann Santo Domingo versorgen. Gucken wir mal. Ne, die brauchen eine Tonne. Eine Tonne als Nachfrage. Und das schaffen wir noch nicht herzustellen. Es geht einfach noch nicht. Kein Problem, lieber Gerhard. Schönen Dank, dass du so lange da warst. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag und wenn du mal wieder Lust hast, wie gesagt, selbe Stelle, selbe Welle, Anno 1800, jeden Samstag oder ich versuche es jeden Samstag um 20.30 Uhr. Schönen Dank, dass du dabei warst. Eine gute Nacht. Ciao, ciao. So, dann hätten wir hier Insel Nummer 1, die nehmen wir. Erwarten neue Horizonte. Dann nehmen wir aber gleich wieder die ganzen Waren, alles, die ganzen... Du trägst die Nase so hoch, dass du nicht siehst, was sich zu deinen Füßen auftut. Barrel. Setz die Segel. Manchmal muss man einfach an anderen Leuten eine Lanze brechen. Die Frau ist so krass. Unglaublich. So, jetzt haben wir eigentlich alle... Jetzt haben wir eigentlich so alle Inseln, die ich eigentlich gewollt hatte, haben wir eingenommen, so gut wie es geht. Also haben wir eigentlich schon einen sehr großen Fußabdruck hier hinterlassen im Cap Trelawney. Und jetzt könnten wir eigentlich mal ganz gemütlich anfangen, im Cap Trelawney hier uns so ein bisschen was aufzubauen. Also da könnten wir, das Cap könnten wir schon anfangen zu bauen. Oh, der Hafenbereich. Ja, das ist, lieber Donald, das ist nicht gut. Aber das sehen wir dann. So, jetzt gucken wir mal, wo ist denn hier der erste Feldweg? Hier. Und dann bauen wir mal bis hier raus. So mache ich das meistens. So, hier, das Konto dann vielleicht hier. Da passt genau hin, in die Mitte. Und dann könnten wir hier schon anfangen, ohne dass wir hier lang rummachen. Dann könnten wir hier schon das erste Viertel unserer kleinen Hut machen. Schaut mal, wie weit wir hier raufbauen können. Also wenn ihr das wirklich schön symmetrisch anlegen wollt, wie ich. Ich liebe das ja total. So ein bisschen Symmetrie. Dann können wir das so weit wie es geht hier aufbauen. Und dann würde ich sagen, ziehen wir den Strich hier runter. So, hier, und das wäre, sagen wir mal, hier so unsere Riesenhut. Also, wenn wir da keine Bewohner reinbringen, dann weiß ich auch nicht. Also, wirklich, da weiß ich auch nicht. Übrigens, es gibt auf dieser Insel sage und schreibe 10 Flussbauplätze. 10 Stück. Schaut mal bitte, was auf diesen Seitenarmen los ist. Absoluter Hammer. Unglaublich. Wahnsinn. Gut. Wir bräuchten etwas Holz. Das wäre mal gut. Damit wir hier mal wieder einen kleinen Anfang haben. Das Holz lassen wir mal hier. Und das Holz werden wir jetzt hochschippern. Direkt nach Crown Falls. Und dann werden wir mal beginnen. Übrigens habe ich hier, glaube ich, hatte ich hier auch einen kleinen Stempel gebastelt. Na, hier, das ist die T2-Siedlung. Wenn wir da in den Blaupausenmodus reingehen, könnten wir das hier schön nacheinander hier so aufstellen. Passt nicht ganz hier drüben rein, aber immerhin. Ne? Ja, alles gut. Also, das ist halt ein geiler, kurzer Weg, hier auch mit Stempeln zu arbeiten. Und man sieht es schon, wir müssten hier den Weg mal ein bisschen abreißen. Und könnten dann hier noch eine Hut hier oben anschließen. Und schaut mal, wie viel wir dann insgesamt Einwohner schon hierher bringen. Wahnsinn. Und hier könnten wir das auch nochmal machen. So, so viele Einwohner wie möglich hierher. Und schaut mal, also, boah, wenn das nichts ist, weiß ich auch nicht. Das ist ja verrückt. Okay. Jetzt bräuchten wir nur noch ein bisschen Holz. Dann vielleicht ein, zwei Holzfäller hier drüben. Dann ein, zwei Sägewerke. Und dann könnten wir hier schon anfangen, unser eigenes Holz zu produzieren. Dann gehen wir rein mit Schnaps, dann gehen wir rein mit Fisch und so weiter und so fort. Und dann sind wir hier ruckzuck, sind wir hier bei die Arbeiter und dann auch gleich bei die Handwerker. Das geht, denke ich mal, relativ schnell. Vor allen Dingen haben wir ja schon sehr viele Gebäude freigeschalten. Das passt dann auch. Alles bereit. So, an der zweiten Insel sind wir auch. Die nehmen wir auch gleich. 3 Einflusspunkte. 3 Stück. So, dann nehmen wir das alles wieder raus und fahren hoch ins Kap. Je höher der Flug, desto tiefer der Fall.
Ja, also man muss jetzt nicht wirklich übertreiben, liebe Beryl. Also Ruder übernehmen. So würde ich es jetzt nicht beschreiben. Aber gut. So, eine kleine Roadmap für euch, meine Lieben. Ich würde jetzt noch so eine Stunde machen. So ein halbes Stündchen. Ja, so ein halbes, dreiviertel Stündchen auf jeden Fall. Ich sag mal, wenn euch noch was zu knabbern holen wollt, halb, dreiviertel eins, würde ich dann heute den Stream beenden. Wir haben heute sehr, sehr viel geschafft. Es hat mega Spaß gemacht. Wir könnten uns sogar noch so eine 2-Sterne-Piratenjagd antun, wenn ihr da Bock drauf habt. Weil da brauchen wir so ein bisschen Gefechtskunde. Gefechtskunde kriegt man bei uns durch die Linienschiffe. Die haben, glaube ich, Gefechtskunde gleich am Start. Und vielleicht haben wir Glück und wir kriegen alles noch das bereit. Ein oder andere Item. Bietet nicht genügend Platz. War mir irgendwo klar. Dann machen wir gleich mal Upgrade rein. Vielleicht haben wir hier Glück und wir haben hier noch das ein oder andere Item. Schaut mal. Na, der Chakusto, die sind ja alle da. Wenn wir hier diesen, Clipper voll machen mit diesen Items. So, und dann fahren wir mit den Items runter zu uns. Nach Zantopolis in die alte Welt. Dann könnten wir mit diesen Items ein Linienschiff ausstatten, wenn ihr Bock habt. Und dann gehen wir nochmal auf Piratenjagd. Was sagt ihr dazu? Eine Expedition heute zum Abschluss? Habt ihr Bock drauf? Also ich hab Bock. Ich hab immer Bock auf so eine Piratenjagd. Weil das Geile ist dran, da kriegen wir Schätze. Und in den Schätzen können alles drin sein. Alles. So, hier ist der alte Nate. Was hat denn der für eine Aufgabe? Oh nein. Ich habe da eine fette Gelegenheit aufgetan. Beeinflusst alle Baumschulen der alten Welt. Mehr Produktivität, mehr Wartungskosten der Arbeitskräfte. Okay, was hast du denn da? Eine Lieferaufgabe. Was willst du denn haben? Du kannst schon los. Ich habe hier noch was zu erledigen. 26 Tonnen Brillen. Herzlichen Dank. Können du wir nicht. Du bist nur ein weiterer Sargnagel. So, unser George hatte ja eine Quest. Das war ja auch so ein... Ich glaube, das war auch nicht so toll. Beweisen Sie, dass Sie mehr sind als ein Schaumschläger. Ja, genau, eine Geleitschutzaufgabe. Das brauchen wir auch noch nicht, weil wir haben hier nur ein Linienschiff zur Zeit und mit dem, glaube ich, eine Geleitschutzaufgabe, da bräuchte man mindestens 2 oder gar 3 oder vielleicht 2 Fregatten noch. Dann würde ich die Geleitschutzaufgabe annehmen wollen. Ei! Alter, Luftschiffe. Kommen Sie mir bloß nicht mit Schiffen. Das ist ja unglaublich. Also, geil. Absolut geil. Segel setzen. So, dann würde ich mit dem Linienschiff hier oben ins Konto reinfahren und würde hier warten, bis der Clipper vom Cap Trelawney runtergefahren ist. Und dann würde ich mit euch zusammen gerne hier noch auf eine Piratenjagd gehen wollen. So als Abschluss heute. So, im Übrigen. Der Radius ist wieder hergestellt. 1100 Leute sind es wieder. Und hier werden jetzt wieder schön Baumwolle produziert und hier wird auch wieder schön Baumwollstoff produziert. Den brauchen wir jetzt ganz, ganz dringend. Und zwar machen wir es jetzt so, ein Clipper, der fährt jetzt hier hin und her und fährt jetzt unter Baumwollstoff hier hin und her. Ich glaube, im späteren Spielverlauf brauchen wir davon immer, immer mehr. Gehen wir mal rein ins Handelsroutenmenü. Auf Ihren Befehl. Die Urs Flaudebäcker. Was für ein Name. Also, alte Welt. Zantopolis. Und dann gehen wir hier in die neue Welt gerne rein. Und dann holen wir uns von hier holen wir uns jede Menge Baumwollstoff. Und damit könnten wir dann mit der Schneiderei könnten wir uns dann unsere Klamotten bauen. Die Nähmaschinen sollten in der Zwischenzeit schon, die sollten schon gebaut werden. Mit genügend Eisen vorneweg. Hier lang erstmal 3 Slots reichen hier völlig. Du darfst losfahren. Da gucken wir gerade mal rein. Wie schön, in dieser ja, Zeit passt. Zu leben. Ist das geil. Okay. So, dann gucken wir mal. Wurstmäßig ist auch keiner mehr zu Hause. Schweine haben wir genug, aber hier Wurst. Das sagt man niemand mehr. Das heißt, wir könnten hier auch Folgendes machen. Wir könnten Sieht diese 2 Metzgereien aus, wegreisen und könnten über die Lotier Production Buildings, meine Lieben, einen Schweinemaststall und könnten dann sogar eine Wurstwarenfabrik basteln. Ne? 50 wären 250, was dann ungefähr frei wäre. Das könnten wir machen. Aber wir sehen gerade, die Arbeitskraft sinkt. Ach, Sie sind viel zu gut. Ach, wegen der Wurst. Alles klar. Okay. Dann machen wir Folgendes. Haltet das Förderband an. Du stehst auf Pause. Den Weg machen wir jetzt hier mal frei. Wir machen den Weg frei. Wurstwarenfabriken.
Ja, ich weiß schon. Die reisen jetzt weg. So, jetzt hätten wir hier wieder ein bisschen positive Arbeitskraft und jetzt geht's hier richtig los, ne? Also 6 Tonnen pro Minute wird jetzt hier produziert. Das ist eigentlich viel zu viel. Schaut mal. Ne? Versorgung und Nachfrage. Und hier, also das ist der Hammer. Also jetzt geht's wirklich los mit dem Ding. Und das Tolle und das Geniale ist ja dran, ab Ingenieure dürfen wir nochmal Elektrizität hier reinhauen. Das heißt, das geht noch schneller. Das heißt, pro Wurstwarenfabrik schaffen wir hier tatsächlich einen Output von 12 Tonnen pro Minute. Jetzt rechnet mal, wir haben 5 solche Teile. 5. Da können wir die ganzen Inseln, können wir außenrum mit, einfach nur mit Wurst versorgen. Ne? So, es geht los. Sehr schön. Die Arbeitskraft ist egal, ob die sinkt oder steigt. Die wird jetzt gleich steigen, weil wir gehen jetzt gleich voll rein und produzieren hier Wurst ohne Ende. Ne? Das ist kein Thema. So, mit der Schneiderei bekommen wir auch gleich unsere Pelzmindel. Das heißt, wir sind wieder einen Schritt näher zu den Ingenieuren, mein Lieben. Es ist bloß die Frage, wo bauen wir das denn hin? Ja, direkt an den Strand würde ich es jetzt nicht machen wollen. Ja, so ein bisschen hier oben hin, oder? Was meint ihr? Hier ist auch noch jede Menge Platz. Also, die brauchen, glaube ich, eine Tonne Klamotten. Versorgung 2, Nachfrage noch 0. Ist schon mal gut. Und dann bräuchten wir noch Felle. Auf dieser Insel erforderte Fruchtbarkeit. Das heißt, das passt auch. Da müssen wir halt irgendwo noch ein bisschen Platz schaffen. Guckt mal hier drüben. Hier wohnt noch niemand. Ja, guckt euch das mal an. Na, dann nehmen wir doch hier die Seite, oder? Was sind noch mindestens hier viel mal... Herzblut rein. Produktivität plus 50% Attraktivität und Walddichte. Das heißt, das könnten wir sogar noch ein kleines bisschen kleiner machen. Und die Ursula Green hält auch hier Einzug in der Jagdhütte. Machen wir es gerne mal so und wir machen es so hier. Und unten drunter basteln wir noch gerne ein Lagerhaus. So, meine Lieben, wir haben jetzt so knapp 6000 Einwohner zusammen. Jetzt wird mich doch mal interessieren, wie weit seid denn ihr, wenn ihr auf dem Seed mitspielt? Wie weit habt denn ihr es geschafft? Habt ihr bis jetzt, konntet ihr mehr Inseln besiegen mit denselben Voraussetzungen? Oder habt ihr ganz anders angefangen zu spielen, zum Beispiel komplett ohne Gegner, ohne Flüsse und so weiter und so fort? Oder sagt ihr, nee, wir probieren das auch, gerade gegen die drei Wettbewerber oder gegen die drei Konkurrenten, da müssen wir auf jeden Fall müssen wir was tun, weil der George, der hat sich hier oben schon ein schönes Eckel reingebaut, auch die Barry hier unten, der steht natürlich hier die Prinzessin ein bisschen im Weg, in ihrer Hauptinsel, so wie es aussieht, schaut mal, die hat schon ein Bankhaus, wow, das dauert also nicht mehr lange und die kommt ja tatsächlich schon mit den Investoren an, weil mittlerweile Luftschiffe hat sie ja auch schon. Sei Peter hat sie auch schon am Start. Von der Überfahrt zurückgekehrt. Das ging jetzt richtig schnell. Und jetzt warte ich im Prinzip nur noch auf die Werft. Ich warte im Prinzip nur noch auf diese... Die Leute auf die, sollten dich auf die Dampfschiffswerft. Das ist ja nur Segel. Aber wo sind die Dampfschiffswerft? Schaut mal, was die hier hin haben. Nur Sei Peter. Wow. Irgendwann stellen die um. Ich weiß aber nicht mehr genau wann. Ich weiß nicht mehr genau wann das war. Aber egal. Das Imperium braucht Wurst. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Wir geben hier alles. Ich denke aber mal jetzt, guck mal, also jetzt ist schon die Arbeitskraft nutzen wieder... Sie es weise. Wieder positiv. Ah, das geht wieder Richtung 100%. So, Nähmaschinen sind gut. Die ersten Pelzmäntel werden gleich kommen. Die werden dann in der Schneiderei dann sofort verarbeitet. Hier fehlt noch einiges an Material. Ja, zu Klamotten, von dem her ist das alles kein Problem. Was wir jetzt als letztes brauchen, ist tatsächlich hier eine Universität. Und dann könnten wir schon sagen, dass wir Handwerker zu Ingenieuren upgraden. Es ist tatsächlich dann schon soweit. Wir brauchten halt eine unheimliche Menge von Handwerkern noch mehr. Das Geniale ist dran, wir haben hier sehr, sehr viel Bauernarbeitskraft am Start. Das heißt, wir könnten hier schon noch ein bisschen reingehen und könnten hier schon noch ein bisschen upgraden. Ne? So viel steht fest. Also machen wir jetzt Folgendes. Wir haben unsere Hut noch ein kleines bisschen erweitern, oder? Ich würde jetzt erstmal Folgendes machen. Nicht, dass hier wie beim letzten Mal das Spiel dann einfach abstürzt, mache ich jetzt Folgendes. Ich werde jetzt einfach mal zwischendurch ganz kurz saven. Ihr wisst ja, sicher ist sicher. Und selbst bei einem gemoddeten Anno ist es immer noch besser, wenn man mal zwischendurch speichert. Es hat schon etwas länger gedauert jetzt.
Das heißt, das verarbeitet schon ein bisschen mehr. WB, liebes Fienchen, WB. 15.000 Einwohner. Noch nicht bebaut, aber schon Inseln eingenommen. Okay. Wow, du bist übel schnell. Wahnsinn. Gut, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir hier noch ein paar Arbeitskräfte mehr brauchen. Da gehen wir mal direkt rein in die Arbeiter. Wir brauchen dann mehr Wurst, wir brauchen wieder mehr Seife und so weiter und so fort. Ich denke mal, das haben wir aber schon relativ nachhaltig aufgebaut. Und wir brauchen halt dann bis zu 1500 Handwerker. Das wird halt noch so eine richtige Nummer hier gleich. Ich würde halt gerne hier in der Mitte noch so gut wie es geht. Also die würde ich gerne zu Handwerkern alle noch upgraden. Aber da müssen wir erstmal warten, bis die voll sind. Also bis genügend Einwohner in das Gebäude eingezogen sind. Voll klang jetzt... Entschuldigung. Klang jetzt auch nicht ganz besonders rühmlich. So, Arbeiter. Gehen wir hier mal hoch. Hier drüben könnten wir mal noch ein bisschen was basteln. So, dann hätten wir die hier voll und nehmen wir die hier. Haben wir das jetzt oder nicht? Knapp 1458, da dabei fehlen uns jetzt wieder Arbeiter. Das war klar. Das war irgendwo war es wieder klar. Und wenn wir die ganze Zeit upgraden, dann darf man nicht vergessen, dass uns das irgendwann auf die Nase fällt. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Sehr gut. Neue Bevölkerung freigeschaltet, die Pescetarier. Jetzt von unserem lieben Jacob. Hier hätten wir auch die Verwaltung. Jawohl, hier hätten wir auch das Kapitol. Das passt schon. Altstadt hätten wir am Start. Ich habe Pläne für neue Expeditionen aus Baldowat. Und eine neue Expedition ist da. Gucken wir mal. Archäologie. Okay. Das hier ist mein Lieblingsgebäude in der Altstadt oder in der Old Town Mod. Das ist das sogenannte Altstadtdepot. Wenn ich es euch noch nicht gezeigt habe. Hat mehrere Vorteile. Erstens, das Gebäude ist relativ klein. Der Nachteil ist, dass es relativ teuer ist. Bietet euch aber 250 Tonnen auf eurer Insel. 250 Tonnen zusätzliche Lagerkapazität. Und jetzt kommt der absolute Clou. Das Ding hat schon vorgefertigte 6 komplette einsatzfähige Laderampen. Und das ist das, was es hier ausmacht, dieses Altstadtdepot. Deshalb baue ich das so unheimlich gerne. Achtung, Problem an der ganzen Geschichte. Das Ding ist ziemlich teuer. Das Ding ist wirklich teuer im Unterhalt. Wenn ihr da mal 10 solche Teile habt, dann habt ihr schon richtig Kohle weg. Na, wenn ihr da mal das so ein Lagerhaus normal nimmt, oder gehen wir mal in so ein upgradetes mit Stufe 2 oder so, dann ist das deutlich günstiger. Schaut mal, das ist die Lagerhalle und das hat ja trotzdem nur 50 Unterhalt, also das ist ein Drittel. Das macht sich tatsächlich schon bemerkbar, aber ich mag das total. Also das Gebäude hier, das Altstadtdepot, es gibt aber auch noch andere Modifications, die feiere ich noch mehr. Lagerhaus und Depot-Mod. Wenn euch das was sagt, gibt es auch noch bei Nexus Mods, die gibt es auch bei GitHub. Das Ding ist der absolute Clasher, weil man kann durch dieses Lagerhaus kann man durchlaufen. Ja, es ist wirklich so, ohne Flachs, man kann hier durchlaufen. Es könnt ihr auf einem Weg bauen. Auf einem Weg. Die Leute laufen durch dieses Gebäude durch. Und das ist noch nicht alles. Ich glaube, so wie das aussieht, ist das so einem Gebäude der Speicherstadt nachempfunden. Kann alles sein. Hallo, Passivade, grüß dich. Entschuldige bitte, dass ich dich nicht gelesen habe. Ich bin hier so mitten im bisschen was erklären. Macht gerade riesen Spaß. Ich gucke gerade nebenbei deine Riften. Gerne, immer tu das. Immer, gerne. Freut mich, wenn das gefällt. Durch dieses Gebäude, durch dieses Lagerhaus kann man ja nicht durchlaufen. Das habe ich ja gerade eben gesagt. Aber dieses Gebäude bietet noch eine ganz besondere Bewandtnis. Das Ding ist upgradebar. Man kann ja hier... Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Mit der String-Taste, mit der Shift-Taste und R gleichzeitig gedrückt, kommt man ja bei Anno in die Ego-Perspektive. Da nur in dieser Ego-Perspektive findet man hier zum Beispiel sogenannte Easter Eggs. Ne? Diese Sterne. Also, das sind so einige Quests, die man hier abarbeiten kann. Man kann hier zum Beispiel auch durch die Gegend laufen und kann Feuerwehrmann spielen und so weiter und so fort. Also, es gibt hier mehrere verschiedene Sachen. Und schaut mal, das Gebäude haben wir im Blaupausenmodus gebaut, okay? Jetzt bauen wir das Gebäude mal richtig. Am Ende bist du doch keiner von uns. Doch, bin ich.
Und dieses Gebäude lässt sich dreimal erweitern. Das heißt bis Stufe 4. Das ist Lagerhaus Level 1. Es geht dann in Level 2, 3 und 4. Das ist nur ein Lagerhaus. Dieses Lagerhaus bietet nur Laderampen. Das bietet keine Tonnage. Tonnage bietet hier tatsächlich das Depot. Und das Depot könnt ihr hier daneben bauen. Die Gebäude sind so designt und gestaltet, dass die zwei Gebäude außenrum, dass die eine Symbiose bilden. Sobald ihr im Prinzip ein Depot und ein Lagerhaus separat gebaut habt, aber das nebeneinander, sieht man das nicht. Sondern die Gebäude sind tatsächlich... Schaut mal. Das ist wie wenn die schon immer zusammengehört haben. Ich habe das damals, wo ich die entdeckt habe, diese Mod, ich habe das einfach nur gefeiert. Also das gibt's gar nicht. Ne? Vor allen Dingen, wie wunderschön integriert die sind, sieht man hier, klar, das geht hier ein kleines Stück bergauf und so weiter und so fort. Aber wenn man da mal drüber wegsieht, schaut mal, wie schön das harmonisch ineinander reinläuft. Absolut geil. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Und guck mal, man kann hier tatsächlich durchlaufen. Ich habe damals den Modder Muckenstürmer habe ich gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, diesen Weg, den man hier durchgehen kann, ob man den Weg hier noch links und rechts bauen kann. Dass man im Prinzip wie unter diesem Gebäude so ein Kreuz hat. Das ist ja im Prinzip hier ein linearer Durchgang. Man kann ja, sagen wir mal, von Ost nach West durchlaufen oder von Nord nach Süd. Und ich habe ihn damals gefragt, ob man das nicht kreuzen kann, diesen Weg. Ob er da vielleicht in der Mitte hier und da drüben nochmal so einen zusätzlichen Durchgang bauen kann. Na? Oder im Prinzip schaffen kann. Das hätte ich richtig gefeiert. Moment hier, ne? Das hätte ich echt gefeiert. Also da, geil. Also es gibt schon, wie gesagt, es gibt schon ganz, ganz tolle Mods. Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt oder so, auch jederzeit gerne ins Discord reinkommen. Wir haben da eine extra Anno 1800 Mod-Ecke. Da sind die meisten Mods aufgezählt. Unsere Moderatoren, die pflegen das auch immer. Und dann, wenn mal ein Update kommt von so einer größeren Mod-Collection oder so, die sind dann up-to-date. Die hauen dann das auch gleich immer rein, sodass ihr damit dann auch auf dem aktuellen Stand seid. Die machen sich da echt Arbeit. Und wie gesagt, muss sich keiner schämen. Selbst bei einer einfachen Mod oder wenn es gar nichts geht, auch kein Problem, reinkommen. Mittlerweile können wir wirklich sagen, haben wir schon so vielen Leuten mit banalen, einfachen Sachen geholfen, aber auch mit sehr komplizierten Sachen, dass wir wirklich uns schon, wir stellen uns nicht auf die Schulter klopfen, sondern wir können schon sagen, dass wir einen reichhaltigen Erfahrungsbereich können wir wirklich schon zurückgreifen. Also das muss man schon sagen, was hier in den letzten Monaten, schrägstrich vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren passiert ist, also absoluter Wahnsinn, wirklich. Und mittlerweile sagen tatsächlich die Leute auch Danke, wenn wir denen geholfen haben. Na, die hauen dann nicht einfach wieder ab, sondern mittlerweile haben wir so tolle Leute kennengelernt und die meisten sagen dann auch wirklich, wirklich Danke. Das ist unglaublich. So, was wir jetzt noch ganz dringend bräuchten, ist ganz zum Schluss hier die sogenannte Universität. Der Lufthafen ist noch gesperrt. Ach ja, müssen wir in der neuen Welt bauen. Die Universität ist aber, glaube ich, nicht so ohne... Weil die brauchen ein bisschen Platz, ne? Oder wie das war. Okay, bauen wir sie mal hierher. Schaut mal. Sieht verdammt gut aus. Es sieht verdammt nochmal gut aus. Boah, ich glaub's nicht. Dass wir das heute geschafft haben, ich glaub's nicht. Anno nix für mich, lieber Red. Ja, alles kein Problem. Alles kein Problem. Jeder, wie er gerne mag, jeder, wie er gerne möchte. Es wird dir keiner zu nichts gezwungen. Alles rein freiwillig. Was nicht freiwillig ist, dass die Pelzmäntel endlich mal auf die 100% gehen sollten. Und dass wir da endlich mal... Wir dürfen aufsteigen. Oh, meine Lieben. Es ist soweit. Ich glaub's gar nicht. Ich glaub das gar nicht. Okay. 8 Tonnen Holz. Für eine komplette Hut werden hier schon richtig, richtig viel Holz wird hier benötigt. Ein neues Zwischenziel erreicht. Zeitalter der Wissenschaft und Wunder. Sehr schön. Also 8 Tonnen Holz hätten wir. 16, 24, 32, 40, 48, 56 Tonnen Holz könnten wir noch gebrauchen. Ich werde diese Unterkunft begutachten, bevor ich mein Urteil fälle. Das ist aber ganz nett von dir. Lieben Dank. Ganz, ganz nett von dir. Und wir dürfen schon die ersten Ingenieursgebäude bauen. Sehr, sehr schön. Hier haben wir den Räucherfisch schon mal am Start. Hier haben wir zum Beispiel die kleinen Kraftwerke. Hier haben wir Nates Windrad. Oh, Nates Windrad. Das kleine Gaskraftwerk haben wir am Start. Biogasanlage, kleine Ölkraftwerk, kleines Kohlekraftwerk. Hier gibt es das Holzkraftwerk, ne, und so weiter und so fort. Also hier ist alles da, was das Herz begehrt.
Wir könnten auch schon, wenn wir den Stahlbeton schon am Start hätten hier, könnten wir auch schon dieses kleine Holzkraftwerk betreiben. Ja, das wäre kein Problem. Schaut mal von der Reichweite her. Ist es schon, also das Holzkraftwerk hat echt Reichweite. Gibt's gar nicht. Eine Schlagzeile beherrscht alles. Die Arktis, meine Lieben, die Arktis ist freigeschalten. Lady Jane Faithful ruft die Besten der Welt zusammen, um die Suche selbst in die Hand zu nehmen. Zwei Jahre nachdem die Expedition von John Faithful auf der Suche nach der Nordwestpassage in der Arktis als verschollen erklärt wurde, verkündet die entschlossene Ehefrau des Kapitäns, sie werde nicht eher ruhen, bis sie gefüttert, gebadet und ins Bett gesteckt sind. Alles klar. Mein Name ist Lady Jane Faithful. Geil. Und mein Gatte, Sir John, ist mit seiner Expedition in der Arktis. Das ist die Arktis. Tatsächlich. Zwei Jahre lang hat die Admiralität nahezu nichts zu seiner Rettung unternommen. Ja. Aber zum Glück habe ich das. So, dann gehen wir mal hier rein. Ich habe Männer und Ressourcen versammelt, um das Eis zu besiegen. Und ich biete ihnen eine stattliche Belohnung, wenn sie ihn nach Hause bringen. Wir sollten dann auch nochmal in die Arktis reisen, ne? Wir sollten dann... Ich komme mit. Lady Faithful hat mich eingestellt, um praktische Tipps zu geben. Es wird saukalt da oben. Na, dann bin ich mal gespannt. Okay, wir haben es heute echt geschafft. Ich hätte heute nicht gedacht, dass wir wirklich so weit kommen. Ich hätte wirklich, ohne Scheiß, ich habe es nicht gedacht. Sehr schön. Also, dann gehen wir mal rein. Und ich würde jetzt gerne trotzdem mit euch als Abschluss, es ist nämlich um 12, ich denke mal, wenn wir die Expedition komplett abgeschlossen haben, wird es so zwischen Viertel und halb eins sein. Und dann gucken wir mal, was wir noch anstellen können. Ich würde gerne mit euch trotzdem noch eine Piratenjagd machen. Ich würde nicht mit euch in die Nordwestpassage aufbrechen, auch noch nicht ins Land der Löwen, sondern ganz einfach Schmuck und einfach in die Piratenjagd nochmal reingehen. Mal gucken, ob wir da noch ein paar Schätze bergen können. Und zwar nehmen wir diesmal den Kometen mit, oder das Schiff Komet. Das hier, eine Gefechtskunde. Schaut mal, Gefechtskunde, 50 Punkte. Und dann gucken wir mal, ob wir noch ein paar andere Spezialisten mit dazu holen dürfen. Zum Beispiel gerade Kampfkraft, ne? Gucken wir mal. Navigation, Jagdglück, Geschick. Geschick haben wir da. Den Jacques Yves Cousteau, den nehmen wir mit. Allerdings halt nur, ne? Wieder Bergungsschiff. Aber es ist halt so. Hier hätten wir noch Redegabe am Start. Geschick und Navigation. Gut, ist jetzt nicht so unser Metier. Gucken wir mal. Geschick, Redegabe, Geschick und Glaube. Ist okay. Ja, Glück. Kampfkraft, 55 Punkte. Sir Charles Rafferty, Metropolitan Commissioner. Das heißt, den nehmen wir mit und haben wir auch schon die Kampfkraft erledigt. Hier ist Geschick, 75 Punkte. Gefechtskunde hätten wir dann auch 55 Punkte durch das Schiff. Höchstwahrscheinlich. Geschick und Kampfkraft. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Im Cap Trelawney. Okay, Redegabe, Geschick und Glaube. Vielleicht können wir das auch nochmal mitnehmen. Ne? Oder Geschick, Navigation, Redegabe. Aha. Ach so, das ist nur für Bergungsschiffe. Ah, okay, dann könnten wir die wenigstens mitnehmen. Als Slot fürs Schiff. Und dann gucken wir mal, wir bräuchten noch Waren. Also den habe ich nur mitgenommen, weil Redegabe, Geschick und Glaube, wenn wir mal Redegabe brauchen, gerade bei diesen Operationen oder gerade bei diesen Expeditionen, dann ist gerade so ein Spezialist halt eigentlich Gold wert, ne? Muss man schon sagen. Und jetzt stehen wir wieder, meine Lieben, vor der Wahl der Qual. Was wollen wir mitnehmen? Es gibt die Möglichkeit auf Schnaps. Es gibt hier die Möglichkeit, nee, gibt es schon mal nimmer. Brot gibt es nimmer. Wurst wäre dann fast am Start. Wir hätten noch die Möglichkeit auf Rum. Das wäre auch noch machbar. Und dann verließen sie ihn halt. Ne? Also wir könnten uns zur Not noch ein bisschen Schokolade mitnehmen. Zusätzliche Rationen. Oder zum Beispiel Zigarren. Gibt noch etwas mehr Redegabe. Oder wie wäre es denn mit Wein? Cognac. Also es gibt hier schon noch ein oder zwei Möglichkeiten. Oder hier zum Beispiel hier unten Mezcal. Das bietet aber keine besonderen Boni, bietet aber zusätzliche Rationen. Das muss man so sagen. Diesmal der Schnaps. Gut, machen wir den Schnaps. Kein Problem. Wenn niemand anders was dagegen hat, lieber Fletti, dann gehen wir mit dem Schnaps rein. Nein, Fienchen sagt Wein. Okay. Muss ja ganz ehrlich gestehen, ich bin auch für Wein. Mach so ein bisschen was anders, als wie immer der Schnaps oder der Rum auf so einer Expedition. Ich glaube, das wird auch unseren Seefahrern, unseren Seefahrerinnen mal ganz gut tun. Mr. H, mein Wurst.
Ah, da haben wir noch nicht ganz 75 Tonnen. Ja, Wein ist doch gut. Lieber Kölsch. Geil, absolut. Ja, ja, Bier ist richtig, Bier ist richtig. Ich muss noch das Layout vom Donut nachbauen. Das möchte ich euch im nächsten Stream zeigen. Der hat mir da so ein Layout geschickt. Absoluter Wahnsinn. Vollkommene Symmetrie. Das habe ich auch noch nicht geschafft aufzubauen. Ach, ich wollte diese Woche noch so viel machen. Ich habe es echt nicht geschafft. Wir nehmen Wein mit. Oder rote Beete. Cognac. Also jetzt packt er alles aus. Ja, Cognac ist auch gut. Ja, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Nee, tut mir leid. Ich bleibe dieses Mal bei Wein. Wir nehmen Wein. Genug Leute haben wir dabei. Ich bin mal gespannt. Wein und Zigarren. Klar, Wein und Zigarren. Wenn wir beschossen werden und wirklich kurz am Abnippeln sind, dann drücken wir uns noch mit der Zigarre die letzte Zigarre rein, denn wir gehen ja mit unserem Schiff unter und mit Wein besäufen wir dann unseren Frust, dass wir verloren haben. Stimmt. Aber wir haben nur noch einen Slot frei und wenn es dann ein Geschenk gibt, komm, wir lassen es so. Raus hier. Boah, ja. Geil, wir wollen das mitnehmen, wir wollen das. Ich glaube, lieber Stefan, du solltest mal ein Schiff entwerfen, wenn du mal wieder ein bisschen an den Essence dann rumschraubst, was haben wir mal an Inventarplatz mindestens mal so 10, 15 Slots bietet, dass man im Prinzip jeden von unserer Community, der hier dabei ist bei den Stream und aussuchen darf, was er an mitnimmt, dass wir jeden so ein ganz kleines Stück entgegenkommen. Weißt du, was ich meine? So richtig mal Slots rein, 15, 20 Stück und dann einfach, wie ihr wollt, Brot, Wein, Cognac, Wurst. Ich habe keine Ahnung, Kölsch, wenn es das irgendwann gibt. Das würde ich mir auch vorstellen. So, jetzt gehen wir es nochmal ab. Nacheinander. Guck mal. Schnaps gibt schon ein Problem, Klamotten auch. Wir haben halt hier unten eine Upgrade-Party gemacht für uns. Das heißt, wir müssen auch hier oben dann dementsprechend wieder angreifen. Ne? Also hier müssen wir schon. Ja, wir müssen halt, klar, dann gehen wir so rein, dass wir hier in dem Blaupausenmodus liegen. Dann werden wir das spiegeln, dann werden wir das komplett hier reinbasteln. Das Ding komplett hier rein. Einmal Speck. Dann drehen wir das rum. Bauen das gleich gespiegelt gegenüber. Und bauen aber gleich danach denselben Spaß unten wieder auf. Aber Achtung, diesmal mit den Low-Tier Production Buildings. Geht nämlich viel besser, Platz sparen dann schneller. Wir bauen da hier die Textilfabrik, weil produziert 6 Tonnen Arbeitsleitung pro Minute. Und schaut mal, die normale Weberei, 2 Tonnen. Macht schon was aus, aber bedenkt bitte, das Ding braucht sehr viel Arbeiterarbeitskraft. Und ist aber genauso groß. Also läuft der Laden. Okay, dann bauen wir das. Dann würde ich noch vorschlagen, wir machen hier Folgendes. Wir werden hier mal noch so zwei, drei kleine Gebäude reinbauen. Zwei, drei Lagerhäuser. Und dann werden wir zusätzlich zu den Lagerhäusern, werden wir vielleicht sogar, wenn alle Stricke reißen, hier oben diese Webereien, die werden wir abreißen. Und werden die dann wirklich sukzessive hier unten mit den Textilfabriken ersetzen. Einfach ersetzen. Weil schaut mal, ne, mittlerweile 16 Tonnen werden hier produziert und hier werden 21 nachgefragt. Das heißt, das Verhältnis hier ist komplett durcheinander gegangen. Ich glaube, wir müssen schon zwei zerstören. Etwa 12. Nachfrage 10, 12. Und wir produzieren zurzeit 16. Wir brauchen aber 17. Das heißt, wir müssen hier noch mit einem reingehen. Bauen wir das Gebäude mal und bauen nochmal die Module, würde ich gerne bauen. Ja, komm. Okay, Pause. Wenn wir dann noch den Silo mit dazu schalten. Ja, dann gibt das richtig Boost. Das gibt voll Gas. Das gibt richtig Boost. Ich sag mal, ich würde dann sogar so weit gehen, dass wir hier vorne, also die Webereien, die brauchen wir dann nicht mehr. Also ich sag mal, in den nächsten paar Minuten werden wir das wegreißen. Und dann werden wir wirklich mit zwei Textilfabriken, können wir hier locker die ganze komplette Weide, können wir hier komplett aushalten. Und ich würde dann sogar das so machen, wir reißen es dann hier hin wieder weg und bauen es dann hier vorne wieder auf. Weil da hinten ist eigentlich egal, ob die Waren hin und her fahren oder einfach nur ganz kurz hier bleiben. Ne? Ist kein Problem.
Nein, 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 Riding Bull. Riding Bull, du bist verrückt. Du bist verrückt. Also, du bist ja... Ach, Riding Bull. Flugblätter, Streiks und Meinungsfreiheit. Nein, nein, das... Nein. Nein, das... Nein, das wird es... Nein, nein. Ich fang gleich an zu heulen, ehrlich. Ich fang gleich an zu heulen. Ich fang gleich an zu heulen. Es ist verrückt. Ich fang gleich an zu heulen. Riding Bull, vielen, vielen Dank für den Raid. Wir hatten... Ich durfte mich ja diese Woche mit dir so ein bisschen unterhalten und ich habe dich, wie gesagt, als einer der ersten hier auf Twitch kennengelernt, als einer der ersten Streamer. Und ich muss immer wieder sagen, ich bin durch deine, wie gesagt, du bist für uns alle eine Inspiration. Ich sage es auch gerne hier nochmal und muss es dann immer wieder dazu sagen, durch deine Höflichkeit und durch deine Art erreichst du halt auch viele, viele Leute. Und sich da einiges abzugucken, da muss ich da ganz ehrlich dazu sagen, das wünsche ich auch anderen Leuten, sich da mal vielleicht auch mal an dieser etwas älteren Generation, ich möchte da jetzt nicht zu nahe treten, aber vielleicht mal doch einige Werte abzuschauen. Und da muss ich immer wieder sagen, vielen, vielen Dank dafür. Auch, dass du immer noch da bist, dass du immer noch streamst, dass du immer noch mit so viel Bock hier reingehst. Und wie gesagt, an alle Raider wünsche ich einen wunderschönen guten Abend. Es ist unglaublich, was hier, es ist unglaublich. Ich fange gleich an zu heulen. Ah. Mein Name ist Zanto von Zanto Spirit Gaming. Wer letzte Woche schon dabei war, ich spiele Anno 1800 mit Herz und Seele. Allerdings nicht so wie unser Riding Bull, sondern ich spiele sehr, sehr gerne mit Mods. Mit sehr, sehr vielen Mods. Es gibt mittlerweile sehr viel Content, was es auch in der, wie soll ich das sagen, was es auch in der Modding-Community, was dazugekommen ist, was kostenlos uns zur Verfügung gestellt worden ist. Und ihr, wenn es der ein oder andere schon gelesen hat, mittlerweile ist es ja ziemlich einfach geworden, auch in Anno 1800 mit Mods so ein bisschen reinzugehen, neuen Content zu genießen, stabilen Content zu genießen. Und eins könnte man glauben, die Modding-Community wächst von Tag zu Tag. Also es ist der absolute Hammer. Vielen, vielen Dank für eure ganzen Follows. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie gesagt, Wahnsinn. Wahnsinn. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Also, wow. Ihr seid verrückt. Vielen, vielen Dank. Was ich beim letzten Mal auch sagen wollte, es haben sich ja einige von Riding Bulls Community mittlerweile auch bei uns im Discord eingetroffen. Vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr da auch mir das Vertrauen schenkt. Wie gesagt, wenn ihr zum Anno 1800 und zum Modding, das ist ja ein etwas anderer Content, was euch Riding Bull präsentiert, wenn ihr da auch einige Fragen habt, es ist kein Problem. Loggt euch jederzeit auch gerne bei uns im Discord ein, stellt eure Fragen, egal was ihr da habt, und ihr kriegt auch eine offene und ehrliche Antwort. Ne? Also wir versuchen da jeden so ein bisschen zu helfen und jeden so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Ne? Alles kein Problem. Herzlichen Dank für eure Follows. Wie gesagt, ich... Ihr seid so verrückt. Ich wollte eigentlich auch sagen, ich wollte eine kleine Roadmap mal fertig machen, so Richtung 12:30. Wollte ich gerne noch machen, so zwischen 12:30 und 13:45. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie gesagt, wir sind hier genau da, wo wir letzte Woche waren, wieder in Zantopolis angelangt. Ich habe gerade so ein ganz kleines bisschen auch meine Moddings mal erklärt, auch mit den neuen Zuseherinnen und Zusehern. Ich kann es gerne noch mal ganz kurz anreißen. Mittlerweile gibt es so viele tolle Modifications, dass man eigentlich, wie soll ich das sagen, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, wo man aufhören soll und wo man anfangen soll. Ich stelle euch nochmal einige vor, einige kleine Modifications, zum Beispiel die große Modification Spice It Up. Leider ist es so, dass hier irgendeine Modification gerade ein Update kassiert hat. Das heißt, ich habe wieder diesen kleinen Vanilla-Hafen. Normalerweise ist es so, dass über die Spice It Up Mod der Hafenbereich deutlich größer ist. Das heißt, ihr könnt deutlich mehr auf eurem Hafen bauen, was ihr wollt. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Modification gerade freigeschalten über die Handwerker. Das nennt sich Low-Tier Production Buildings. Das ist im Prinzip so, sehr viele Gebäude, die vom Tier 1 oder Tier 2 kommen, zum Beispiel Bauern oder zum Beispiel auch Arbeiter, habt ihr die Möglichkeit, diese Gebäude auch im Late-Game zu benutzen, beziehungsweise diese Gebäude eine Art Upgrade oder eine Art Frischzellenkur zu verpassen. Das heißt im Prinzip, die alte Weberei wird da zum Beispiel ersetzt durch die Textilfabrik, hat viele verschiedene Vorteile, das hat ein Modder ganz alleine geschrieben. Ne, deshalb stehen hier überall diese Stufe 2 Gebäude dran. Als Beispiel, das könnt ihr mit Seife machen, das könnt ihr mit Vasenmeister reinmachen, mit den Schweinemaststellen. Alle Gebäude, was eigentlich die Tierstufe 1 anbelangt und die Tierstufe 2. Ihr könnt zum Beispiel eine große Schnapsbrennerei bauen. Ihr könnt zum Beispiel auch eine Textilfabrik bauen. Da war ich gerade drauf und dran, die zu ersetzen, die alten Webereien.
mit der hiesigen Textilfabrik hat ganz einfach Vorteile. Ihr könnt sie dann später bei den Ingenieuren mit Elektrik ausstatten und die produziert halt deutlich, deutlich schneller. Ne? Also 6 Tonnen pro Minute mit Elektrik, ihr kennt es selber, auch aus dem Vanilla. Und dann haben wir halt 12 Tonnen pro Textilfabrik pro Minute und damit können wir schon ein ganz, ganz großes Kontingent an Bauern mit Klamotten und Arbeitern versorgen. Ne? Das war noch nicht alles. Es gibt sehr, sehr viele mehr Modifications. Also zum Beispiel kann man, es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, zum Beispiel die Speicherstadt auch in der neuen Welt zu bauen. Es gibt auch die Möglichkeit, die Speicherstadt in Enbesa zum Beispiel aufzubauen. Man kann, was kann ich euch noch zeigen? Es gibt dann verschiedene Arten, zum Beispiel die Old World Mod. Wenn ihr zum Beispiel mal Bock habt, alte Gebäude von Anno 1404 bzw. Anno 1701, wenn ihr da zum Beispiel mal Bock habt, ältere Gebäude ins aktuelle Anno 1800 zu integrieren, weil der eine oder andere doch schon irgendwie Fan davon ist, weil wir alle mal damit angefangen haben und auch durch die älteren Titel uns mal durchgespielt haben, dann gibt es auch selbstverständlich da die Möglichkeit, über einige Modifications, zum Beispiel die Altstadt-Mod und so weiter und so fort, gibt es da die Möglichkeit, sich hier auch mit älteren Gebäuden mal so ein ganz kleines bisschen, so wie so eine kleine Altstadt, ne, zu organisieren. Wenn ihr das Gebäude zum Beispiel noch kennt oder hier oben, hier hätten wir dann zum Beispiel Old World Mod, ne? Hier hat man da zum Beispiel ein Ärztehaus, hier hätten wir dann ein Altstadt-Bürgerhaus und so weiter und so fort. Das kommt alles von älteren Anno-Titeln, könnt ihr aber, ist voll funktionsfähig und könnt ihr bei euch ins Anno 1800 mit einbinden. Dann gibt es noch, wenn ich euch noch ganz kurz zeigen darf, die sogenannten Pescetaria. Das ist eine komplette Mod-Collection, die ein Modder entworfen hat. Pescetaria ist im Prinzip kein Vegetarier und auch kein Veganer, sondern Pescetaria ist einfach nur kein Fleisch. In Pescetaria, das ist eine eigene, wie soll ich das sagen, das ist hier eine eigene Bevölkerungsgruppe in Anno 1800. Die könnt ihr hier komplett mit einpflegen. Die haben ganz, ganz andere Richtlinien, die haben ganz, ganz andere Bedürfnisse. Ich kann es euch zum Beispiel nur mal ganz, ganz kurz zeigen. Hier gibt es dann zum Beispiel das Pescetaria-Haus. Lieber Jacob, Grüße gehen raus. Das ist im Prinzip der Modder. So sieht das Pescetaria-Haus aus. Und schaut mal, was die hier alles haben wollen. Die wollen ganz, ganz andere Bedürfnisse, ganz, ganz andere Zufriedenheiten. Also mit Modifications bei Anno 1800 geht mittlerweile so unglaublich viel, dass man vom Content, also von den DLCs, also ich habe ja auch alle DLCs, aber alleine der Content, was durch Modifications nochmal möglich ist, es ist der absolute Wahnsinn. Also es macht da unheimlichen Spaß, da nochmal reinzuschnuppern und selbst einige großen Collections nochmal eigentlich nur nochmal abzugrasen und für sich eigentlich sein perfektes Anno zu bauen. Und das ist ja erstmal der Anfang. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, auch in der neuen Welt, zum Beispiel habt ihr ja die Möglichkeit, die Hacienda, kennen wir ja alle, der ein oder andere von euch wird sich zum Beispiel da, wie soll ich das sagen, der wird sich zum Beispiel sagen, ah, der Radius von der Hacienda, der hat mir nie besonders gut gefallen, da habe ich ganz viele Einwohner immer bauen müssen, dann habe ich mich entscheiden müssen, baue ich entweder eine Stadt mit der Hacienda, baue ich da so eine riesengroße, schöne, baue ich da einfach so eine Farmproduktion auf und so weiter. Mittlerweile ist das alles kein Problem mehr. Es gibt eine riesengroße Mod von der Hacienda. Ne? Da könnt ihr den Radius einstellen, wie ihr wollt. Das hier zum Beispiel ist mein großer Hacienda-Radius. Der lässt sich individuell über Modding, über Mod-Tools erweitern. Da lassen sich Richtlinien anpassen und so weiter und so fort. Also mittlerweile ist hier ganz, ganz viel möglich. Wareneingänge, Warenausgänge. Es gibt hier über die Hacienda-Mod zum Beispiel eigens erschaffene Gebäude, Feuerwehren, Krankenhäuser, Einrichtungen. Es gibt hier zum Beispiel, dass ihr das in den Besa nochmal anbauen müsst, könnt ihr dann zum Beispiel auch über die Hacienda zum Beispiel gerne Gewürze anbauen. Ihr könnt hier selbstverständlich auch in der neuen Welt gerne eine Getreidefarm errichten oder wenn ihr dann halt Bock habt, einen Kartoffelhof. Weil für diese Hacienda-Mod gibt es auch eine eigene Bevölkerung. Und die möchten dann auch andere Sachen haben, wie die ursprünglichen Journaleros. Die hier zum Beispiel, die haben immer viel Durst. Die möchten dann zum Beispiel immer sehr viel Schnaps haben, zum Beispiel. Also denen genügt zum Beispiel nicht nur der Rum, sondern die haben zum Beispiel dann auch sehr viel Durst auf den Schnaps. Gerade das, wenn zum Beispiel einige Leute von euch dabei sind, die sehr, sehr gerne mit vielen Schiffen arbeiten, gibt es mittlerweile so viele Schiffsmodifications dazu. Es gibt eigene gebaute oder eigene Werften, die Modder hergestellt haben. Sehr viele Mods ziehe ich zum Beispiel von nexusmods.com. Der eine oder andere wird die Seite kennen, vielleicht von anderen Spielen. Und einige Modifications, weil die Modder umgezogen sind, gibt es mittlerweile auch bei GitHub.
Da gibt es eine große Modification, die nennt sich dann zum Beispiel die World War Mod. Da könnt ihr dann von der riesengroßen Dreadnought bis zum russischen Yamato-Schlachtkreuzer, wenn ihr da Bock habt, alles bauen, was das Herz begehrt. Ihr könnt einen Flugzeugträger nachbauen. Ihr könnt ein U-Boot bauen. Also es ist der absolute Koffer, was man da heutzutage alles an Modifications anstellen kann. Und es macht unheimlichen Spaß. Also es ist schon, es ist eine andere Anno-Welt, sage ich ganz ehrlich, so wie es ist. Und ja, ich kann da nicht mehr dazu sagen, beziehungsweise gibt es sehr, sehr viel noch dazu zu sagen, aber ich bin im Spiel noch nicht ganz so weit. Wenn meine liebe Community da noch was hinzuzufügen hat, sehr, sehr gerne. Ich bin einer der stellt nur Modifications vor. Der sucht sich meistens Modifications raus. Ich habe jeden Mittwoch, mache ich so eine kleine bei mir im YouTube. Wenn ihr da Bock habt, kommt gerade mal. Ich habe hier unten irgendwo meinen YouTube-Channel mit angepinnt. Da bin ich meistens unterwegs. Ich bin so ein kleiner Multistreamer. Ich streame gleichzeitig auf Twitch und streame gleichzeitig auf YouTube. Das war am Anfang so meine Hauptseite YouTube. Aber mittlerweile haben sich ja einige von euch in Twitch eingefunden, was ich richtig geil finde. Wie gesagt, guckt da gerne mal rein. Ich stelle jeden Mittwoch eine neue kleine Modification für Anno 1800 vor. Das hat sich so mittlerweile etabliert und mittlerweile habe ich über 100 voll funktionsfähige Mods für Anno 1800 vorgestellt. Davon könnt ihr auch ausgehen, da habe ich in meinem YouTube-Channel gibt es da solche Playlists. Die heißt direkt einer Mod vorgestellt. Da könnt ihr ruhig mal reingucken. Da gibt es auch Modifications für andere Spiele, aber die meisten habe ich gemacht für Anno 1800. Weil ich habe festgestellt, es gibt ein schier unglaubliches Portfolio für Anno 1800, was dieses Modding betrifft. Und die Modder, die sind ja des Entwickelns nicht müde. Die pflegen ihre Mods, die entwickeln die weiter und die haben solche Ideen. Stellt euch vor, die Insel Manola könnt ihr irgendwann in der alten Welt bauen. Das ist nicht, weil ihr das einfach so integriert habt. Nee, das ist, weil die Modder das können. Die können so eine stabile Karte bauen, dass sie zum Beispiel auch die Insel Manola so clever in die alte Welt integrieren könnt, dass die gar nicht auffällt. Ihr würdet denken, wenn ihr einen Spielstand startet, die gab es schon immer da. So als Beispiel. Ne? Die werden halt dann wahrscheinlich die Inseln ein ganz kleines bisschen anpassen. Mittlerweile gibt's Karten, zum Beispiel in Anno 1800, da sehen die Inseln der alten Welt ähnlich der neuen Welt aus. Hat einfach nur mehrere Hintergründe, zum Beispiel die Inselkonstellation. Wenn wir hier mal in der neuen Welt gucken, dann sehen ja einige Inseln wirklich sehr kurios aus. Ne? Und es gibt einige findige Modder, die haben dann zum Beispiel, ich sag mal, Strukturen oder ganze Inselverbände der alten Welt genommen und haben die dann einfach in die neue Welt integriert. So könnt ihr zum Beispiel davon ausgehen, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr so eine große Insel habt in der alten Welt, hier so eine, dass ihr die dann plötzlich auch in der neuen Welt findet. Und das eröffnet euch doch ganz andere Möglichkeiten vom Platz her in der neuen Welt, weil ihr wisst ja ganz genau, in der neuen Welt ist der Platz etwas reduziert. Da habt ihr ja ganz andere Möglichkeiten zu bauen, ne? Muss man ja so sagen, wie es ist. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, gerne. Ihr schreibt so schnell. Ja, wie gesagt, ich erkläre halt sehr gerne und wenn, dann Wahnsinn. Also, ja. Was passiert eigentlich, wenn eine Mod nicht mehr weiterentwickelt wird und ein Update kommt? Ist dann der Spielstand kaputt, weil die Mod nicht mehr vorhanden ist? Es kann sein, lieber Twix. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel andere Modder sich dieser Mod annehmen und diese Mod weiterentwickeln. Es gibt tatsächlich, also es ist nicht so, dass die Mod eigentlich ad acta gelegt wird, beziehungsweise die Mod nicht mehr benutzt werden kann. Ich arbeite zum Beispiel auch noch mit 2-3 Modifications, die sind von 2021/2022. Die sind eigentlich so ziemlich, sagen wir mal, schon 2 Jahre alt und die funktionieren immer noch. Du siehst ja, das Spiel läuft stabil, das Spiel läuft gut, kann man eigentlich wirklich nichts sagen. Das Schöne ist, wie gesagt, dran, dass man auch etwas ältere Modifications trotzdem noch nutzen kann. Ich rate daher trotzdem zur Vorsicht. Wenn ein Update da ist, würde ich auf jeden Fall eine Mod immer updaten. Und sobald man ein Update fehlt oder sobald du das Gefühl hast, dass irgendwas mit der Mod nicht stimmt, gerne mal auf die Mod-Seite raufgehen. Jeder Modder hat so seine eigene Seite bei Nexus Mods oder Gibbard oder bald auch auf dieser dritten neuen Modding-Webseite. Und dann könnt ihr dann direkt in die Beschreibung mal reingehen und da schreiben die Modder meistens rein: Achtung, die Mod ist veraltet, bitte nicht mehr laden. Weglassen und nee, also ich sag mal, in 80% der Fälle kannst du auch deinen Spielstand weiterspielen, auch wenn eine oder zwei Mods fehlen. Das ist auch kein Problem. Also normalerweise ist es so. Deshalb sage ich immer wieder, bevor ihr mit Modding anfangt oder mittendrin, speichert bitte auch eure Spielstände mal woanders ab.
Es ist ganz wichtig, der Spielstand, das ist wie, wie soll ich das sagen, der Spielstand, das ist wie eure Girocard. Wenn ihr die mal verliert, dann könnt ihr nie wieder an diesen Spielstand ran. Deshalb, ich tue es ja immer wieder appellieren, auch beim Modding, speichert euren Mod-Ordner immer irgendwo anders hin. Das ist genauso wie, genauso wie eure Spielstände. Seht zu, dass ihr eure Spielstände nicht auf einer Position lagert, sondern dass ihr davon wie so ein kleines Backup erstellt. Das ist ganz, ganz einfach. Da könnt ihr in Google eingeben, einfach Anno-Spielstand suchen und so weiter. Gibt es, glaube ich, irgendwo unter Dokumente sollte da zu finden sein. Und da könnt ihr jederzeit rein, euch den Spielstand schnappen, rechte Maustaste einfach kopieren und zum Beispiel einfach auf den Desktop mit draufhauen. Ne? Das ist nur dem geschuldet, dass wenn es euch mal so einen Spielstand zerhaut, könnt ihr jederzeit auf einen noch funktionierenden Spielstand wieder zurück. Könnt ihr dann wieder zurück und könnt dann dort den Spielstand weiterspielen, wo ihr genau wisst, dass das noch funktioniert hat. Okay, jetzt gehen wir mal weiter. Dankeschön. Ich versuche es zumindest zu erklären, so gut wie es geht. Wenn ich zu schnell bin oder zu langsam oder zu aufgeregt, seht mir es einfach bitte nach. Seht mir es wirklich bitte nach. Das ist nicht von ungefähr und Riding Bull hat mich schon letzte Woche geratet und diese Woche schon wieder. Ich weiß gar nicht, wie mir da passiert. Ne? Also ich bin wirklich nervös. Also seht mir das bitte nach, wenn ich gerade ein bisschen schnell rede. Ne? So, jetzt machen wir aber trotzdem mal weiter. Also wie gesagt, die Roadmap war eigentlich so bis 12:30 angesetzt. Jetzt habe ich bei 20 Minuten nichts mehr gemacht. Mein Stefan, der wird mich schon wieder rügen, weil er sagt, dass du hast wieder einiges liegen gelassen, Zando. Ist aber völlig normal. Erretten Sie mich aus dieser quälenden Ratlosigkeit. Aber jetzt, da wir viele Leute sind und die Piratenjagd gestartet ist, werden wir mal schauen, dass wir heute die Piratenjagd zusammen zu beenden gesuchen. Meine Lieben, wir machen es immer so. Und zwar, ich versuche ja immer mit der Community ein bisschen wirklich verstärkt zu interagieren. Und das Beste an Anno 1800 sind diese Expeditionen. Warum? Wenn man in diesen Expeditionen gerade voranschreitet, gibt es einige kleine Queststränge, die wir gemeinsam lösen dürfen. Es gibt dann einige Entscheidungen, die wir treffen wollen. Und es ist dann auch so, dass diese Entscheidung wir zusammen treffen wollen. Bei den Piratenjagden oder bei den verschiedenen Expeditionen werden einem mehrere Antworten immer zur Verfügung gestellt und ihr könnt entscheiden, welche Antwort ihr nehmt. Und ich werde das dann zum Schluss alles so ein bisschen zusammenzählen, grob, und werde dann die Entscheidung unten reintippeln. Und so seid ihr ein ganz kleines bisschen mit mehr in meinem Anno 1800 Spiel drin und wir können gemeinsam entscheiden, wie die Expedition ausgeht. So mache ich es meistens. Und das macht mir einen Riesenspaß, davon so ein ganz kleines bisschen mit euch dann zu interagieren, gerade bei diesen Expeditionen. Ich habe leider bei Twitch noch keinen Code eingefügt mit einem Ausrufezeichen, weil ich bin so ein kleiner Streamer, der eigentlich der Meinung war, dass er das eigentlich nicht braucht. Aber ich glaube, ich werde das in der nächsten Zeit dann mal angehen. Na, das ist kein Problem. Flatlegs, vielen, vielen Dank fürs Posten. Herzlichen Dank. Dankeschön. So, jetzt wollen wir mal schauen, dass wir hier in der Piratenjagd dann endlich mal vorankommen. Also ihr seht, ne, Tage vor See, wir sind schon 16 Tage unterwegs. Leider ist es so, dass es halt ein Stück dauert bei dieser zwei Sterne Piratenjagd. Und jetzt gucken wir doch mal, was die Leute von uns wollen. Das muss Ihnen undankbar erscheinen. Erretten Sie mich aus dieser quälenden Ratlosigkeit. Also das ist nicht euer Ernst, dass Sie sich wirklich an der Kirche hauen, oder? Wir wären dann soweit. Ja, Moment, einmal die Zeit. Oi. Okay, da gehen wir mal ganz zärtlich rein. Da kriegen wir eh wieder Rügen von unserem George und von der Prinzessin. Da kriegen wir eh wieder Rügen. Übrigens, das ist auch so eine Mod, die Combat Overhaul. Klingt großartig. Wenn ich das euch sagen kann, Combat Overhaul ist im Sie Prinzip haben an Einfluss gewonnen. Ist eine Modification, die eure Gegner stärker werden lässt. Eine Modification, die dann zum Beispiel eine Prinzessin Quink, die eigentlich eine Ein-Sterne-Gegnerin ist, die ist dann plötzlich 2 oder gar 3 Sterne. Hat folgenden Hintergrund, die entwickeln sich ganz anders zueinander weiter. Also die bauen dann wirklich alles, was geht, mit allen, auch mit Modding-Gebäuden und so weiter und so fort. Und ihr seht, die Prinzessin Quink, so schnell ist die im Anno Vanilla eigentlich nicht wie hier. Und wir spielen noch nicht lange diesen Spielstand. Und die hat schon Ingenieure, die hat schon ein Bankhaus gebaut und so weiter und so fort. Also die hat sich auch schon richtig ausgebreitet hier. Finde ich richtig toll.
Normalerweise sind die Gegner eigentlich nicht ganz so stark, aber wir wollten halt eine richtige Challenge. Ich spiele hier auf Schwierigkeitsgrad Silber, wenn euch das was sagt. Es gibt viele von den Anaholikern, ich nenne sie gerne immer so, die dann auf dem Schwierigkeitsgrad Bronze sich wie zu Hause fühlen. Manche brauchen es richtig hardcore, die stellen dann alles auf übelst hart und herausfordernd und alles Stufe 3 Gegner. Und wir haben es jetzt mal so gemacht, dass wir gerade so auf diesen Schwierigkeitsgrad Silber rausgekommen sind. Das ist schon eine Aufgabe für sich, muss ich ehrlich gestehen. Es gibt weniger Einflusspunkte, es gibt weniger Kohle und so weiter. Die Aufgaben werden schwieriger und es macht aber trotzdem viel Spaß. Ne? Davon, das wollte ich eigentlich erreichen, ne? Dass es trotzdem spannend bleibt und dass man auf jeden Fall jede Menge Spaß zusammen hat. So, wo hauen die sich, die zwei? Wo ist denn das Duell? Ich weiß wo. Das ist, glaube ich, unter dieser Kirche drunter. Kann das sein? Da unten, schaut mal, da unten hauen sie sich. Unter der Kirche. Was wollen die? Warum hauen die sich unter der Kirche? Die hauen sich in der Kirche im Keller. Kann das sein? Ich störe nicht mal die Nachbarn. Die haben sich in der Kirche getroffen, um im Keller mir zusammen... Mir ist schwindelig vor lauter Dankbarkeit. Okay. Schneller reich werden. Band 9. Leistung zahlt sich aus. Geil. Okay, nehmen wir das auch gerne mit. Herzlichen Dank. Ja, genau. Schlägerei. Also im Keller vor der Kirche. Da treffen die sich an der Kellertreppe und gehen zu zweit in den Keller und hauen sich. Also ich persönlich wäre ja mit dem... Ich wäre mit dem Kollegen... Dankeschön. Dankeschön für den Follow. Herzlichen Dank. Ich wäre ja persönlich mit dem Kollegen in die benachbarte Kneipe gegangen und hätte mit denen gerne einen gehoben. Die Schlägerei wäre da sofort vergessen gewesen. Wisst ihr, was ich meine? Ich hätte gerne einen gehoben. So hätte ich es gemacht. Aber wenn sie sich unter der Kirche hauen wollen, es gibt auch solche Leute. Dann ist es halt so. Gut. Wir waren ja hier wirklich drauf und dran, uns zu den Ingenieuren weiterzuentwickeln. Das haben wir auch geschafft. Das Problem ist dran, dass es jetzt hier noch einige Kleinigkeiten gibt, die hier im Argen sind, weil wir halt sehr, sehr viele Gebäude in kürzester Zeit geboostet haben. Also von knapp 5.900 Einwohner rauf auf knapp 7.000. Vielen Dank für den Follow. Ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Wahnsinn. Ihr seid verrückt. Wahnsinn. Mensch, wie habe ich denn das verdient? Das ist unglaublich. Boah, Dankeschön, 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 Dankeschön. Dankeschön, wirklich vielen, vielen Dank. Wirklich danke. Ich muss mich auch nochmal bei Riding Bull nochmal ganz persönlich bedanken. Das habe ich auch letztes Mal schon gemacht. Ich habe auch letztes Mal schon ganz persönlich zu ihm rangeschrieben. Wahrscheinlich hat er das deshalb, kam die Nachricht etwas später an oder die ist bei ihm einfach durchgerutscht, weil der kriegt bestimmt am Tag gefühlte 300 Nachrichten oder so und das ist dann meine garantiert. Ich habe schon angenommen, dass er sie nicht beantwortet, weil der kriegt bestimmt auch sehr viele Spawn-Nachrichten. Aber er hat zurückgeschrieben. Der große Streamer hat sich sogar bei mir, kleinen Streamer, zurückgemeldet und hat gesagt, vielen, vielen Dank für die Nachricht und also unbeschreiblich. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ehrlich, wirklich. Hammer. Unglaublich. Jetzt gehen wir mal weiter. Wir haben hier ein Problem mit Brot. Schaut mal. Das möchte ich euch jetzt noch abschließend zeigen, weil die Expedition, die will irgendwie hier noch nicht, oder? Doch, sie ist da. Okay, Moment. Wir gehen gleich rein. Jetzt wollte ich euch nur noch mal schnell zeigen, was man noch machen kann. Und zwar haben wir ein Problem mit Brot. Brot entsteht aus Getreide und Mehl. Und daraus, ne, kann man Brot basteln. Wir haben hier schon sehr viel Getreide am Start. Wir müssten noch eine zweite Mühle bauen und dann könnten wir noch eine zweite Bäckerei basteln. Aber wir können es zum Beispiel auch anders machen. Wir können jetzt hier, das können wir leider noch nicht machen, weil da fehlt uns Strom. Über die Lothier Production Buildings können wir jetzt eine sogenannte elektrische Mühle bauen. Die elektrische Mühle schafft es, innerhalb von einer Minute 12 Tonnen Mehl zu produzieren. Ihr habt richtig gehört. Innerhalb von einer Minute 12 Tonnen Mehl. Leider steht hier unten, der Mali dort, wir brauchen Elektrizität. Ohne Elektrizität keine elektrische Mühle. Ist ja irgendwo verständlich. Deshalb müssen wir hier mal ist ein Krieg ausgebrochen. Bei den Vanillamühlen, wollte ich gerade sagen, müssen wir noch bleiben. Oder wollen wir noch bleiben. Das macht aber nichts. Dann gehen wir halt rein und bauen eine Großbäckerei. Was haltet ihr noch davon? Die Großbäckerei baut innerhalb von einer Minute 3 Tonnen. Und die kleine Bäckerei sieht beschäftigt aus. Kann halt leider nur eine Tonne pro Minute produzieren. Jetzt kommt der Hammer. Wenn wir hier noch Elektrizität anschließen, schafft die Großbäckerei 6 Tonnen pro Minute. Also das Ding ist schon sehr nachhaltig.
Jetzt fehlt uns hier ein bisschen Arbeitskraft, das ist kein Problem. Holen wir hier einfach die Bauern mal. Holen wir ein kleines bisschen ab. Und übrigens, die Old Town Gebäude hier, so sehen die Old Town Gebäude aus. Sie entlohnen unsere Na, so sehen die Gebäude halt von den älteren Anno-Titeln aus. Wer sich von euch noch da gerne dran erinnert, so sieht's aus. Na? Gut, das war's eigentlich. Also, die Großbäckerei, die Mühle ist im Kommen, die Großbäckerei ist am Produzieren. Wir können die kleine Bäckerei komplett wegreißen. Die braucht man wirklich nicht mehr. Die werden jetzt ersetzt, leider. Aber das ist halt so, durch die Low-Tier Production Buildings bekommen die halt ein Upgrade rein. Na? Schauen wir nochmal, wie es aussieht. Na, jetzt werden hier 3 Tonnen hergestellt. Wir haben eine kleine Überproduktion von Mehl und wir haben noch eine kleine Unterproduktion von Brot, aber das etabliert sich schon, das ist kein Problem. Wir könnten ja zur Not auch noch eine normale Bäckerei hinbauen und dann wären wir wieder bei unseren 4 Tonnen. Können wir gerade noch machen, wenn ich es mal so auf die Schnelle ein wieder finde. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Vor lauter Nervosität. So. Und dann wäre das erstmal wieder pari pari. Ne? Dann wäre erstmal hier unsere Bäckerei bzw. unsere Brotproduktion wieder stabil hergestellt. So, Mr. H., eine gute Nacht. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag. Bleib schön gesund. Und wenn du Bock hast, nächsten Samstag 20:30 Anno 1800, selbe Stelle, selbe Welle. Danke, dass du dabei warst. Wünsche dir eine gute Nacht. Ciao, ciao. Ihr seid so schnell, das ist der Wahnsinn. Also, ich komme hier gar nicht mehr hinterher beim Lesen. Wahnsinn. Okay, wir gehen aber zum Schluss noch rein in die Expedition. Die erste möchte ich auf jeden Fall mit euch noch machen. Okay? So, meine Lieben, los geht's. Es geht los. Ein Riss im Schiffsrumpf. Wasser im Rumpf! Das überladene Schiff kann die große Lieferung in seinem Bauch nicht mehr tragen. Eine Reihe kräftiger Wellen schleudert die Kisten im Rumpf umher und bringt ihn bald zum Bersten. Dort, wo die Ladung die Schiffswand getroffen hat, bilden sich Risse, durch die nach und nach immer mehr Wasser in den Laderaum eindringt. Meine Lieben, uns werden 2 verschiedene Optionen wieder dargestellt. Die erste ist, eine Wasserpumpe improvisieren, um sofort Reparaturen ausführen zu können. Oder den beschädigten Bereich versiegeln, um im nächsten Hafen reparieren. Was meint ihr, meine Lieben? Das ist nicht schlimm. Egal welche Entscheidung, entscheid dann einfach aus dem Bauch raus. Du musst auch nicht mitmachen. Ich möchte dir niemanden zwingen. Ich möchte dir echt niemanden zwingen. Aber jede Entscheidung wird dir ganz klar berücksichtigt. Ne? Ich meine, bei mittlerweile über 100 Zuschauern kann ich das, glaube ich, nicht mehr so wirklich zählen. Da bräuchte ich dann demnächst mal irgendeinen Bot. Aber kein Problem. Okay, 1. Sehr gut. Ich würde das auch machen. Eine Wasserpumpe. Sehr schön. Ihr geht alle auf die 1. Jawohl. Okay. Geil. Ich lasse es noch ein ganz kleines bisschen und dann mache ich einfach einen Cut rein. Zähle von 3 runter und dann ist es beendet. Okay? Wie immer. Halt. Aber ich merke schon, wo die Reise hingeht. Oben im Chat, direkt auf dem Monitor, Rakeria, habe ich dort oben so einen kleinen Zusatzchat eingeblendet. Der blendet gleichzeitig den YouTube-Chat und den Twitch-Chat blendet er gleichzeitig mit ein, sodass das nach unten ein bisschen gestaffelt wird. Ja, ich weiß, durch den hellen Hintergrund sieht man das nicht so gut. Entschuldige bitte. Okay, aber ich sehe es, ihr seid alle eigentlich an der 1 interessiert. Meine Lieben, wir gehen rein, wir improvisieren eine Wasserpumpe, um sofort die Reparaturen ausführen zu können. Los geht's. Verstehen wir etwas vom Handwerk? Auf das handwerkliche Geschick der Mannschaft kann man sich eben verlassen. Mit Hilfe von Sprechrohren als Pumpgehäuse und Metallplatten als Ruder gelingt es unseren Seeleuten, so etwas wie eine Wasserpumpe zusammenzubauen. Es sind ein gutes Dutzend Männer nötig, um sie zum Laufen zu bringen. Doch sie können sich genug Zeit verschaffen, um den Schaden ordnungsgemäß zu reparieren. Meine Lieben, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Wir haben eine Wasserpumpe gebaut und die hat sich ausgezahlt. Die wirkliche Arbeit hat sich hier richtig geil ausgezahlt. Sehr, sehr geil. Na, und ihr seht, wir haben nur 3 Punkte. Wir haben nur 3 Punkte Moralverlust. Das heißt, wir haben auch die richtige Entscheidung getroffen. Leider geht auch jetzt eine Tonne Wein über Bord, weil auf den Erfolg stoßen sie alle an, unsere Männer. So, meine Lieben, es ist 0.32 Uhr. Ihr wisst, was das heißt. Es war ein wunderschöner Abend. Ich bedanke mich nochmal bei allen fürs Dabeisein, auch für die ganzen Twitch-Leute. Es ist der absolute Hammer, dass ihr immer noch dabei seid. Ich weiß gar nicht, wie ich das verdient habe in meinem Leben. Also unglaublich. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart, dabei seid. Und vielen Dank für eure Geduld.
Ich hoffe, ich konnte euch Arno mit Modding etwas näher bringen. Wie gesagt, unser Flatlex hat unser Discord mal angepinnt. Wenn ihr Bock habt, schaut gerade mal rüber in YouTube vorbei. Da stelle ich, wie gesagt, jeden Mittwoch eine kleine Mod vor oder auch eine bisschen größere Collection, kein Problem. Und dann würde ich mal sagen, bis hierher, das wird noch kommen, aber danke für den, ja, kein Problem. Herzlichen Dank fürs Zugucken, wirklich herzlichen Dank fürs Zugucken, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Aber wie gesagt, mir fallen auch langsam die Augen zu, das war ein echt langer Tag für mich. Und auch wenn der Stream heute ein bisschen später gestartet ist, wünsche ich euch allen eine wunderschöne Nacht. Bleibt bitte alle schön gesund, viel trinken, ist ganz wichtig. Einen schönen Start in den Sonntag und wenn ihr Bock habt, gerne wieder nächsten Samstag. Wieder gerne zum Riding Bull gehen. Aber wenn ihr Bock habt, ich bin auch noch da nächste Woche Samstag. Und wie gesagt, selbe Stelle, selbe Welle, wie immer 20.30 Uhr, Anno 1800. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken, mein Lieben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie gesagt. Und dass ich da zweimal geratet worden bin von einem Riding Bull, unglaublich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend, einen schönen Sonntag. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao, ciao.